einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Guten Abend. Guten Abend, Dave. Guten Abend, Nicole. Guten Abend, Freunde der gepflegten Klimakatastrophe. Endlich wieder auf Sendung. Guten Abend, Lukas. Hallo, Chat. Und ich begrüße recht herzlich meinen allerbesten 2045 Co-Host, den man sich nur wünschen kann, den lieben Jens. Hallo, Jens. Hi, Patrick. Ja, freut mich auch, dass wir wieder hier sind. Wir hatten ja hier kurz einen krankheitsbedingten Bump hier drin so. Und beim nächsten Mal wird es auch noch mal eine Woche länger dauern. Aber dann sind wir, wie versprochen, in dem richtigen Rhythmus drin. Und ich bin gespannt auf die heutige Sendung, denn wir haben uns ja wieder ordentlich was vorgenommen hier. So sieht es aus. Und es war ja nicht nur so ein bisschen krankheitsbedingt bei mir. Bei mir ist ein kleiner Welpe eingezogen, der mich unfassbar viel Schlaf kostet. Deswegen entschuldige ich mich jetzt schon, wenn ich so vielleicht manchmal so ein bisschen neben der Spur bin. Das ist einfach Schlafmangel. Aber das gleicht sich dann mit ganz viel Fellflausch wieder aus. Guten Abend, Tom. Guten Abend, Call of Duty Swag. Guten Abend, Jochen. Guten Abend, Kreidefels. So, ich würde sagen, wir gehen in Medias Res, weil wir haben viel zu besprechen heute, haben aber gesagt, wir wollen nicht allzu lang machen. Also ihr könnt mal so ein bisschen nachmessen. Wir haben uns so 2 Stunden gegeben, je nachdem, wie es hinhaut. Schauen wir mal. Aber es gilt natürlich wie immer für euch da draußen, wenn ihr Fragen habt an Jens, an mich oder eher an Jens, weil der weiß dahingehend sehr viel mehr als ich, dann gerne in den Chat schreiben. Am besten immer Frage-Doppelpunkt. Und ansonsten könnt ihr euch natürlich gerne untereinander unterhalten und bitte immer daran denken, ich bin schwer empfänglich für Ironie und so weiter. Das habt ihr ja aus den vergangenen Livestreams immer gemerkt. Also nehmt mal Rücksicht auf den alten Mann hier. Gut, Jens, wir haben ein Schwerpunktthema ja für heute. Wir haben das letzte Mal in der ersten Episode ja mal so einen Rundumblick gemacht. Also was ist überhaupt Sache? Was geht hier ab in Sachen Klimakrise? Und heute haben wir in unserer Rubrik The Heat is On ein weiteres Schwerpunktthema. Was wollen wir heute besprechen? Ja, also beim letzten Mal haben wir uns genau um die Grundlagen gekümmert. Was ist überhaupt das Problem? Warum muss man da sich drum kümmern? Und heute wollen wir uns eben ansehen, was denn alles daran bremst, dass wir nicht schon unlängst was getan haben. Und beim nächsten Mal wollen wir uns dann sehr stark mit Lösungen beschäftigen. Das ist auch deswegen wichtig, weil wenn wir jetzt einfach nur sagen, okay, das sind jetzt die 3 Lösungen, die jetzt irgendwie Nachhaltigkeitsproblemen irgendwie lösen, ohne jetzt eben zu schauen, was dem denn im Wege steht, dann kommt man auf die falschen Lösungen und auch die falschen Transformationsideen und so weiter. Deswegen ist das heute ein wichtiger Punkt, der uns dabei hilft, nachher auch die richtigen Mittel und Wege zu finden. Wichtiger Punkt dabei auch noch als Nachsatz ist, wir werden auch immer wieder auf die einzelnen Themen draufschauen. Also sprich, heute ist wieder so ein kompletter Überblick, wo wir versuchen, halt möglichst viele Sachen anzureißen. Bei einigen Sachen werden wir auch mehr in die Tiefe gehen, wo wir glauben, dass es wichtig ist. Wir werden aber auch in den kommenden Sendungen dann immer wieder mal darauf zurückkommen. Sehr gut. Dann lass uns direkt einsteigen. Ich schalte mal um auf deine Presentation. Genau, the heat is on. Let's go. Sehr schön. Ja, wie gerade eben schon vorausgesagt, beteiligt euch gerne. Auch vielen Dank für die ganzen Fragen, die uns jetzt im Verlauf der Woche erreicht haben. Das freut uns sehr. Die Interaktion ist da, glaube ich, ist erstmal sehr schön und hilft auch, glaube ich, der Sache. Hier wird es jetzt so sein, dass dieser Rubrikteil wieder sehr groß ist, weil wir uns damit jetzt mit sehr komplexen Sachen auseinandersetzen. Und der hat immer so natürliche quasi so Kapitelmarken. Da wollen wir uns dann besonders stark auch mit dem Chat auseinandersetzen, so damit wir das irgendwie schaffen, so in den Fluss reinzukommen. Das heißt, es wird so eine Mischung aus Folienfilm und Interaktion. Wir hatten ja das letzte Mal das Thema, so was ist überhaupt das Problem? Nehmen wir noch mal ganz kurz hier auf, was denn das Problem ist. Also wir haben einerseits das ganze Thema Klimaerwärmung und hier aufgezeigt sehen wir diese verschiedenen Policies und Konferenzen, die es so gegeben hat. Und dann sieht man, was es genau bewirkt hat, nämlich gar nichts. Also der Anstieg der CO2-Emissionen weltweit
hat immer noch, ist immer noch weitergegangen. Und das führt am Ende dazu, dass wir eine größere Erderwärmung haben. Wir haben verschiedene Szenarien, die es da gibt. Und eigentlich kann man davon jetzt mit Fug und Recht davon ausgehen, dass wir eher im High- oder im Very-High-Bereich sind, was dann dazu führt, dass wir eine sehr große Erderwärmung haben mit all den Folgen, die wir beim letzten Mal schon besprochen haben. Und auf der anderen Seite haben wir das ganze Thema Biodiversität. Wir sind quasi für das jetzt gerade stattfindende Massenaussterben verantwortlich. In den letzten 70 Jahren haben wir 83% aller Säugetiere und die Hälfte der Pflanzen auf dem Planeten bereits getötet. Das ist etwas, was jetzt gerade passiert. Und beides, also sowohl eben Klimaerwärmung und Biodiversität, sind ja ganz wichtige Teile in diesem riesigen Komplex Nachhaltigkeit, den wir beim letzten Mal ja uns sehr genau angeguckt haben. Und beide bedrohen halt, einmal auch, weil sie Wechselwirkung haben, unser weiteres Überleben als Spezies. Das an sich ist schon gruselig genug. Und wo wir uns heute mit beschäftigen wollen, ist, wie gesagt, was dem entgegensteht. Und wir haben ja immer davon gesprochen, dass wir ein Hyperobjekt Nachhaltigkeit haben. Also etwas, was man im Prinzip ganz verschiedene Disziplinen braucht, um es komplett zu durchdringen und zu verstehen und so weiter. Und wenn wir uns angucken, was bremst denn da, dann haben wir auch wieder ein Hyperobjekt. Und deswegen ist das jetzt relativ bunt, was wir uns jetzt anschauen. Mhm. Hier auf diese Folie kommen wir immer wieder zurück. Das ist einerseits der Untergang Babylons. Und wir haben nämlich in der Vorbereitung uns angeschaut, was gibt es da für Faktoren, und haben gesagt, das muss man ein bisschen clustern. Also es gibt so verschiedene Dimensionen. Und da haben wir einmal die Dimension, die mit dem Individuum, also sprich mit dem einzelnen Menschen zu tun hat. Da sind wir im Bereich Nichtwissen, Unsicherheit und mehr. Wir haben den Bereich, der quasi oben drüber ist, die Metaebene, die große Klammer. Das sind eben Systeme und Ideologien. Dann haben wir den Teil von, okay, hier ist dann Macht und Verantwortung, zum Beispiel die politische Sphäre. Und dann gibt es halt den Teil von Interessen und Einfluss. Und all diese Dinge hängen direkt miteinander zusammen. Und wir gehen jetzt einfach mal durch. Ja, bevor wir anfangen, noch eine Zwischenfrage von Call of Duty Swag. Erstmal guten Appetit, lass dir deinen Kartoffelbrei schmecken. Dann, er fragt, 80% in den letzten Jahren, hat er das richtig verstanden? Ja, 83, genau. 83, ja. Ja. Ja, hast du richtig. Gut. Ja. Hatten wir beim letzten Mal ja sehr ausführlich auch behandelt. Genau, also das ist sehr gruselig, aber das hängt ja eben auch damit zusammen, wie ist denn unser Naturgefühl, wie stark nehmen wir das denn wahr? Und tatsächlich, ich war selber auch überrascht. Ich nehme das nämlich auch nicht so wahr, als ob ich um mich herum alles tot ist. Und wenn man dann aber genauer hinschaut, dann sieht man, da ist teilweise dann viel weniger Leben. Was aber angestiegen ist, ist das, was wir an domestiziertem Leben haben. Also wir haben enorm viel Biomasse, was wir halt eben so auf Viehhöfen halten und so weiter. Mhm. So, jetzt steigen wir ein. Nichtwissen und Desinformation, also das, was jetzt direkt mit dem Individuum zu tun hat. Und eine ganz häufige Geschichte, das könnt ihr selber mal ausprobieren mit jemandem, der mit dem Thema noch nicht so viel Berührung hatte oder wollte. Da kommen meist so ganz spezifische Antworten. Da kommt nämlich meist sowas, ja, dann stirbt halt irgendeine Tierart aus, zum Beispiel der Eisbär. Und dann kommt vielleicht irgendwann mal eine große Welle und höherer Meeresspiegel. Und das Ganze ist ja sowieso auch erst in 300 Jahren und es betrifft ja vor allen Dingen nicht mich. Und diese Art von Erzählung, die ist schon relativ alt, sie ist auch ein Stück weit gewollt und sie ist aber vor allen Dingen auch falsch. Und das ist leider ein Problem, dass ich dieses Bild, nämlich dieses, ich bin nicht betroffen und es ist auch gar nicht so schlimm und es ist auch erst in weiter Zukunft und so weiter, sich immer noch hält. Und da kannst du jetzt im Prinzip, also das ist auch ein Grundpfeiler für sehr viel Beharrung da drin, nämlich dieses, es geht mich ja nichts an. So. Was schon schlimm genug ist. In Anbetracht dessen, was wir beispielsweise jetzt in Pakistan und so weiter erlebt haben, da jetzt zu sagen, gut, interessiert mich nicht, ist schon schlimm genug. Es ist zumindest psychologisch halbwegs nachvollziehbar, sage ich mal, weil man sagt ja immer, je weiter etwas entfernt ist, desto weiter ist es auch gefühlt in meiner Empathie weg. Und das ist gleichzeitig auch eine Hilfskonstruktion. Also wenn ich dieses Narrativ noch im Hinterkopf habe und ich merke dann, ich werde jetzt konfrontiert damit und merke, huch, das ist näher an mir dran, dann hilft das auch bei einer Verdrängung und so weiter. Also das Witzige ist dann, wenn man einen Schritt dann weiter guckt, dann gibt es nämlich das Nächste an Desinformation oder eben Nichtwissen. Und das ist die Frage, was kann ich denn selber als Individuum tun? Das sind jetzt hier relativ langweilige Punkte, aber die hatte ich halt eben gerade noch in meinem Zettelkasten beisammen.
Da ist dann eben dieser Punkt von wegen, ja, man kann was tun, indem man halt eben keine Plastiktüten verwendet oder keine Plastikstrohhalme. Man kann Geräte in Standby nehmen oder eben Bio-Lebensmittel kaufen und verwenden. Und wenn man dann dagegen hält, also das ist das, was Leute glauben, so, dass das hilft. Und wenn man dann dagegen hält, was hilft es denn wirklich? Ja, dann ist man doch eher bei so, naja, kein Fleisch essen, insbesondere kein Rindfleisch, Haus dämmen und eben nicht fliegen, so. Und es gibt natürlich auch Gründe, warum Menschen das glauben. Auch einmal, weil es bequem ist, aber zum anderen, weil es ihnen auch eben so vermittelt worden ist. So. Hm. Dann zweites. Hätte ich auch gedacht bei den Plastikgeschichten. Wir hatten ja auch das Plastikthema so, ne? Und das Plastikthema ist halt ein Thema insbesondere für die Biodiversität und Gesundheit. Und natürlich hat es auch einen gewissen Impact, weil es eben aus fossiler Energie besteht und so weiter. So. Aber es ist viel, viel wichtiger, dass wir dieses Wärmewende-Thema und halt eben auch dieses, was in der konventionellen industriellen Landwirtschaft läuft, dass das eher runtergeht, so, wenn man das in Verhältnis setzt. Ein zweites Ding ist dann auch dieses, alle glauben ja, okay, ich bin auf jeden Fall genauso verantwortlich wie der andere. Die mittlere Grafik zeigt etwas, wenn man, das ist die gesamte Welt, wenn man draufschaut, die gesamte Welt, wer verbraucht denn am meisten, also beziehungsweise wer emittiert denn am meisten? Und da sieht man eben im Prinzip westliche Industrienationen, das sind quasi die reichsten 10%, die sind dann besonders stark am Emittieren. Und das Spannende ist, wenn man in die Länder reinguckt, die besonders viel emittieren, dann hast du wieder dieses Champagnerglas. Also sprich, auch bei uns ist es so, dass je höher das Einkommen ist, desto mehr Overconsumption ist dann da. Mhm. So, und das ist eben etwas, wo dann eben das sehr stark miteinander korreliert. Also je höher tatsächlich halt Einkommen und Vermögen, desto mehr konsumiert, und zwar über das normale Maß hinaus. Mhm. Und diese obersten 10% sind interessanterweise auch relativ schnell erreicht. Ich, Jensi von früher, hätte gedacht, oberste 10% ist so Dagobert Duck-mäßig Geldspeicher schwimmen reich, so. Mhm. Aber tatsächlich sind die obersten 10% schon bei 3.500 Euro netto, bei einem Single. Und das hast du im Prinzip, wenn du jetzt irgendwie so, was weiß ich, Leiter Rechnungswesen bei einem Mittelständler bist oder ein Ingenieur bei einem größeren Automobilhersteller, dann bist du schon nach ein paar Jahren schon da. Also das ist jetzt, ne, das ist jetzt nicht so weit weg. Man gehört dann aber eben auch zu den Leuten, die meistens durch Lebensstil, das mag sich dann unterscheiden und so, aber es gibt dann eben viele, die dann sehr stark überkonsumieren. Hm. Lass mich da kurz einhaken. Bitte. Ein paar Gedanken, die mir davon kommen, dabei kommen. Diese Wärmedämmungsgeschichte, das ist ja etwas, was ja auch wahrscheinlich korreliert, unmittelbar mit, sag ich mal, diesem Champagnerglas. Das heißt, wir können ja davon ausgehen, je mehr ich verdiene, desto größer wird auch wahrscheinlich mein Wohnraum sein und auch die Fläche, die ich dämme und so weiter. Das heißt, man kann daraus ja auch ein paar Dinge ableiten. Also das erste wäre politisch gesehen, ich würde mal sagen, so eine Förderung in Sachen Umbau, Wärmedämmung, also ein großes Programm aufzulegen, vorausgesetzt wir finden genug Fachkräfte und so weiter, wäre ja wahrscheinlich ein großer Hebel. Grundsätzlich könnte man ja sowieso mal das Thema Wohnen in Deutschland hinterfragen, weil, und jetzt kommt die Verknüpfung zu dieser Einkommensverteilung, diejenigen, die halt nichts verdienen oder zu wenig oder viel zu wenig verdienen, die haben natürlich auch nicht das finanzielle Polster, um jetzt sozusagen ihren Wohnraum entsprechend umzugestalten. Und wenn wir daran denken, wem Wohnraum meistens gehört, auch ein Großteil sozusagen in Hand der Konzerne ist, die wiederum kein Interesse daran haben, vielleicht großartig zu investieren, vor allen Dingen nicht in Sozialbauten etc. Und das wäre doch eigentlich ein riesiger politischer Hebel. Also auch eine Verpflichtung, denen gegenüber den Konzernen etc. zu machen, zu sagen, also vor allen Dingen im Bereich sozialer Wohnungsbau und so weiter, dass man da eine Pflicht auferlegt und sagt, ihr müsst das umrüsten. Ist ja, da total. Irgendwas in Gange oder? Also erstmal ja, total. Also dieses ganze Thema Wärmeenergie und so weiter ist eben etwas, die Leute schauen halt immer ganz schnell auf Strom so und vergessen dann eben andere Energieformen und so weiter. So, aber tatsächlich Wärme ist ein großes Thema. Je nachdem, wie man diese Unterscheidung nach diesen Clustern macht, sind es halt 19 bis halt eben deutlich darüber Prozent. Also je nachdem, wie du es zuschlägst, wenn dir zum Beispiel auch Teile des Wohnraumschaffens und des ganzen Prozesses mit Beton und so weiter dann irgendwie noch mit einberechnest, bist du dann auch schon bei deutlich größeren Anteilen und so. Ne? Aber gehen wir jetzt mal erstmal da, das ist ein großer Punkt und da muss auch viel getan werden. Da gibt es immer wieder mal politische Programme, also im Sinne von Förderung, wenn du jetzt irgendwie Wärmepumpe raus oder alte Heizung rein, Wärmepumpe
alte Heizung raus, Wärmepumpe rein. Da gibt es halt regelmäßig mal Programme. Da gab es auch mal sehr, sehr große Förderung. Ich glaube, jetzt in dem neuen Programm, über das wir vorhin gesprochen haben, was Lindner dort ins Fenster gestellt hat, da ist, glaube ich, auch ein Teil davon drin. Ich weiß nicht genau, welche Fördermaßnahmen es jetzt gerade gibt, aber insbesondere in dem Teil ist schon einiges gemacht worden, auch weil Wärme im Prinzip ja auch wieder was mit CO2 zu tun hat. So, ne? Also da fließt ja halt eben auch Emissionen rein, wenn du zum Beispiel eine Ölheizung hast und da dann eben auch eine Aufteilung gibt zu, entweder muss er eine CO2-Steuer bezahlen, wenn du es jetzt dem Mieter aufdrückst, dann hast du eben das Problem, dass ja dann der Vermieter eigentlich die Macht hat, das zu ändern, so, dann hast du einen Fehlanreiz, aber umgekehrt ist auch, der Mieter muss natürlich auch selber ein bisschen sparen und so weiter, deswegen wird das da verteilt, auch nach einem Schlüssel. Ich hätte es dir vor 6 Wochen noch sagen können, ich habe es aber inzwischen vergessen. So. Aber ja, unseren Chat, unseren hervorragenden, also erstmal soll ich dir Hallo von Tim 38 and IT oder end it oder ich weiß es nicht. Er sagt Hallo Jens und schickt dir Herzchen. ich freue mich. Kreidefeld schreibt aktuell noch 40% für den Austausch von Fossil zu Wärmepumpen, super. Also 35% ohne Sanierungsfahrplan. 40% mit. Ja. Und toll. zu diesem, was brauchen wir denn da alles? Also man denkt da ganz schnell an Fenster, aber tatsächlich ist auch eine Bodenplattendämmung zum Keller eben sehr effektiv und so weiter. Also es gibt da verschiedene Hebel, die man bedienen kann, die auch, wenn man sie vergleicht mit was bringen sie und was kosten sie, dann irgendwie in teilweise komischen Verhältnissen stehen. Ich habe da jetzt jüngst von Ernst & Young da erst was gelesen, was das sehr gut untersucht hat. Und man hat mal ausgerechnet, was würde es denn kosten, im Prinzip alle Häuser dann auf einen Stand zu bringen, dass wir damit unsere Klimaziele dann auch 2045 erreichen. Und da kam man da drauf auf 3 Billionen Euro. Ui. Also ein Rieseneimer voll Geld, wo man auch gesagt hat, okay, das werden jetzt wahrscheinlich so die Privaten jetzt aus von sich heraus nicht leisten können. So. Und genau das, was du sagst, also es braucht ein großes politisches Konzept, dass das im Prinzip mal neu auf Füße stellt. Ja. Und das andere ist ja auch dieses, wie viel Wohnraum vernutzen wir? Nach dem Krieg haben wir 14 Quadratmeter pro Person gehabt. Heute, glaube ich, sind wir bei 58 Quadratmetern. Da haben wir einfach auch uns sehr stark entwickelt. Jetzt haben wir Demografie natürlich als Faktor, der das ein bisschen wieder runterregelt. So, gleichzeitig Migration versuchen wir dagegen zu steuern und so. So oder so, das ganze Thema Wohnen und Wärme wird sich noch irgendwie massiv verändern müssen. Und das wird halt irgendwie über einen Aushandlungsprozess sein müssen und über einen Dialog. So. Genau, am besten direkt auch mit Christian, der die Schuldenbremse fest im Griff hat. Ja, genau. Genau, und letzter Punkt von diesem ganzen Nichtwissen und Desinformation ist immer dieses, wo kommt es denn eigentlich her und ist denn das Individuum wirklich schuld für dieses ganze große CO2-Problem und so weiter, was natürlich dann auch bedeutet, dann hast du keine Mehrheiten, weil dann musst du ja selber was ändern. Und auch das ist eben ein Misconception in der Regel, weil die Leute glauben, nur sie selber sind verantwortlich dafür, sondern eben Energiewirtschaft, Industrie und eben Verkehr, Gebäude und so weiter, das ist halt ein ganz großer Treiber für CO2-Emissionen. Und wenn man dann eben weiß, okay, ich als Bürger habe zwar einen Anteil daran, aber es gibt da draußen auch noch erheblichen anderen so. Das shiftet dann auch so ein bisschen Perspektive und dann ist das halt eben alles auch ein bisschen spannender. Das heißt, wir haben jetzt schon so ein bisschen können uns merken, wenn wieder so dieser übliche Spruch kommt, ja, verzichte du doch jetzt erstmal hier auf dein Starbucks-Café, bevor du auf die Demo gehst. Kann man zumindest sagen, ja, okay, man muss es ja jetzt nicht machen, aber es wird sozusagen dadurch nicht wesentlich verbessern, sondern ja, die Verantwortung liegt auf höherer Ebene, wenn man so will. Genau. So, und dann etwas, da gehe ich jetzt auch ein bisschen schneller durch, das hatten wir nämlich mal im Critical Infinity Podcast, nämlich eine Folge, wie nämlich wir auch selber aus uns selber heraus bestimmte Mechanismen haben, die so ein bisschen dafür sorgen, Klimawandel zu verharmlosen. So, das greift jetzt auch so ein paar Punkte, die erst später kommen und die wir jetzt auch schon so ein bisschen hatten. Nämlich einerseits natürlich dieser Teil von, ich versuche das Thema eher zu verdrängen, wegzuschieben. Ich verstehe es vielleicht auch gar nicht. Oder aber ich habe etwas von, ich habe so eine kognitive Verzerrung, dass ich grundsätzlich sehr optimistisch bin und sage halt eben, das wird schon irgendwie werden. Oder aber unter Ideologien eben, dass ich glaube so dieses, naja, es geht halt gar nicht anders. Oder ich vergleiche mich mit meinen Nachbarn oder Peergruppe und die sind ja
jetzt schon zweimal nach Bali geflogen, dann will ich doch auch nach Bali fliegen. Oder ich habe vielleicht ein großes, schweres Auto gekauft für die Familie und so weiter, was vielleicht besonders stark motorisiert ist. Dann habe ich da schon rein investiert. Dann will ich doch daran nichts ändern. Dann hast du natürlich auch die typischen Querulanten, die dann irgendwie sagen, so nein, ich lehne das alles ab und Wissenschaft lügt und so weiter. So, also die ganz bewusst in der Gegenposition sind, weil sie in der Gegenposition sein wollen. Und dann gibt es den Aspekt von, wenn ich jetzt was verändere, dann gehe ich auf ein Risiko ein, davor habe ich Angst und diese Unsicherheit möchte ich halt nicht aushalten, so deswegen versuche ich das eher nicht richtig für mich anzulassen. Oder auch dieses, auch sehr häufig kann man das beobachten, ich habe ja heute schon Bio-Lebensmittel gekauft, deswegen kann ich morgen ja auch im Grand Canyon wandern gehen. So, ne? Also dass man halt eben versucht, so eine Art gerechten Tausch herzustellen. So, wer sich das alles insgesamt mal anhören will, der kann das im Podcast tun. Genau. Weil das können wir jetzt in der Tiefe jetzt hier nicht überhaupt. Wir werden auch, wenn alles klappt, jemanden mal von Psychologist for Future hier haben und so weiter. Da können wir da auch nochmal einsteigen. Aber es ist sehr spannend, dass es eben einerseits so Sachen gibt, die ganz bewusst stattfinden und eben auch viele Sachen, die im Unterbewussten sind und dass man eben anfängt dann, je nachdem, wie man da so aufgestellt ist, so bestimmte Sachen auch anders wahrzunehmen und verzerrt wahrzunehmen und dann eben auch andere Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ja, mit dem Beispiel, ich habe ja heute schon Bio-Lebensmittel gekauft, deswegen kann ich, da musste ich irgendwie dran denken, wenn man auf dem Rudergerät noch einen Snickers sich reinschiebt. Genau. Ja, es gibt keinen gerechten Tausch. Aber was halt auch ganz wichtig ist, das sind halt menschliche Dinge. Und deswegen sprechen wir es ja auch offen drüber. Also es geht ja jetzt nicht darum, zu moralisieren und zu sagen, ihr seid alle doof, die ihr diese Mechanismen sozusagen anwendet, sondern es ist ja, wie du schon richtig gesagt hast, ein Coping-Mechanismus, weil wir stehen ja vor etwas sehr großem, etwas, was uns Angst macht im Zweifel und so weiter, etwas, wo wir genau wissen, da muss sich eigentlich was verändern und zwar tiefgründig. Und deswegen ist das so der menschliche Mechanismus, der einfach einsetzt. Deswegen ist, glaube ich, wichtig, darüber auch offen auch einfach zu sprechen und nicht wieder mit dem Zeigefinger zu sagen, ja, du bist doof, weil du bist jetzt hier unter dem Ding Ideology oder Limited Cognition oder so. Darum geht es nicht, sondern einfach sozusagen sich das nochmal vor Augen zu führen. Und da würde ich mich selber absolut mit zugehörig fühlen an vielen Punkten, weil man kommt ja ums Coping irgendwie nicht rum. Ich nutze halt gerne immer Zynismus oder so, ja. Oder Eskapismus oder. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig an der Stelle. Ja, genau. Also dieses eine, nämlich dieses Moralisieren und so weiter, da kommen wir noch drauf. Aber das andere ist dieses, man kann das halt benutzen, um sich selber zu hinterfragen und auch selber auf sich zu schauen und zu sehen, was greift denn da in mir? Und dann passiert nämlich auch was, wenn man dann einfach so merkt, so, ah, guck mal, da ertappe ich mich jetzt, da habe ich mich schon wieder selber belogen. So, das ist so. Ja. Das ist sehr spannend, weil ich kann mich hier nämlich jetzt gleich nochmal aufgreifen. Hier sehen wir einen Teil der Helden unserer Zeit. Das sind nämlich die Leute, die heute auf die Straße gehen und dann irgendwie sagen, so, wir sind nicht zufrieden damit und möchten das gerne anders haben. Um die soll es jetzt aber noch nicht gehen, sondern es geht um die Leute hier, nämlich die, die da nebenan stehen. Und das meint jetzt nicht alte weiße Männer, sondern das meint halt eben Menschen, die solchen Protesten dann mit Argwohn begegnen. Das meint jetzt nicht die Leute, die da jetzt erstmal nur, was weiß ich, da passiv damit gemischt werden. Ihr kennt die vielleicht auch. Das sind dann Menschen, die warten erstmal ab so und dann ist es dann irgendwann an der Stelle, dass sie das versuchen halt irgendwie herabzuwürdigen oder schlecht zu reden und so weiter. Und sehr häufig habe ich dann, oder das ist etwas, was man so beobachten kann oder was ich zumindest schon ein paar Mal beobachtet habe, ist es dann etwas wie nach dem Motto, naja, ich fühle mich jetzt angesprochen dadurch, und fühle mich vielleicht als Adressat davon, also ich bin der Feind so, oder auch dieses, ich bin ja nicht dabei, also bin ich ja wohl gemeint, oder aber dieses, naja, weil ich nicht dabei bin, weil ich keine Zeit habe oder keine Kraft dafür habe oder das nicht möchte und so weiter, muss ich es ablehnen, weil ich ja ne, auf der anderen Seite stehe, sonst wäre ich ja mit dabei, oder aber es bringt ja eh nichts, weil ich selber in mir schon aufgegeben habe, deswegen versuche ich denen ihre Hoffnung dann irgendwie zu zerreden, weil ansonsten muss ich wieder Hoffnung schöpfen, und manchmal hast du eben auch sowas wie, ich bin nicht gefragt worden. Und deswegen, ich fühle mich irgendwie traurig und bin nicht adressiert und ich fühle mich vielleicht machtlos und so weiter. So, also es sind ganz viele Sachen da drin, das ist eigentlich immer sehr traurig, wenn man sowas hat, aber das hast du ganz häufig, dass Leute dann auch das angreifen oder eben sagen, ja, ihr hier komischen Gören und so weiter. Also das irgendwie versuchen einzuordnen in irgendeiner Sache, dass das Ganze dann wieder limitiert. Das ist sehr, es ist eigentlich wirklich sehr traurig und das hast du in ganz verschiedenen
Aktions- und Mobilisierungsformen. Und je nachdem, welches Thema es ist, gibt es ja immer so ein paar Leute, die das machen und teilweise auch in Vielfach. So. Ja, deswegen, das hat mich am meisten, ja, die, ich glaube, in der letzten Woche oder so war das, wo diese Greta Thunberg Zitat Richtung AKW und so weiter ausgerechnet von den Menschen und Personen sozusagen hochgehalten worden, die als Fridays for Future angefangen haben, so dermaßen darüber hergezogen haben. Ja. Die dann gleichzeitig sozusagen, ah, hier seht mal, eure Ikone sagt das, dann muss das ja so sein und so weiter. Unerträglich. Also für mich als Beobachter an der Stelle. Ja. Das Spannende ist ja dieses, deswegen hier wollte ich nämlich Moral nochmal aufgreifen. Diese Sache von wegen, die würden sich Moral überhöhen, die hält eigentlich einer Prüfung ganz selten stand. Klar, es gab mal in der ganz frühen Umweltbewegung, die kenne ich auch, so Leuten, die dann avantgardistisch dann eben damit umgegangen sind, anderen dann immer ihre Weltsicht erklären wollten, gesagt haben, du musst aber und so weiter. Die sind jetzt aber hier gar nicht gemeint, sondern das sind Jugendliche, die sich engagieren in ihrer Freizeit und sagen so, ich habe zwar bessere Sachen zu tun, aber ich mache das, weil es wichtig ist. So. Und denen wird dann von den Leuten, die das dann empfinden nach dem Motto, ich fühle mich jetzt irgendwie negativ angesprochen, dann gesagt, ja, die würden sich ja irgendwie überhöhen und irgendwie moralisch mit dem Zeigefinger. Dabei ist das eigentlich nicht so. Die hätten viele Gründe, das vielleicht zu tun, aber das machen sie nicht. Und dann werden dann so nitpicky Sachen so genommen nach dem Motto, du hast ja ein iPhone und deswegen bist du ja gar nicht zum Protest berechtigt. So. Mhm. Obwohl das natürlich totaler Blödsinn ist. Du bist ja Teil dieses Systems und im System musst du natürlich auch die Systemsachen benutzen, um das System zu verändern. Das ist also vollkommen blöd. Also es ist so ein Kindergartenargument nach dem Motto, wie du bist gegen Kapitalismus und du hast aber Schuhe an. Du Schwein, du bist ja gar nicht ernst zu nehmen, weil du musst natürlich in Sack und Asche laufen. Weil du, so, ne? Und das ist natürlich total lächerlich. Man selber schafft sich damit aber moralisch auch einen Ausweg, weil man dann sagen kann, ich kann das ja alles machen. Ich habe ja nie behauptet, der Gute zu sein, deswegen darf ich das ja. So, ne? Also dieses moralisch, das ist eben etwas auch zu so einer Art Selbstgerechtigkeit für denjenigen, der es angeblich empfunden hat. Also alle liebe Leute mit Smartphone, ihr dürft trotzdem demonstrieren gehen. Ja, genau. Das Spannende ist, wenn man sich die Jugendlichen dann mal genau anschaut und mal fragt, wie seht ihr denn die Welt? Das ist ganz spannend, weil was sind denn für euch die wichtigsten Themen? Dann sagen die im Bildungszustand und Gesundheitssystem, das haben wir bei Corona gelernt, dass es hier einiges gibt, was im Argen ist. Und als nächstes kommt dann schon soziale Gerechtigkeit und Umwelt- und Klimaschutz. Das heißt, die haben ein sehr genaues Verständnis davon, was um sie herum los ist und was gerade auch nicht funktioniert. Ja. Das ist also kein verdecktes Thema, das ist absolut im Zentrum, wenn man sie fragt, was ist das Wichtigste gerade in deinem Leben. Und interessanterweise hängen ja diese Dinge unmittelbar zusammen. Also ich glaube, wir haben es auch schon mal angesprochen, aber man kann es nicht oft genug sagen, dass soziale Gerechtigkeit ohne Klimaschutz nicht denkbar ist. Oder umgekehrt, Klimaschutz ist ohne soziale Gerechtigkeit nicht machbar. Weil das wird nicht hinhauen sonst. Weil sonst haben wir eine Schere, die noch viel weiter aufgeht. Und dann haben wir wirklich einen riesen Schlamassel am Hals. Unabhängig von der Klimakatastrophe ist soziale Gerechtigkeit sowieso ein schlimmes Thema oder ein wichtiges Thema grundsätzlich, was man angehen muss. Aber wenn man das eine will, muss man das andere mitdenken. Total. Da kommen wir auch beim Lösungsteil dann noch drauf. Ja. Und wenn man dann fragt, ja, wie sieht es denn aus mit, was fühlst du denn rund um Klimawandel? Da sagen dann 3/4 der Leute, ich habe das Gefühl, wir Jungen müssen die Fehler der Älteren beim Klimaschutz ausbaden. Das ist natürlich richtig, aber gleichzeitig sollte man das auch mal eine Minute lang einsinken lassen, weil das echt gruselig ist, dass nicht nur klar ist, okay, wir laufen da auf eine Katastrophe zu, ich als Jugendlicher bin der Betroffene. Und all die anderen, nämlich all meine Verwandten, all die Onkels, Tanten und irgendwie Chefs und Ausbilder und so weiter, lassen mich allein damit. Ganz viele sagen dann auch, 2/3, sie haben Angst vor dem Klimawandel. Ich fühle mich von der älteren Generation beim Thema Klimaschutz im Stich gelassen, sagen auch 2/3. Das ist richtig gruselig. Und dieses, was wir jetzt da auf dem Foto sehen, das ist etwas, was tatsächlich jetzt nicht nur eine Einzelmeinung ist, sondern es wird von ganz vielen Menschen so empfunden, die jung sind. Und jetzt brauchen wir gar nicht auf sowas wie einen Generationenkonflikt abzielen. Es ist einfach auch ohne Konflikt ist das eine sehr traurige Sache, wenn du weißt, da ist eine Generation, die weiß ganz genau, das wird jetzt viel, viel schwieriger als alles, was vorher war. Und da kann man natürlich auch wieder als, ich sag mal, ältere Generation unterschiedlich mit umgehen.
Man kann sozusagen in die Trotzreaktion gehen, was ja dann viele tun. Also gerade weil es ja dann auch zu einer Art Generationenkonflikt so oder so irgendwie sich ausformt, auch wenn man das will oder nicht, weil das Narrativ ist sozusagen im Raum und da ist ja auch ein Stück weit was dran. Andererseits kann man natürlich nicht pauschal sagen, die komplette ältere Generation hat sich nie um das Thema bemüht. Also das waren die Ersten, die das Thema überhaupt in den Diskurs eingebracht haben. Also die manche Boomer zumindest sind damals schon für die Umweltgeschichten und so weiter auf die Straße gegangen. Man denke an den Club of Rome und so weiter, die Netzwerke der Wissenschaft etc. Das waren alles die älteren Generationen, die das Thema aufgemacht haben. Das ist das eine. Und man kann natürlich heute als, sag mal, älterer Mensch ja auch weiterhin dazulernen und sagen, ja, ihr habt recht. Und es ist sozusagen nicht ich als Patrick oder was weiß ich, Rudi, Erna, keine Ahnung, was für Namen es noch gibt, sondern die Art und Weise, wie wir gelebt, gewirtschaftet und so weiter, hat dazu geführt. Also, dass man auch da wieder versucht, so ein bisschen, ja, rational und ein bisschen weg von diesem persönlich moralisierenden und so weiter, aber wirklich die Ängste und Sorgen der Jugend da ein Stück weit auch mit ernst nimmt und sagt, okay, lass es uns jetzt gemeinsam angehen. Wir haben Scheiße gebaut, also wir im Sinne unserer Art, wie wir gelebt haben. Let's do it the ja. other way. Ja, ganz genau. Wenn man dann fragt, dieses, glaubst du denn, kann es lösen, sagen eben auch diese Kohorte von Jugendlichen, sagt dann so, ja, die jüngere Generation, die Wissenschaft und NGOs, die können das Ganze klären. Politiker kannst du vergessen, beziehungsweise halt eben ganz selten genannt, Unternehmen ganz selten genannt, Kirchen, die ältere Generation und so weiter. Das heißt, die haben ein ganz klares Weltbild darauf, wer kann es denn jetzt halt irgendwie lösen. Und das natürlich dann in Verbindung mit so, was beobachtest du denn, fühlst du dich alleingelassen und so weiter. Ist also folgerichtig, dann irgendwie das so zu sehen. Das Spannende ist, wenn man dann Ältere befragt, dieses, fürchtest du dich vor den Folgen des Klimawandels? Und das meint nicht Angst, sondern wirklich Furcht, sagen immerhin fast die Hälfte, ja, tue ich. So, das heißt also, das ist ja im Raum. Und wenn man dann die Älteren fragt, was denkst du über die jüngere Generation? Dann sagen die halt eben sowas wie, die haben weniger Respekt als vor 30 Jahren. Okay, Haken dran, die sind modebewusster, okay, die sind halt anders zielstrebig, auch okay, aber haben eine unbeschwerte Zukunft vor sich. Da sagen drei Viertel sagen dann nein. Mhm. Oder beziehungsweise überwiegend nein. So, und das ist ja spannend, dass irgendwie alle wissen, da ist hier was und das ist irgendwie auch irgendwie hochgradig ungerecht und das ist irgendwie nicht in Ordnung und so weiter. Alle wissen das. So, wenn man die man so fragt. So, ne? Und da ist dann die Frage so, warum dreht sich nicht so viel so? Und da kommen wir gleich drauf. Mhm. Ja, wenn man dann die älteren Menschen auch fragt, dieses so, ja, was ist denn so dein Gefühl mit jetzt hier Klimawandel und so weiter und Transformation und so, dann kriegt man eben häufig die Antwort, ja, Mallorca nicht mehr fliegen zu können, ist irgendwie doof, so, also Urlaub, dann auf den möchte ich verzichten und dann irgendwie, ich möchte mich weiterhin ernähren, ich möchte weiter meinen Rindersteak und so weiter und mein Schnitzel. Ich möchte auch weiterhin noch mein Auto fahren. Und wenn es hart auf hart kommt, dann ist mir tatsächlich Umwelt und Klima dann doch nicht mehr als politisches Thema so wichtig, sondern dann ist ganz wichtig halt irgendwie so Preise und Energie und so weiter. Also da ist mir die Jacke näher als die Hose. Mhm. Und am Ende ist es dann eben auch so dieses, werde ich noch Arbeit haben? Also dieses Thema aus irgendwie Veränderung, klar, niemand verändert sich gerne, ist einerseits dieser Teil von Inconvenience, also nach dem Motto, ich möchte jetzt nicht irgendwie auf bestimmte liebgewonnene Sachen verzichten oder neue Dinge ausprobieren. Auch weil ich nicht weiß, wie das so ist. Aber insbesondere ist die Unsicherheit verbunden meist mit der Angst vor der Transformation, weil man die Welt danach noch nicht kennt. Wenn ich jetzt eben noch irgendwie gearbeitet habe bei irgendjemandem, der aus meinetwegen aus Kohle Energie herstellt und soll jetzt halt eben derjenige sein, der Windkraftanlagen aufstellt, weiß nicht, kriege ich das so gut hin? Werde ich dann genauso akzeptiert? Muss ich dann reisen? Muss ich umziehen und so weiter? I totally get it. Das ist absolut verständlich. Und nichtsdestotrotz ist es ja so, dass diese Veränderung bei Design or bei Disaster so oder so kommt. Denn wenn der Klimawandel voll durchschlägt, dann wir sowieso ja das große Thema haben. Und dann muss man die Mängel verwalten. Ist dann die Frage, wie glücklich man daran ist. So, also dieses, bin ich jetzt offen dafür? Das hat teilweise sehr, sehr, sehr handfeste Gründe. Wenn ich gerade eben noch sage, man muss das tun. Es ist ungerecht mit der Jugend und so weiter. Und dann aber beim politischen Prozess, dann sage, eigentlich ist das nur das
zweitwichtigste Thema, eigentlich sogar noch weniger. Also von 100 Leuten wollen nur 10 das Thema haben, so, ne? Dann hängt das eben auch damit zusammen, dass man nicht so richtig weiß, erstmal, was bedeutet das jetzt konkret im politischen dann und dieses, was habe ich denn am Ende für einen Nachteil? Auch weil man denen das ja jahrzehntelang gesagt hat. Man hat jahrzehntelang gesagt, wenn du nur eine Sache an der Wirtschaft irgendwie veränderst, nur ein Gesetz kommt oder nur eine Vorgabe und so weiter, dann verlierst du sofort deinen Arbeitsplatz. Das ist quasi so, wenn das, dann das. So, und das sitzt halt tief drin. Ja. Was mir dazu einfällt, und das ist sehr schöne Beispiele eigentlich, die sind alle mittlerweile wunderbar kompensierbar, aber auch hier wieder das Thema soziale Schere. Ja. Weil, also das Schnitzel, ganz ehrlich, also bei uns gibt, also meine beiden Kids sind seit vielen Jahren vegetarisch, ich ab und zu fall nochmal so zurück, aber eigentlich gibt es bei uns so gut wie kein Fleisch mehr. Und diese Ersatzprodukte, sei jetzt mal dahingestellt, ob sie gesünder sind, wie auch immer, aber sie sind, glaube ich, von der Bilanz her tausendmal besser als das Schweineschnitzel und so weiter. Du merkst gerade bei Schnitzeln und so weiter so gut wie gar keinen Unterschied mehr. Oder ich sag mal, all die Sachen wie Hackfleisch etc., die Ersatzprodukte sind mittlerweile so gut geworden. Und zum Teil, wenn man sich wirklich kulinarisch drauf einlässt, ist vegetarische oder vegane Küche um Meilen besser als das klassische Schweineschnitzel-Drecksding, was du in der Gastwirtschaft vielleicht kriegst. Aber das ist dann wieder eine Frage des Geldbeutels, auch zum Teil zumindest. Manchmal ist es auch wiederum ein Mythos. Dann muss man aber mehr Arbeitszeit investieren, gerade wenn man viel kocht. Also in letzter Zeit koche ich wieder selbst sehr viel und es kostet halt einfach Zeit. Die musst du auch erstmal haben als arbeitende Bevölkerung. Das heißt, wenn wir gleichzeitig hören vom Arbeitgeberpräsident, ihr müsst in Zukunft mal 42 Stunden wieder arbeiten und so weiter und bis ins hohe Alter, dann ist ja schon die Frage, wie können wir dann noch gesund und so weiter uns ernähren, wenn gleichzeitig Convenience teurer wird und so weiter. Das heißt, auch hier ist wieder soziale Ungleichheit ein großes Problem. Und wenn man hier sieht, Autos, Mobilität. Also wir haben einerseits Verkehrswende, müssten wir eigentlich haben, aber selbst im Autobereich kann man ja mittlerweile sagen, dass Elektroautos für viele tausendmal mehr Wumms haben, wie es so schön heißt, als die Benziner. Also sowas vom Fahrgefühl und so weiter, auch von der Technik her. Aber auch hier wieder, man muss es sich halt leisten können. Weil Gebrauchtwagen gibt es natürlich noch keine und so weiter. Und der Malle-Urlaub, sage ich mal, da sollte man mal hinterfragen und sich wirklich mal bewusst machen, was schätze ich an einem Urlaub auf Mallorca? Ist es sozusagen der Eimer Sangria? Ja, dann, das kann ich auch zu Hause irgendwie in einem Erlebnisparcours mir machen. Dann muss ich halt Angebote schaffen, wo ich nicht so weit weg bin. Gehe, ist es eher sozusagen das Wetter, der Strand, auch da gibt es mittlerweile schöne Ecken in der Nähe und so weiter. Oder man muss halt auch da wieder Mobilitätskonzepte machen, die anders aussehen. Also für mich sind es mittlerweile gar nicht mehr so die großen Angstthemen, dass wir hier wirklich komplett verzichten, sondern es geht eher in Richtung Kompensieren, also oder Ersatzprodukte, die zum Teil besser sind. Aber auch hier Frage des Geldbeutels. Total. Total. Also das ist und bleibt da ein Thema. Vor allen Dingen auch so bei Ernährung ist das auch nochmal etwas von so, wie ist denn sehr zur Nahrungsmittelherstellung organisiert? Das ist dabei ein Ding. Und bei den Fahrzeugen, ja, Elektrofahrzeuge sind ja nicht dafür da, halt irgendwie das Klima oder den Planeten zu retten, sondern um die Automobilindustrie zu retten, weil wir da, wenn wir über Verkehrswende sprechen, halt irgendwie dann auch schauen müssen, was bedeutet denn jetzt Mobilität zum Beispiel im urbanen Bereich? So, und dann wissen wir eigentlich, über kurz oder lang kommen wir auf mehr Züge und nicht mehr E-Autos. So, ne? Also es ist jetzt eigentlich auch so eine Brückentechnologie, um dann irgendwie diesen Transfer einfacher zu machen. Also ja, kompensatorisch und gleichzeitig, man muss es irgendwie sich leisten können. Und dann ist auch die Frage, wie kommt man dann dahin? Am Ende ist dann auch wieder so die Frage, so in dieser ganz großen Veränderung, was ist denn jetzt mit meinem Job? So, genau. Okay, damit haben wir im Prinzip diesen Punkt abgehakt und würden jetzt auf Systeme und Ideologien kommen. So, sind irgendwelche gerade besonders drängende Fragen aufgetaucht? Also
nochmal der Hinweis an den Chat, wenn ihr Fragen an Jens oder mich habt, bitte einen Frage-Doppelpunkt. Ansonsten ist heiteres oder reges Chat-Treiben auf jeden Fall, aber auch eher untereinander Diskussion. Eine Frage, die ich weiter oben gesehen habe, war nämlich das Thema Eigenverantwortung, ob das tatsächlich auch etwas wäre, was sozusagen lobbyiert ist, beispielsweise Ölindustrie etc., oder ob das einfach nur ein Mythos ist. Oder so eine Mischung aus beiden. Weißt du da irgendwas drüber? Ja, Eigenverantwortung ist auf jeden Fall ein Punkt, der ursprünglich aus der Fossilindustrie kommt. Also, dass man irgendwie sagt, okay, wir haben kein systemisches Problem, auch kein Industrieproblem, sondern du bist das Problem. Deswegen hast du hier den Carbon Footprint. Schau du mal drauf, was du an Emissionen hast und so weiter. Und dann ist das ganze Thema dann quasi in der Fläche verteilt und jeder muss auf sich selber gucken in Eigenverantwortung. Und Eigenverantwortung selber ist auch ein ganz zentrales neoliberales Trope, wo man eben sagt, es gibt keine Gesellschaft, es gibt keine Gruppen, es gibt keine Solidarität, es gibt nur Individuen, Eigenverantwortung oder Familien, das hat man dann zumindest noch dagelassen. Und das ist eben etwas, was ja eben als zentrale Ideologie zum Erhalt des bestehenden Systems auch ganz wichtig ist. Also Eigenverantwortung kommt immer wieder und kommt übrigens immer dann auch, deswegen haben wir es jetzt auch im Gesundheitssystem, wo dann eben das Thema Gesundheitsschutz durch irgendwie Maßnahmen dann eben unterlaufen wird durch so, naja, müssen halt die Leute dann selber sehen, ob sie sich organisieren. Und damit, das ist zwar natürlich jetzt erstmal schön ein interessantes Konzept im Sinne von so, ja, jeder Mensch ist halt denkt mit Handeln und gut erzogen und weiter und wird natürlich selbstverständlich das Richtige tun, aber es ist halt irrsinnig, wenn man dann auf die Realität schaut, weil man damit auch alle Sachen, wie Gruppen sich organisieren, wie Gesellschaft funktioniert, komplett rauslässt aus der ganzen Betrachtung und einfach sagt so, wenn ihr das nicht selber macht, seid ihr leider schuld. Und ich aber bin ja der staatliche Akteur, aber ich habe das ja euch gegeben und so. Ihr seid ja die Blöden. Nicole hatte eine Frage. Ich glaube, das war noch bei einer Grafik, wo Bildung aufgetaucht ist, hoch, mittel, niedrig. Weißt du, wo das war? Bei irgendeiner? Ja, das war auf der Angst. Genau, und ihre Frage war, was bedeutet hier Bildung? Hoch, mittel, niedrig. Ich meine, damit hat man tatsächlich das Schulsystem abgebildet. Mhm. Ich kann aber jetzt nicht genau die Methodik dahinter sagen, weil ich sie nicht mehr im Kopf habe. Ich habe das vor einiger Zeit mal rauskopiert und kann es nicht mehr genau sagen. Genau. Aber das dreigliedrige Schulsystem könnte sozusagen Sinn machen. Das ist etwas, was wir auch immer wieder sehen, dann, wenn man jetzt irgendwie anschaut, wie setzen sich Demos zusammen und so weiter. So. Mhm. Okay, aber passt, wenn später noch Fragen kommen, können wir da nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, der nächste Punkt, da werden wir bestimmt jetzt ein bisschen mehr Luft, also ein bisschen mehr Wärme im Raum haben, nämlich ein ganz wesentlicher Punkt ist, die Art, wie wir wirtschaften, ist ja einerseits etwas, was wir tun, was sich durch Prozesse verkörpert und dergleichen, aber es hat auch eine ideologische Überzeugung, so dass man eben sagt, okay, das ist halt irgendwie so, wie es jetzt ist, ist es das beste System aller Zeiten, wird dann eben gesagt. Und dann heißt es halt eben, Wohlstand für alles, mehr als eine Phrase. Also sprich, an diesem System halt kann jeder partizipieren. Und selbst wenn man sagt, wir messen ja insbesondere Bruttoinlands- und Bruttosozialprodukt, also sprich das, was wir jetzt an mehr erzeugt und umgesetzt haben, Stoffumsatz letzten Endes, also je mehr tatsächlich am Ende dabei rausgekommen ist in einem Jahr in einer Volkswirtschaft, wenn das nach oben gestiegen ist, mehr geworden ist, dann ist das was Gutes. So, das kann man zwar so sehen, jetzt hat der Erfinder des BIPs schon selber gesagt, das ist eigentlich ein blöder Gradmesser, um damit halt irgendwie eine Wirtschaft halt irgendwie zu beurteilen. Es ist aber gleichzeitig etwas, was eben zeigt, okay, da ist Wachstum da, aber dieses Wachstum heißt halt eben auch, wir haben mehr verbraucht. Also wir haben mehr erzeugt und so weiter. Damit ist das eigentlich im Prinzip das, was wir als positiv sehen, gleichzeitig in sehr vielen Bereichen eben auch negativ auf eben das System. Und das Spannende ist, dass es da schon lange Bestrebungen gibt, diesen Kennzahlen noch weitere Kennzahlen entgegenzustellen. Man könnte ja auch sagen, eine Gesellschaft sollte ihre Wohlfahrt messen nach irgendwie erfolgreiche Bildungsabschlüsse, nach irgendwie Zufriedenheitsbefragung, nach Gesundheit, nach irgendwie wissenschaftlichen Erkenntnissen, nach so und so viel Nicht-Arbeitszeit, Freizeit und so weiter. Also es gibt so viele Sachen, wo man sagen kann, der Gesellschaft geht es gut. Und nachdem man dann gesagt hat, ja, okay, lass doch mal drüber nachdenken, das zu tun, dass wir Anfang des Jahres hatten, dann direkt die Auguren losgeschrieben und gesagt so, nein, nein, bevor wir darüber nachdenken, solltet ihr besser mal die Staatsverschuldung verringern und so. Also es gibt so
bestimmte Reizreaktanzmuster, die man eben so antrainiert hat in dieser Ideologie, dass man eben sagt, okay, so und so muss sie funktionieren. So, und sobald man dann eben anfängt, das anzufassen, das ist dann sakrosankt, ja, dann hat man direkt so einen Blasphemiker-Ruf. Ja, also ich werde diesen Wachstumsmythos nie verstehen. Ich habe den, glaube ich, schon vor 10 Jahren oder so mal auf Werbeblogger und so weiter hinterfragt, wo ich mir auch die Frage gestellt habe, das kann doch nicht, also unabhängig jetzt von den Klimafolgen und so weiter, es macht doch einfach gar keinen Sinn, weil irgendwann ist ja eine Sättigung da. Und wir haben ja jetzt auch neue Statistiken, die auch besagen, dass sozusagen die Weltbevölkerung nicht weiter wachsen wird. Das heißt, wir werden auch keine wachsenden Konsumenten haben, aber die wird es ja in dieser Logik irgendwie irgendwann immer brauchen. Und man kann das auch immer wieder im Kleinen beobachten bei Unternehmen, die irgendwann eine Wachstumssättigung erreicht haben und dann gehen sie den Bach runter. Das heißt, dieses Streben oder dieses reine Streben nach Wachstum ist für mich auch aus unternehmerischer Sicht eigentlich nur irrsinnig, sondern ich weiß nicht, vielleicht bin ich da zu tief auch in dieser systemischen Logik eher eines selbsterhaltenden Kreislaufsystems zu sagen, wenn etwas gut ist, behalte es bei und mach sozusagen einen Deckel drauf. Das ist halt so das, was ich wirklich nie verstehen werde. Und jetzt noch weniger. In dem Wissen, was Wachstum eben auch in Sachen Ressourcen und so weiter, ja, macht. Ja, in der ganz verkürzten Sicht ist es natürlich so, dass man dem einzelnen Wirtschaftsobjekt sagt, du musst wachsen, also sprich, du musst irgendwie mehr Umsatz machen und so weiter, musst irgendwie Wettbewerbsvorteile ausbauen, Marktanteile ausbauen und so weiter, um im Wettbewerb zu bestehen. Wenn du schrumpfst, bist du nicht im Wettbewerb und so weiter. Und das musst du machen, weil rundherum halt Preise steigen und so weiter und Kosten, und dann wird dann irgendwann, wird dein Anteil immer kleiner. Das heißt, du musst mitwachsen, damit du halt irgendwie noch weiter bestehen kannst. Und das ist eben auch der Grund, wie du schon richtig sagst, dass dann dieses Wirtschaftssystem sich immer weiter ausdehnen muss. Es muss neue Märkte erschließen, es muss neue Ideen haben, weil es sonst immer regelmäßigen Kollapsen unterliegt. Also alle paar Jahre bricht das dann wieder in sich zusammen an irgendeiner Stelle, auch weil das dann eben so eine natürliche Tendenz hat zu gewissen Blasen und so weiter, die platzen dann, dann gibt es wieder Verluste und so weiter so, und ein paar Gewinner. So, und so pflanzt sich das Ganze dann eben fort. Und das ist halt eben so ein System, womit man jetzt davon ausgehen könnte, gut, lass es sich doch die ganze Zeit in sich zusammenfallen und so, aber an irgendeiner Stelle kommst du dann tatsächlich an die Schwelle, wo es dann nicht mehr kann. Und was ist dann? Genau. Und genau diese Art von Situation, auf die laufen wir gerade zu. Das Ja. ist halt Kleiner, eben so ein bisschen irre. da schon ein kleiner Werbehinweis. Wir werden im November einen Gast haben, der tatsächlich ein Ökonom, Patrick Kaczmarczyk, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Der hat nämlich das Buch geschrieben, Kampf der Nationen, wie der wirtschaftliche Wettbewerb unsere Zukunft zerstört. Und das ist ja genau das, was du ja auch gerade gesagt hast. Also diese Wachstumslogik resultiert dann wieder in so einer Wettbewerbsfähigkeitslogik. Und da gibt es schon im ersten oder in der Einleitung dieses Buches, was ich gerade auch als Hörbuch habe, schon der Hinweis, dass das ja absurd ist, weil ja Wettbewerbsfähigkeit immer in Relation ist. Also das, also angenommen, jeder würde sozusagen gleichsam Wettbewerbs, also das macht gar keinen Sinn. So, dieses Narrativ. Und ja, da könnt ihr euch schon mal freuen. Es wird in einem Critical Livestream wird Patrick zu Gast sein. Wir werden über sein Buch sprechen und über genau diese Narrative des wirtschaftlichen Wettbewerbs und ob er wirklich so gut ist in vielen Bereichen und so weiter. Gut. Sehr gut. Ja, und dann kommt nämlich auch dann folgerichtig, weil man muss das dann ja auch erhalten, dann eben dabei dann bei raus, so die beste Klimaschützer ist die Marktwirtschaft und so weiter, so, ne, dass man also sagt, erstmal, ja, es gibt das Problem, aber tatsächlich können wir es innerhalb dieses Systems lösen, auch wenn das System halt eben möglicherweise mit Auslöser ist. Und dann gibt es so bestimmte Tropes, dass man eben sagt, okay, die Freiheit. So, und Freiheit wird dann immer so als tatsächlich so heilige Brandfackel vor sich hergeworfen. Was eigentlich auch, wenn man reinschaut in die menschliche Geschichte von Autokratien und Monarchien und so weiter, ist ja auch Freiheit ein wichtiger Begriff.
Häufig wird aber Freiheit heute missbraucht, um damit eigentlich Freizeit und Privilegien neu zu etikettieren, beziehungsweise hier dann zu sagen, okay, in dem Moment, wenn irgendwo an einer Stelle Regeln gibt und so weiter, bin ich meiner Freiheit eingeschränkt. So. Und das immunisiert natürlich gegen staatliches oder gesellschaftliches Handeln, weil man sagt, da fühlen wir aber meiner Freiheit bedroht und so. So, also das ist eben etwas, was immer wieder dann auftauchen muss, dass man sagt, okay, also wenn wir jetzt an irgendeiner Stelle darüber reden, dass wir sagen, wir wollen vielleicht sagen, okay, wir möchten als Gesellschaft uns in die Richtung bewegen, so, dann hat man direkt das Freiheitsding. Und das andere ist halt dieses, dass man sagt, man kann sich aus den natürlichen Grenzen heraus innovieren. Das, wie man, und das kann man auch so ein bisschen verstehen, wenn man in die Vergangenheit reinguckt, immer wieder gab es mal bei bestimmten Schwellen dann eine Innovation und die hat dann was bewegt. Also von daher ja nicht schlecht. Das Ding ist nur, dass hier das Problem ja eben Teil im System halt eben hat. Und das heißt, man müsste im Prinzip das System weiterentwickeln. Und das ist ja genau das, was ja auch gesagt wird. In der Debatte ist ja drin, dieses, wir müssen die Art, wie wir wirtschaften, neu denken. Aber diese Innovation darf es nicht geben, sondern es muss eine technische Innovation sein, die das dann löst und das System aber auch unangetastet lässt. So, ne? Also das ist dann CO2 aus der Luft holen, wie Friedrich Merz neulich gesagt hat. Ja, genau. Das hat er jetzt mal wieder gebracht. Das war total lustig, weil er ganz vor kurzem erst das Ganze debunked worden ist. Also Carbon Capture gibt es in verschiedenen Verlaufsformen, ganz kurz erklärt. Also du kannst es im Prozess, im Industrieprozess schon einen Punkt haben, wo du sagst, okay, und hier spalten wir das CO2 ab, sondern das kannst du dann irgendwie verpressen und entlagern oder auch wieder verfestigen, je nachdem, wie teuer du es machen willst. Und es gibt es aber auch im Prinzip wie so eine Art Luftwäscher. Also CO2 ist ja mal verbrannt worden, dann ganz, ganz klein geworden. Und seitdem schwirrt das durch die Luft. Und mit diesem Carbon Capture kannst du quasi das wieder aus der Luft rausholen. Mhm. So, und dann so ähnlich machen es auch Bäume. So. Aber du kannst eben auch mit technischen Gerätschaften und dann auch wieder halt eben verpressen und dann irgendwie entlagern oder beziehungsweise wieder was Neues reingeben. Das Ding ist nur halt dieses, was kostet das denn? Und die Preise und die Effizienz sind halt eben so, so schlecht, dass man nicht drum rumkommt, tatsächlich halt eher zu reduzieren und zu dekarbonisieren. Aber warum genau das jetzt kommt, wieder so als Innovation, diese Innovation ist auch nicht besonders neu, da kommen wir später noch drauf. Das hat nämlich genau einen Grund, warum das jetzt gerade wieder aufkommt. Ein Ding möchte ich tatsächlich noch aufgreifen, weil es mich so ein bisschen angepiekst hat. Max Progressiv schreibt, er kann die Kritik am Wachstum nachvollziehen, aber das Narrativ, es gibt kein unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten, ist leider kontraproduktiv, weil es keine positive Vision ist. Wir wollen in ganz bestimmten Dingen kein Wachstum, aber in vielen anderen Dingen schon Wohlstand, gesunder Lebensqualität, Bildung. Da würde ich den Begriff der Reife vorschlagen. Ja. Wir wollen reifen als Gesellschaft und zwar genau in den Bereichen, die du gesagt hast. Und wenn wir, glaube ich, Wachstum kritisieren, dann ist es dieser ja nicht zielgerichtete, auf Massenkonsum ausgerichtete, der entsprechend auch noch Abfall und so weiter erzeugt. Ja, wir müssen in eine andere Wachstumslogik definitiv rein und da ist dann tatsächlich die, sage ich mal, linguistische Frage, arbeitet man mit dem Begriff weiter oder ersetzt man ihn? Muss man es groß erklären? Ich finde es schon wichtig, dass immer wieder, also auch mit diesem Ding, es gibt kein unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten, das so zu formulieren, um dann aber im nächsten Schritt auch zu erklären, das heißt jetzt nicht, dass wir in die Steinzeit zurückfallen. Danke, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, weil das nämlich auch vielen, es gibt ja so im Diskursraum so verschiedene Leute, die sich an verschiedenen Stellen befinden, so in dem, wo sie so positioniert sind und dort, wo die beiden noch so eher nah dran an der Mitte sind, sagen die Leute, ich möchte das System haben wie bisher, die bringen dann nämlich tatsächlich gerne das Argument nach dem Motto, ja, aber Wachstum im Sinne von so gesellschaftliches Wachstum, Wachstum von Bildung, Wachstum und Fortschritt im Gesundheitssystem, das möchtest du doch, oder? Ne? So dieses, ist schon richtig. Das möchte man total und das ist eben wichtig, dass man da eine Unterscheidung trifft. Man könnte jetzt auch das wirtschaftliche Wachstum Wucherung nennen oder so. Das ist aber vollkommen Wurst. Das Wichtige ist nur dieses, dass man nicht drauf einfällt, dann eben zu sagen, wenn du da das Wachstum willst, dann wird das andere ja schon nicht so schlecht sein. Ne? Das ist aber spannend, weil das ist gut, dass es jetzt gekommen ist, weil das ist nämlich genau der Punkt, der jetzt hier kommt. Liz Truss, so witzig, ich habe die Folien vor ein paar Wochen zusammengebaut. Ja, genau. Und da habe ich dieses Ding am 5. Oktober rausgeschnitten und tatsächlich ist sie schon weg. Aber der Punkt, den sie gemacht hat, sie ist ja nicht deswegen geflogen, aber das war so
noch mehr auf die Spitze getrieben, dass sie gesagt hat, okay, das ist das Einzige, was wir eigentlich brauchen. Und wenn man sich eben anguckt, was im Zustand so die britische Wirtschaft ist und was da irgendwie noch so drin steht, da ist das halt irgendwie besonders lustig. Und da kommt nämlich jetzt auch genau das, was eben der Kollege gerade eben im Chat schon meinte, dieses nämlich, wir haben genau das, dieses Problem, dass an der Stelle zwei Sachen aufeinandertreffen. Und deswegen lohnt es sich manchmal sprachlich, das zu unterscheiden, aber eben auch zu sehen, dass wir genau an der Stelle ein methodisches Problem haben und dass wir selbst versuchen, auf allerhöchster Ebene das zum zentralen Punkt, diesen ideologischen Kernpunkt, selbst zum zentralen Punkt einer Politik zu machen. Und was es dann immer noch gibt, ist, um die Lebenslüge zu prolongieren, dass man sagt, grünes Wachstum und Green Growth und Green Economy und so weiter, das sind dann irgendwelche. Ja, sind das jetzt irgendwie betriebliches Umweltmanagement oder sind das irgendwelche grüne Apps oder so? In der Regel meint man damit, dass man sagt, okay, wir entkoppeln einfach das Wachstum, was uns ja so wichtig ist, von Ressourcenverbrauch. So, und dann denkt man irgendwie, was jetzt, sind das alles Rechenzentren oder so weiter? Worüber reden wir denn hier so? Und dann haben eine ganze Reihe Wissenschaftler und Ökonomen sich das angesehen und so weiter und kommen am Ende eigentlich zu einem Ergebnis so, dass es eigentlich auch nur Blödsinn. IPCC-Report greift das eben auch auf. Es kann natürlich Bereiche geben, wo immer noch das Ganze dekarbonisiert immer noch ein Wachstum haben kann, wo auch da immer noch Wirtschaft läuft und so weiter. Wir wollen ja hier auch nicht irgendwie tatsächlich nicht in die Steinzeit zurück und so, das ist alles richtig. Aber zu sagen, wir können das, brauchen im System nichts ändern, weil wir machen jetzt einfach nur das Ganze grün. Das ist im Prinzip alter Wein in neuen Schläuchen, der aber in der Regel totaler Blödsinn ist. Das heißt, immer dann, wenn du Green Growth, Green Economic Growth und so weiter liest, dann wird es fast immer dann irgendwie ein weiter so sein, nur in Grün. Ja. Aber nur genug Farbe. Besonders gruselig wird es dann, wenn man dann sagt, okay, wofür ist eigentlich eine Gesellschaft da? Eine Gesellschaft ist da, dass es den Leuten gut geht, wir organisieren irgendwie Zusammenleben und so weiter und dass jeder irgendwie sein Auskommen hat und so. Oder aber ist es dafür da, dass eine Wirtschaft da gut funktionieren kann? Und da kann man in vielen westlichen Industrienationen, verschiedenen Zeitabschnitten immer so einen Punkt entdecken, wo gesagt wurde, okay, jetzt biegen wir aber so rum ab. Und bei Merkel war das eben ganz deutlich, wo sie, also Schröder hat schon den ganzen Weg schon angefangen, ganz klar, aber bei Merkel war das eben dieser Punkt der marktkonformen Demokratie, wo man gesagt hat, okay, Demokratie soll sich bitte Marktgesetzen halt irgendwie jetzt nicht anpassen, aber sollte möglichst dann schon so funktionieren, dass am Ende das eher in die Richtung dann eben läuft. Das heißt also, dieser ganzen Geschichte von, was ist überhaupt die Klammer unserer Gesellschaft, wofür ist sie denn da? Das ist inzwischen durchgedrungen bis in die feine Unterwäsche dieser Machtstrukturen und zwar so weit, dass man sagt, okay, im Zweifel müssen wir gegen den Menschen, aber für die Wirtschaft agieren. Und dann ist wieder, müssen wir uns die Frage stellen, okay, wie wollen wir überhaupt Gesellschaft organisieren, wofür soll sie da sein? Witzig, weil ich es hier gerade lese, das passt ja ganz gut zu meinem Skit, den ich heute rausgehauen habe. Ich lese nämlich ein bisschen weiter unter in dem Text aus den Blättern. Unter der Prämisse der Marktkonformität bleibt für die Würde der Demokratie, ein Begriff von Jürgen Habermas, nur noch die Straße, Occupy Wall Street als neue außerparlamentarische Opposition. Und das erklärt ja ganz aktuell sehr vieles, nämlich genau dieser Konflikt zwischen Markt und Gesellschaft letztendlich und zwischen der Prämisse der Menschenwürde und der Prämisse des Preises und was es kostet. Genau. Und worüber dann auch nicht gesprochen wird, ist dann meist die Schattenseiten des Systems, so, beziehungsweise halt so, wenn wir sagen, wir möchten gerne darüber reden, wie wir wirtschaften, wir möchten das gerne weiterentwickeln, damit wir noch weiterhin Lebenschancen haben. So, dann wird immer gesagt, nein, das ist das beste System aller Zeiten, es hat auch keinen Mangel. So, und dann wird auch immer sowas erzählt wie aus leerer Luft entstehen neue Sachen dadurch. Und das ist natürlich Blödsinn, weil unser System hat auch nur etwas aufgebaut mit Stein, das es irgendwo anders hergeholt hat. Und hergeholt heißt dann in der Regel von der Südhalbkugel. Und nachdem wir halt eben mehrere hundert Jahre lang auf Kosten der Südhalbkugel da eben eine ganze Menge da rausgerupft haben, Menschen errichtet haben, Bodenschätze ausgebeutet haben, haben wir uns im letzten Jahrhundert dafür entschieden, okay, Kolonialismus wollen wir nicht mehr, aber also wir ziehen uns da zurück, aber haben es dann durch Verträge und durch
Privatisierungssachen gegen Kredite und so weiter, dann trotzdem geschafft hat, immer noch der Kolonialismus auf eine bestimmte Art zu betreiben. Das ist alles eine Sache, wo man nicht so gerne hinschaut. Und wenn doch, dann sagt man, ja, die leben jetzt aber viel besser, dadurch, weil wir dieses System haben. Und wenn man dann da reinguckt, dann muss man schon beinahe sagen, ja, es ist wegen oder trotz, weil eben auch das sehr stark korreliert mit Bildung und sehr stark korreliert mit Medizin. Und auch natürlich mit internationaler Vernetzung und so weiter. Aber es könnte wahrscheinlich auch sich komplett anders entwickelt haben, wenn man da eben faire Chancen gegeben hätte. Und es gibt da eine ganze Reihe, wenn man so WTO-Verträge guckt und so weiter, wie diese funktionieren, verrückte Sachen. Oder halt eben, wenn da irgendwie eine demokratische Regierung gesagt hat, wir möchten unser Öl selber verbrauchen, dann ist da eben der Westen da einmarschiert und hat die Leute entmachtet oder getötet oder so, ne? Also das ist eine ganze Reihe von Dingen passiert im Namen dieses Systems, über das man dann eben nicht so gerne redet. Und gerade sowas kann man eben, wenn man eben sagt, wir fassen es an, dann eben nicht nur Gutes Neues schaffen, sondern vielleicht auch alte Sachen damit wegschaffen. Vor allen Dingen ist das deswegen schwierig, weil ja gerade heute diese Menschen auf der Südhalbkugel im überbordenden Maße darunter leiden unter unserem Legacy Carbon, weil die 75% der CO2-Emissionen, die ja jetzt gerade das Problem machen, kommen von uns. Also nicht aus Deutschland, sondern aus den westlichen Industrienationen. Und da leiden jetzt gerade die Menschen in der Südhalbkugel doppelt darunter. Und wenn die dann eben auf Konferenzen Loss and Damages halt eben verlangen und dann sagen, hört mal zu, eigentlich ja Reparationen und wir hätten gerne ein bisschen Entwicklungshilfe, damit wir unsere Wirtschaft dekarbonisieren können oder vielleicht trotzdem halt irgendwie aufbauen können und so weiter, da ist man dann doch eher zurückhaltend. Also hier gibt es eine ganze Menge Ungerechtigkeit und das ist auch genau der Punkt, warum die Klimagerechtigkeitsbewegung Gerechtigkeitsbewegung hat, weil man eben sagt, okay, wir müssen uns irgendwie damit beschäftigen. So, das ist etwas, da kommen wir nicht drum rum. Und die aufmerksamen Critical Community-Leute, die schon länger dabei sind und vielleicht den Stream gesehen haben, wo wir Christoph Ploss bei Jung und Naiv auseinandergenommen haben von der Union, der ja genau diese neue Afrikapolitik gefordert hat nach deutschen Interessen, also der sogar so weit gegangen ist und mal so einfach in den Raum gestellt hat, dass wir doch die Entwicklungshilfe vielleicht mal einstellen sollten. Aber wir brauchen natürlich die Rohstoffe und so weiter. Das heißt, das ist ja genau dieser Ausdruck einer neuen Form von Kolonialismus, wo er dann offenbar noch nicht mal bereit dafür ist, irgendwas im Gegenzug dafür zu tun, sondern das so als selbstverständlich hinlegt, weil er sagt, ja, wir brauchen doch die Ressourcen, wir brauchen doch hier die Materialien für Elektrofahrzeuge. Er weiß gar nicht, was soll die Frage? So. Ja, was für eine Frechheit, dass diese bösen, bösen Menschen einfach unsere Bodenschätze unter ihrem Boden verbuddelt haben. Ne? Eben. Ja, das ist halt wirklich gruselig, weil das so eine Denke ist, die hätte man so vor 60 Jahren irgendwie noch in den Zeitgeist verorten können, aber es ist immer noch da. Und es gibt ja auch nur eine Reihe FDP-Politiker, die halt Zwangssterilisierung für afrikanische Männer fordern und so. Also es gibt da halt irgendwie auch einen ganz, ganz harten Rassismus, der da auch mitschwingt oder dann eben ist auch so ein neoliberales Trope. Ne? Da geht man dann auf Sachen zurück, dass man so Naturalismen und Biologismen einführt und sagt so, ja, Menschen auf der Südhalbkugel sind einfach biologisch dümmer, also sind schlechtere Menschen, sonst hätten die auch mehr Wirtschaftswachstum, ist doch klar. Und deswegen sind wir auch, es ist uns auch gestattet, die auszunutzen. Also das sind Sachen, die nehmen Anleihen von vor 100, 200, 400 Jahren. Das ist also wirklich total gruselig. Und bei Ploss ist das sowieso ganz witzig, weil der Typ kommt ja nun, ist ja für den Landesverband, glaube ich, da in Hamburg der CDU zuständig so. Und das ist so witzig, wenn seine Wähler wüssten, dass er eine Politik macht, die dafür sorgt, dass sie in 80 Jahren überwiegend keine Stadt mehr haben werden, weil die unter Wasser steht. Ne? Also dann würden die vielleicht heute auch irgendwie anders wählen. Das ist wirklich total gruselig, was man so sieht, also wie wenig so, also, oder anders, wie Vergangenheit mit Zukunft miteinander verbunden ist. Und er ist im Prinzip so eine Relaisstation, die da die Verbindung herstellt. Weiteres Ding aus dem ganzen System ist dieses so, ja, viele Leute haben davon profitiert, aber einige haben extrem davon profitiert. Und das ist etwas, was wir halt auch mal wieder uns falsch selber erzählen, nämlich dieses nach dem Motto, ja, wenn wir dieses System haben, geht es allen gut. Und das ist aber nicht der Fall. Nachdem jetzt eben viele Märkte eben abgegrast sind und so weiter, holt man jetzt eben das Wachstum, also sprich die höhere Rendite halt eben aus den entwickelten Nationen, Preise steigen und so weiter. So, dieses System ist halt für einige wirklich besonders gut und für viele eigentlich dann okay oder eben nicht so gut. Und das ist eben das, was am Ende davon bleibt.
So, ne, dass es eben einigen davon eben sehr gut geht. So, und darüber muss man eben auch sprechen, wenn man sagt, okay, jetzt lass mal doch mal über die Art, wie wir wirtschaften, nachdenken. Und dann sind wir auch wieder im Bereich Verteilung und Teilhabe, also im Prinzip den Punkten, die du auch schon angesprochen hast. Sehr gut. Damit haben wir jetzt den zweiten Punkt. Das ist auch gut, weil wir eine gute Geschwindigkeit haben. Denn der nächste, das wird jetzt so der Juicy Bit. Haben wir irgendwelche Fragen, die wir direkt abfackeln können? Es gab nur die ketzerische Frage, die würde ich aber gerne tatsächlich auf den Stream mit dem Patrick und seinem Buch Kampf der Nationen machen, weil da wird er sehr viel zu dem Thema sagen können, nämlich mit die Frage, gibt es Innovation ohne Wettbewerb? Kurzer Spoiler, ja. Heißt aber nicht, dass sozusagen Wettbewerb per se etwas Schlechtes ist, aber natürlich gibt es auch Innovation ohne Wettbewerb. So. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, wie gesagt, irgendwann im November ist Patrick zu Gast. Er hat sehr intensiv sich damit befasst, auch mit Schumpeter-Theorie, die oftmals auch ähnlich übrigens wie die Sachen von, na, wie heißt er denn mit der unsichtbaren Hand? Adam Smith, so ein bisschen auch verbogen wurde und so weiter und so fort. Da wird er uns sehr viel darüber sagen können. Da können wir uns sehr lange darüber unterhalten. So, ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, keine Frage für den Zwischenteil im Chat entdecken Ansonsten, wer können. schon ein bisschen Pflaster für diese Frage haben will, man kann mal in die Geschichte reingucken. 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte, da hat es enorm viel Innovation gegeben, ohne diesem System zu leben. Also wir haben halt Beethoven, Bachs und große andere Schöpferpyramiden und so weiter geschafft, halt eben und ganz viel auch technische Innovation auch ohne dieses System. Also, ne? Ja, also von daher glaube ich so etwas. Etwas davon geht immer, wenngleich ich auch jetzt irgendwie Wettbewerb jetzt nicht als was Schlechtes ansehe. Ich glaube, es kommt immer darauf an, bis zu welchem Grad Ja, man wenn das ich Ganze es betreibt. zur einzigen Maxime mache, ist es natürlich dumm. So. In der Gesellschaft halt. Ja, also Wenn es sich alle. hat, genau. Also es hat auch immer negative Auswirkungen und da muss man halt dann abwägen, an welcher Stelle macht Wettbewerb Sinn, an welcher nicht und wie ist dieser Wettbewerb sozusagen ausgeprägt und welche Folgen hat. Aber man muss sich halt immer angucken, was das zur Folge hat. Aber zu sagen, es geht nichts ohne Wettbewerb, ist natürlich Quatsch. Es gibt noch eine Frage von Tim an dich, Jens. Deine Thesen lassen sich ja logisch und vernünftig nachvollziehen. Also, cui bono, follow the money oder wieso sind Politiker da so uneinsichtig? Ja, das ist eine perfekte Überleitung zum Okay. nächsten Punkt. Da gehen wir jetzt auch mal direkt rein. Kurzer Rückblick auf die Geschichte. April 98, Umweltministerin Merkel vertraut bei der Senkung der deutschen CO2-Ausstoßes auf die Einführung des 3-Liter-Autos, Klammer auf, nie gekommen, Klammer zu, und freiwillige Kooperation der Autohersteller. Die Firmen wüssten, dass sonst härtere Maßnahmen auf sie zukämen. Greenpeace will den Benzinpreis erhöhen. Nationale ökonomische Interessen blockieren die Verhandlungen. Umweltschutzorganisationen zeigen sich enttäuscht von den Ergebnissen der Klimakonferenz in Rio im November 98. Drei-Liter-Auto, stimmt, das gab es damals Oktober nicht. 2000, ja. Rot-Grün verabschiedet ehrgeiziges Klimaprogramm mit einem CO2-Ausstoß bis 2005 auf 75% des Standes von 1990 gesenkt werden soll. Umweltminister Trittin verweist bei den Maßnahmen neben Gebäudedämmung und Lkw-Maut auf die freiwillige Selbstverpflichtung der Ja, Industrie. klar. 22.01. Alle Alarmglocken sollten läuten. UN-Klimaforscher sind zutiefst besorgt, dass sich die Erde stärker erwärmt als bisher angenommen. Ein Anstieg von bis zu 5,8 Grad in den nächsten 100 Jahren könnte Millionen Menschen zur Umsiedlung zwingen. Und dann Angela Merkel, 1997. Pass auf, Leute, wenn wir heute nicht handeln, haben wir Hunger und Dürre. Ja, geil, Angie, das hat sie quasi vom Vierteljahrhundert gesagt. Und aus diesen Tagesschau-Snippets sieht man auch, das Thema ist jetzt nicht neu, auch der Duktus ist nicht neu, auch das Alarmierende darin ist nicht neu. Und Politikaussagen sind nicht neu. Das Spannende ist hier, dass ganz häufig auf Selbstverpflichtung verwiesen wird. Und Selbstverpflichtung ist etwas, womit sich die deutsche Politik seit 50 Jahren immer wieder verarschen lässt. So was Ähnliches auch mit, ihr macht das jetzt oder wir wandern
wandern alle aus. Ist auch etwas so eine Scare-Taktik. Aber diese Selbstverpflichtung ist immer das, wo wir immer wieder drauf reinfallen. Sei es bei Frauenquote im Aufsichtsrat, sei es bei Pakt für Arbeit, sei es bei der Geschichte hier und so weiter. Ist immer wieder etwas, wo natürlich dann Wirtschaftsvertreter sagen, ja klar, machen wir. Und am Ende wird es dann keiner gehabt haben, keiner hat den ersten Schritt gemacht und so weiter. Sie bewegen sich erst dann, wenn dann tatsächlich von Gesetzesseite, also wenn die Gesellschaft sich wehrt in dem Zusammenhang so, also ich würde Staat immer als, das sind unsere Handelnden, die in unserem Interesse eigentlich handeln sollen, verstehen. Das bedeutet, wir als Gesellschaft sagen dann, wir hätten das gerne und dann haben wir auf der anderen Seite einen Akteur, der nicht zuverlässig ist. Und das Witzige ist, neulich hat Robert Habeck den genau denselben Fehler gemacht, nämlich im Frühjahr, wo er dann gesagt hat, da war auch eine große Industrievertretergeschichte, wo er dann da irgendwie Dinge gesagt hat, aber da bitte nutzt das nicht aus und so weiter. Am Ende kam das und da war er ganz typiert. Ja, das ist halt so, es hat sich im Prinzip in all der Zeit nichts geändert. Und auch sie, die das wusste, als Umweltministerin, hat, als sie an die Macht kam, sich ganz früh versucht zu inszenieren als Klimakanzlerin, hat das auch immer behauptet, aber tatsächlich genau das Gegenteil gemacht. Also die Klimapolitik war ja auf einem guten Weg. Na, alles, was wir an Energiewende und erneuerbare Energiengesetz auf den Weg gebracht hatten von Rot-Grün, das wäre im Prinzip heute schon enorm viel weiter. Wir hätten heute längst nicht das Problem, was wir heute haben. Sie und ihre Regierung und all ihre Leute, die mit ihr zusammengearbeitet haben, da in verschiedenen Stellen und so weiter, können wir uns die auch nochmal irgendwann angucken, haben dafür gesorgt, genau das abzubauen und zu bekämpfen. Das heißt, die 16 Jahre mit ihr waren eigentlich überwiegend verlorene Jahre. Und das ist so ein bisschen das Seltsame, dass wir einerseits das gewusst haben, sie hat das selber auch ganz klar bekannt und so weiter. Und in politischer Verantwortung macht sie genau das Gegenteil von dem, was sie weiß. Und das ist jetzt, wir brauchen das gar nicht aufdrüsen, es geht darum, dass wir das im Hinterkopf behalten, weil das, glaube ich, ein ganz spannender Aspekt ist, den wir sich wiederholen sehen werden. Vielleicht haben Sie zu jeder, der in den Politikbetrieb einsteigt, nach dem Amtseid gibt es dann irgendwie so ein Treffen und dann bekommen Sie ein Angebot, was Sie nicht ablehnen. Man weiß es. Weil anders, es kann ja fast nur noch die Rolle sein. Weil ja, ich würde mal sozusagen Bösartigkeiten noch nicht mal irgendwie unterstellen, sondern vielleicht sind es dann wieder Ideologien, Zwänge und so weiter. Du bist schon genau in dem Punkt, was jetzt kommt, nämlich okay. Weil dieses, woran könnte es denn liegen, wenn man, und ich habe ja so ein paar Quotes und auch so ein paar erfundene Quotes, die so ein bisschen so typische Sachen dann darstellen. Da gibt es halt eben dieses, so schlimm wird das schon nicht und außerdem sind wir Profiteure. Also das ist tatsächlich auch in politischen Berlin momentan bei vielen noch eine gängige Meinung, dass es der ganzen Welt schlecht gehen wird, aber Deutschland gehört zu den Profiteuren. Mhm. Das ist in ein paar Punkten gar nicht mal so falsch. Also es gibt so ein paar Sachen, wo Deutschland tatsächlich dann profitieren wird. So, aber insgesamt sind wir in einem Netz von verschiedenen Staaten. Wir werden ja trotzdem das Ziel von Migration sein. Wir werden trotzdem halt wesentlich höhere Nahrungsmittelpreise zahlen. Wir werden Energieprobleme haben. Wir werden unsere Ware nie mehr absetzen, nirgendwo mehr absetzen können so richtig, weil andere Länder sehr darunter leiden. Das heißt also dieses, wenn wir hier irgendwie einen Effekt haben auf Vegetation oder so, dann hilft das trotzdem nichts. Und selbst wenn unser Meeresspiegel nur um einen Meter steigen würde, und das ist schon ziemlich sicher, dann hat die deutsche Küstenlinie und die Niederlande mit den höchsten Impact weltweit. Also dieses, das ist halt auch wieder, ne, Irrtum und Desinformation, was da eben greift. Aber das ist etwas ganz Typisches, dass man sagt so, ja, es war schade, dass da irgendwelche Inseln absaufen, aber für uns ist nicht so schlimm. Das ist etwas, was teilweise da ist. Dann dieses so, ja, man muss da irgendwie ganz vorsichtig vorgehen und ganz langsam so, damit prolongiert man das quasi in nächste Legislaturen. Dann gibt es dieses, und das ist auch gar nicht mehr falsch, es gibt Fahrtabhängigkeit in Strukturen und Prozessen. Das ist richtig so. Also wir brauchen momentan für bestimmte chemische Prozesse Gas. Und bisher hat sich die Wirtschaft, obwohl sie weiß, dass es irgendwann schwierig wird, noch nicht wirklich hundertprozentig gut darauf eingestellt, ohne Gas oder mit Gasersatzprodukten oder irgendwie was nicht, mit Wasserstoff wird immer, halt irgendwie zu leben. Also da gibt es Fahrtabhängigkeiten. Und natürlich, man hat jetzt erfolgreich auch die letzten 30 Jahre viele Straßen gebaut und viele Schienen abgebaut. Das heißt, damit hat man sich selber Fahrtabhängigkeiten geschaffen, die man jetzt wieder rückbauen muss eigentlich, weil wir wollen ja mehr Schiene und weniger Straßen. Dann dem Bürger schwer zu vermitteln, die muss man ja mitnehmen. Das ist so ein neues Trope, das ist so ein typisches neues Berufspolitiker-Denken, dass man eben versucht, wir müssen Mehrheiten organisieren. Das bedeutet, wir müssen alle überzeugen und auf die Seite bringen, weil ich kann nicht gegen den Bürger agieren, was erstmal jetzt von der Sache her falsch ist und auch in sich blödsinnig. Aber in man hat Gebieten nicht praktiziert wird.
Genau. Also man hat so ein bisschen das Populismus-System gefressen und sagt dann eben so, ja, okay, das müsste man ja tun. Ist natürlich auch so ein bisschen vorgeschoben und so. Wenn ich das fordere, treibt mich die Welt, und damit meint nicht das den Ort, sondern die Zeitung, bis zur Wahl vor sich her. Ne? Also man weiß auch, auf der anderen Seite hat man einen Akteur, der sich dann darüber freut, über den, der zuerst den Schritt macht, auf den wird dann scharf geschossen. Dann gibt es diese Sache von wegen, der Markt wird das regeln, wir müssen offen sein für alle Optionen, da darf man keine Vorgaben machen. Das ist im Prinzip das weiter so wie die letzten 50 Jahre, weil das ist so ein Trope, das galt jetzt schon 50 Jahre, dass man sagt, das wird sich schon alles selber regeln, aus Vernunft und aus freiwilliger Selbstverpflichtung, die Leute werden aufhören und so weiter. So, das ist das, was man da so glaubt. Dann noch ein bisschen härter, Eingriff in den Markt ist nicht statthaft, und außerdem ist der Staat der schlechte Unternehmer, wird immer schnell dahinterhergeschoben nach dem Motto, wenn wir irgendwo Wettbewerb eingrenzen, gibt es dann noch einen Akteur, den Staat, und der ist ja der schlechtere Unternehmer. Das ist halt eben auch etwas, was je nachdem, wo man drauf guckt, das eine Überprüfung nicht standhält, so, aber müssen wir jetzt nicht tiefer reingehen, aber ist halt eben etwas, so dann eben auch dieses Realpolitik, keine Ideologie. Das ist so ein bisschen so das Totschlagargument, womit ich alles kaputt hauen kann, womit Realpolitik meint, dieses, ich muss das machen, was Akteure von mir verlangen. Und Ideologie ist dieses, so, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, ist nur ein neuer Begriff dafür, dass man sagt, Ideologen haben ja eigene Interessen, weil sie halt einer Art wirren Glaubensrichtung anhängen und so weiter. Also man versucht damit auch die Standpunkte des anderen von vornherein schon abzuwerten und in den Raum von Wünschen und Träumen zu verhüllen. Wobei eben gerade wenn es von rechts Richtung links oder von jetzt irgendwie Marktradikalen in Richtung Klimaschützern dann verweilt wird, tatsächlich ja auch eher so eine Schutzbehauptung ist nach dem Motto, wir möchten mit euch nicht über die Inhalte reden. Also wenn Humann jetzt hier wäre, ich spreche jetzt mal für Humann, würde er wahrscheinlich sagen, also genau zu diesem letzten Statement, Realpolitik, keine Ideologie, ist die größte Ideologie überhaupt. Ja, ist so, ist so. Das Witzige ist, Realpolitik hat sogar seinen Weg gefunden in den amerikanischen Politikkanon. Da gibt es so ein, zwei Bücher über Obama, wo jedes Mal Realpolitik als Begriff fällt, dass er das eben geschafft hat zu sagen, okay, ich bin eigentlich ein Demokrat und möchte eigentlich hier so vernünftige Klimapolitik irgendwie schon irgendwie machen und dann gleichzeitig halt die Vereinigten Staaten zum größten Ölexporteur gemacht hat und Fracking erlaubt und vorangetrieben und so weiter. Und das dann eben auch mit Realpolitik erklärt wird. Wobei man dann sagen kann, dieses so, okay, wir machen das Richtige, no matter what, so, und versuchen uns dann von unseren Wegen auch zu lösen. Klingt jetzt nach radikalem Pragmatismus. Die Frage ist immer, wofür? So, ne? Und wenn dafür halt eben ist, dieses, ich möchte vor allen Dingen günstige Energie haben, dann habe ich zwar kurzfristig was geschafft, aber langfristig einen Bärendienst erreicht, weil nämlich dann zukünftige Generationen das dann mehrfach bezahlen müssen. So, und also all diesen Sachen ist jetzt gemein, dass es halt unheimlich schwierig sein muss. Also man schimpft ja schnell auf die Politik. Ich kann mir das aber vorstellen, dass es wirklich total ätzend sein muss. Du hast ganz viele Leute, die du da bedienen musst und so weiter. Und hast deine eigene Agenda und hast dann Sachzwänge und international und hast dich gesehen und so. Und dann sollst du mal eben schnell die große Transformation, die Deutschland in 25 Jahren komplett umbaut, stemmen und das Ganze vorbereiten innerhalb von, naja, noch so knapp 3 Jahren. Dann sind natürlich all diese Sachen, die da stehen, teilweise Schutzargumente, aber teilweise auch wirklich Sachzwänge und Dinge, die man da auch in Account nehmen muss. Von daher kann ich das verstehen, dass das nicht leicht ist. Aber das kann ja trotzdem nicht die Antwort sein, das nicht zu tun. Das ist also einer der Gründe, warum hier was bremst, so, was schon innen heraus, aus der Politik heraus schon bremst. So, was aber getan wird, wenn wir über Klima reden, ist das hier. Nur ein Beispiel, nämlich, dass man Gesetze erlässt, die Windkraft verhindern. So, das ist in Bayern halt so, wo man sich dann dafür die Mühe gemacht hat, halt ein total fadenscheiniges Gesetz zu erfinden, wo man sagt, so, deswegen darf da kein Windrad hin. So, ne? Also das wird dann eben tatsächlich gemacht und jetzt auch noch nicht irgendwie abgebaut, so das Gesetz. Und was aber getan wird, ist auch, dass man sagt, Klimapolitik ist vor allem Rüstungspolitik. Der rote Balken hier sind die weltweiten globalen Militärausgaben. So, momentan geben wir 2 Billionen Euro aus. Würden wir jetzt tatsächlich versuchen, vernünftige Klimapolitik zu machen, das sind die beiden grünen Sachen, da einerseits was privat und was öffentlich läuft, da ist also schon eine ganze Menge am Laufen.
Würden wir uns aber einfach mal darauf verständigen, jetzt irgendwie ein paar Jahre nicht zu rüsten, könnten wir das ohne weiteres so bezahlen. Wir setzen nur die Prioritäten anders, weil klar ist, früher oder später wird es im Klimabereich dann irgendwie zu Verteilungskämpfen kommen. Darauf möchte man gerüstet sein. So, ne? Und gleichzeitig hat das ja auch direkt jetzt einen BIP-Effekt, ne? Weil dann meine Waffenschmieden dann unter Feuer sind. So, ne? Also sich da entwickelt. Das ist ja irgendwie auch eine schöne, schöne Geschichte. Welthunger übrigens wäre noch ein Bruchteil von diesem grünen Ding. So, also man könnte Welthunger erledigen und man könnte Klima in relativ kurzer Zeit erledigen, wenn man sagen würde, okay, jetzt lass mal drüber nachdenken, ist die größte Gefahr für den Weltfrieden nicht gerade Klimadings? Nee, lass lieber Panzer bauen. So, das ist tatsächlich momentan Realpolitik. Mhm. Und auch Realpolitik ist, dass wir die Fossilindustrie, eine der stärksten und reichsten Industrien überhaupt, jede Minute fördern weltweit und jede Minute mit 11 Millionen Dollar fördern. Das heißt, wenn man die Gesamtfördersumme, was die fossile Industrie insgesamt bekommt, auf der ganzen Welt zusammenrechnet und durch die Stunden- und Minuten teilt, dann kommt eben dabei raus, dass wir mit unserem Steuergeld und unserem Aufkommen die fossile Industrie fördern. Und das wird 11 Millionen pro Minute. Das ist eine riesige, gruselige Zahl, weil eigentlich sollten die der Weltgemeinschaft 11 Millionen zahlen pro Minute. Tatsächlich, also dieser Industrie, der sehr, sehr gut wird, die fördern wir auch noch. Warum? Also, ja, ich meine, das ist ja eh im Moment ein absolutes Monopol. Also es ist ja nicht so, dass man das künstlich irgendwie die Nachfrage nochmal unterstützen müsste oder so, sondern das macht ja gar keinen Sinn. Ja, wir kommen gleich noch, warum das ist. Aber das ist halt gruselig genug. Und dann sieht man eben auch, dass hier einerseits das Wissen um den Klimawandel und was man tun müsste und dann das Handeln komplett auseinanderweicht. Was man aber tut, ist sowas wie der European Green Deal. Können wir irgendwann nochmal ausführlich machen. Im Prinzip ist das ein politisches Konzept aus einer Reihe von Maßnahmen, wo man eben sagt, okay, die Europäische Union soll eben bis 2050 beziehungsweise 2055 klimaneutral sein, je nachdem, welche Lesart man da ansetzt. Und das bedeutet, dass man eben bestimmte Dinge, bestimmte Handlungen, Prozesse als eben klimafreundlich und eben andere als klimaunfreundlich halt eben labelt und sagt, okay, da sollte möglichst Geld hinfließen. Das heißt, da fließt dann Förderung rein und man möchte dann eben auch dafür sorgen, dass privates Geld, wenn es investiert wird, in dann Dinge reinfließt, die eher grün sind. Ist hier von der Sache keine schlechte Idee. Und das wäre vor 30 Jahren, wäre das im Prinzip die Lösung gewesen. Heute ist es etwas, wo man sich darauf verlässt, dass ganz viele Leute das Richtige tun. Denn es ersetzt eine Realität durch Wunschdenken, weil man sich wünscht, dass die Finanzindustrie dann irgendwie sagt und all diese ganzen Milliarden jetzt auf einmal aus den schlechten Sachen rausgehen und im Prinzip in die guten Sachen reingehen und das in möglichst kurzer Zeit und dadurch die guten Sachen zum Entstehen kommen. Also im Prinzip die Logik, wie wir sie bisher haben, bleibt dabei erhalten. Das Ding ist nur, die Leute, die das tun, die denken natürlich ein bisschen so, aber vor allen Dingen, wonach sie denken, ist Rendite. Und wenn ich jetzt in den ganzen Schmutzindustrien immer noch eine gute Rendite bekomme oder eine bessere Rendite oder aber sogar eine herausragende Rendite oder sie gehört mir sogar, dann werde ich einen Teufel tun, da rauszugehen. Das heißt, dass es das System gibt, ist eine gute Idee, aber es ist eigentlich etwas, was nicht weit genug gedacht ist. Und da haben viele schlaue Leute mitgearbeitet, denen ist das schon klar, dass hier das Ganze eigentlich nur ein Teil des Weges sein kann und dass er eigentlich auch zu spät kommt. Aber das ist halt eben so Klimapolitik, wie sie passiert. Ja, was auch getan wird, ist zum Beispiel, dass wir dann einen Weltbank-Chef haben. So, Weltbank ist halt eine dieser ganz großen Finanzinstitute, da wo eben alle einzahlen und das dann eben verteilen, gibt den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank. Und der selber ist Klimaleugner. So, also er sagt, gibt kein Problem, so, ne? Klimawandel gibt es nicht. So. Dann hast du eben sowas wie diese Weltenergiecharta, das ist so ein großer Vertrag, von dem ich das letzte Mal schon erzählt, wo man eben der Energieerzeugungsindustrie halt bestimmte Rechte einräumt und so weiter. Und da steigen jetzt immer mehr Staaten aus, so, ne? Aber das ist halt eben etwas, was es immer noch so gibt. So. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass wir eine ganze Menge machen könnten, wir könnten zum Beispiel jetzt hier an der Stelle, könnten wir uns als Staat schon überlegen, wollen wir da weiter mitmachen oder nicht. So, ne? Also es gibt so bestimmte Dinge, die da einfach, wo Überzeugung, Handeln und das Wissen darum und das, was getan wird, einfach nicht zusammenpassen. Dabei gäbe es gute Gründe für eine Transformation. Denn einerseits ist das natürlich ein Riesengeschäft, wenn es erstmal richtig fliegt, weil am Ende des Tages, früher oder später, werden alle da rausgehen müssen. So, wahrscheinlich eher zu spät, aber es ist erstmal ein Riesengeschäft. Und zum Zweiten kann man schon relativ gut prognostizieren, was denn die Schäden sind von kleinen, wenn man jetzt Klima
Schutz nicht betreibt. So. Und diese gehen weit über das hinaus, was man jetzt investieren müsste. Das heißt, es kommt in Bälde, kommt auf uns riesiger Schaden zu. Den könnten wir heute abwenden für eine kleine Investition vergleichsweise damit und hätten das Problem nicht. Plus, wir reden ja gerade im Bereich erneuerbare Energien auch von einer Energieerzeugungsform, die sehr, sehr günstig ist. Das heißt, unsere kompletten Energiekosten würden dann über Zeit, was jetzt mit Stromerzeugung angeht, dann auch fallen. Das heißt, es ist in mehrfacher Hinsicht ein gutes Geschäft und trotzdem ist das nicht so jetzt auf der ganz großen Agenda im Sinne von schnell. Und wenn man dann eben nochmal reinschaut, okay, man könnte das Ganze sehr, sehr schnell erreichen, man weiß auch ziemlich genau, was das kosten würde, das sind dann paar Billionen so, aber das ist durchaus bezahlbar und man könnte das auch nicht auch weltweit hinbekommen. Und wir haben jetzt schon, glaube ich, habe ich dir vorhin auch per WhatsApp ja noch so einen Artikel geschickt, Patrick, dass wir auch einfach auch schon sehr große Renditen da drin haben. Ja, ist auch kein Wunder. Wenn ich jetzt einerseits Kohle mir angucke, ja, dann muss ich dann irgendwie Leute haben, die buddeln mir die Kohle aus der Erde, dann muss das irgendwo hingeschafft werden, dann muss ich das irgendwo verbrennen. Und dann noch irgendwie so kühlen, waschen und so weiter. So. Und wenn ich auf der anderen Seite einfach ein Windrad hinstelle, klar, du musst jetzt einen ganzen Windpark hinstellen, um so Kohlekraftwerk, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, ne? Du hast einfach da Stromerzeugung mit weniger Komplexität und am Ende dann auch einer besseren Rendite. Das heißt, es macht aus mehreren Gründen total Sinn, diese Transformation anzuschreiben. Insbesondere aus wirtschaftlichen Gründen macht das Sinn. So, und jetzt gucken wir mal auf die Wirtschaft. Er hier, cooler Typ, weil er hat nämlich gesagt, das ist der Chef des Maschinenbauverbandes und alle gucken immer Auto- und Automobilindustrie, aber Deutschland ist ja eigentlich im Bereich Maschinenbau tatsächlich jetzt richtig bedeutend. Und da sagt der Verbandschef, sagt dann, und das ist 2019 gewesen, dieses, naja, wir bräuchten eigentlich einen CO2-Preis von 110 Euro. Zu der Zeit, glaube ich, war es so um 50 Euro oder was. Ich glaube, jetzt sind wir bei etwas um die 70. Das Interessante ist, Carbon Capture und so weiter, so rechnet sich angeblich so bei 110 Euro angeblich so. Gibt es jetzt auch wieder Sachen, die das so ein bisschen konterkarieren. Aber auf jeden Fall, das ist so eine Schallgrenze, wo man sagt, okay, das ist schon ziemlich krass. Und der hat vor 3 Jahren gesagt, dieses von wegen, was, so niedrig wollte den CO2-Preis ansetzen? Nein, nein, viel höher. So, aus Vernunft und weil das natürlich auch ein klares Innovationssignal ist. In dem Moment werden dann bestimmte Sachen, bestimmte Technologien auf einmal kompetitiv, die ansonsten unter sonst gleichen Bedingungen dann eben nicht so sind. So. Und das hat natürlich auch eine Ausstrahlwirkung, wenn ein starkes Industrieland selber sagt, bei uns ist der CO2-Ausstoß einen Wert, weil das nämlich dann bedeutet, dass andere Technologien nach vorne kommen und so. Also war eigentlich ein ziemlich kluges Ding, der ist auch heute noch der Verbandschef, zumindest letzte Woche. Ich hätte gedacht, den hätte man vielleicht dazwischen geaxt, deswegen nehme ich das noch. Und das Lustige ist aber, wenn man dann wieder schaut, dieses Aber, dieses Nachhaltigkeit ist für deutsche Manager hauptsächlich ein Marketingthema, sagen 50%. Und jetzt in der Krise wird das ganze Thema sogar abgebaut. Das muss man sich mal reinziehen. Eigentlich ist das jetzt der Punkt, wo man sagen müsste, hey, ich bin abhängig von Gas oder Öl und so weiter, dass ich sogar dann jetzt sagen würde, nein, jetzt muss ich sogar reingehen in Nachhaltigkeit. Das ist der letzte Glockenschlag, dass ich jetzt was tun muss. Aber stattdessen tue ich alles dafür, um das alte System wieder reinzupassen, wohl übersehend, dass es ja nie wieder so günstig sein wird, auch wenn Russland wieder als Partner dazukommen würde und so weiter, da auf die Preise kommen wir nicht mehr. So, also es ist eigentlich jetzt der Moment, umzusteigen. Und genau das Gegenteil macht man. Das heißt also, einerseits haben wir Verbände, die sagen, wir müssen was machen. Und andererseits haben wir dann einzelne Akteure, die sagen, nee, eher dann nicht. So, also es ist auch wieder sehr, sehr spannend, wieder so diese Erkenntnis und dann tatsächliches Handeln auseinanderfallen. Ja. So, und jetzt nochmal kurz einhaken. Bitte, bitte. Weil natürlich, ich habe so die Vermutung und die Befürchtung, dass wir wahrscheinlich wesentlich mehr Manager irgendwo sitzen haben als Unternehmer und Unternehmerinnen, weil das ist ja weit ab von unternehmerischem Denken. Also es ist ja nicht nur, sage ich mal, jetzt der letzte Glockenschlag, was das Thema Gas angeht. Wir haben das nächste Thema der Lieferkettenproblematiken. Wir haben das ganze Thema Rohstoffpreise und so weiter und so fort. All das wird steigen. Und wie gesagt, das sind 1000 gute Gründe, warum man sein eigenes Unternehmen auf Nachhaltigkeit, auf Kreislaufwirtschaft etc. oder sich zumindest mal intensiv damit im ersten Schritt befasst, was man denn wirklich auch sparen kann letztendlich,
und damit auch wieder an Rendite, wenn wir in dieser Logik auch bleiben, ist ja auch gar kein Problem. Nur sich dem dann komplett zu verweigern, ist ja auch unternehmerisch völliger Wahnsinn. Und es kann ja auch nur funktionieren. Und jetzt macht es auch Sinn mit dieser Subvention, die wir vorhin hatten. Also warum pumpen wir Steuergelder da rein in die fossile Industrie? Ja, weil das ist letztendlich Wettbewerbsverzerrung. Also das ist ja eben noch nicht mal dieses Narrativ, Wettbewerb ist super, sondern wir haben so quasi Pseudomonopole oder überhaupt irgendwelche Monopole, die auch noch über Steuergeldern geschützt werden, die einen vernünftigen Wettbewerb, der eine, sag ich mal, Transformation ermöglichen würde, ja komplett unterbindet. Das ist ja Wahnsinn in allen Richtungen. Ja, total. Und genau darauf kommen wir jetzt auch. Das ist genau die Abfahrt, wo wir jetzt einbiegen. Super. Und der Punkt ist dieses, du hast schon recht, langfristig wäre natürlich diese Transformation aus unternehmerischer Sicht gut. Kurzfristig aber nicht, weil es jetzt erstmal heißt, ich müsste da eine ganze Menge investieren, neu machen, auch wieder ins Risiko gehen und so weiter. Und das drückt jetzt erstmal auf die Rendite. Und deswegen unternehmerisch Logik im Sinne von, ich denke langfristig und nachhaltig und so weiter, stimmt alles. Kurzfristig ist es halt eben genau das nicht. Und da kommen wir nämlich jetzt auch drauf, weil mein Punkt ist dieses, wir haben jetzt also gesehen so, okay, Europäische Union ruft aus, Klimanotstand, Top-Wissenschaftler sagen halt eben, wir stehen dem Massenaussterben und mehreren Konflikten und Krisen bevor. Und gleichzeitig sagt das World Economic Forum auch so, wir haben ein riesiges Nachhaltigkeitsthema. So, das heißt also, was wir sehen, ist ja auch dieses alles, was wir vorher schon betrachtet haben, nämlich dieses, dass Politik das weiß, aber nichts tut, das Unternehmen das wissen, aber nichts tun und so weiter. Aber grundsätzlich alle sind sich einig, es muss ja irgendwas passieren. Das wollen ja alle so. Und dann, wenn sich dann alle so schrecklich einig sind, so, dann haben wir uns auch mal überlegt, so, woran kann das denn liegen? Und dann fiel uns auf, ja, es fehlt noch einer. Mhm. Und wer fehlt, ist nämlich in der Tat der Eigentümer. Mhm. Weil die ganzen Unternehmen und Gesellschaften und so weiter, die gehören ja irgendjemandem. Und wenn man die dann mal betrachtet, dann sieht man, okay, hier sind wir vielleicht einer Sache auf der Spur. Man hat mal ausgerechnet, was es denn kosten würde, das nennt sich ja die Carbon Bubble, was das denn kosten würde, wenn wir wirklich die Welt dekarbonisieren. Die kleine Schätzung liegt irgendwo bei 25 Billionen Dollar. Ich habe die aber auch schon deutlich höher gehört. Und das bedeutet dieses, wenn ich jetzt anfangen würde, zum Beispiel Kohlekraftwerke nicht mehr zu betreiben, Nuklearkraftwerke nicht mehr zu betreiben, wenn ich anfangen würde, bestimmte Dinge der industriellen Landwirtschaft nicht mehr zu betreiben, die halt eben auch basiert nicht nur wegen Traktoren auf Öl, sondern auch wegen Pestiziden und wegen Dünger. Mhm. Wenn ich anfangen würde, bestimmte Sache der Konsumgüterindustrie nicht mehr in Plastik zu verpacken, was auch ein Ölprodukt ist. Wenn ich anfangen würde, auch darüber nachzudenken, jetzt zum Beispiel Automobilindustrie und so weiter, hängt total am Öl, dort neue Mobilitätskonzepte einzuführen und so weiter. Da kommt man also auf riesige Summen, wo enorm viel Geld drin ist an der Stelle, was ich verändern würde, wenn ich den Stecker ziehe an dem ganzen Thema CO2-Emissionen und Fossilindustrie. Und diese ganzen Dinge gehören ja irgendjemandem. Und was auch dazu gehört, sind die Eigentümer in Person, die einfach auch sehr viel Macht und Einfluss haben. Und das gucken wir uns gleich ein bisschen an, weil wir allein für fossile Interessen in den letzten 60, 70 Jahren ja auch eine ganze Menge Kriege geführt haben. Also wir sind in ganze Länder eingefallen für eben solche Rohstoffinteressen. So, was wir also haben, ist hier eine Industrie, die halt eben sehr, sehr mächtig ist, wo enorm viel Geld dran hängt und die sehr stark vernetzt ist halt eben mit staatlichen Akteuren, die sogar bereit sind, dafür für diese Interessen auch in fremde Länder einzufallen. Das ist halt krass, weil man eben Unternehmen meist eben sieht als, ja, das ist halt irgendwie so eine Ansammlung von Prozessen und Verträgen, wo irgendwie vorne Geld reinfließt und dann wird ein Produkt entsteht, am Ende das dann verkauft wird und Geld wieder zurückfließt und so weiter. Aber irgendeiner gehört der Bums. Und das ist mal ganz spannend zu sehen, wie die damit umgehen. Weil wenn wir über das Denken und das Kämpfen für den Status quo haben, dann gibt es natürlich dann irgendwie direkte Kontakte, aber in der Regel passiert so etwas über Helfer. Und hier sind nur ein paar Beispiele. Es gibt viele, viele, und ich sage jetzt gar nicht mal, dass die jetzt irgendwie aktuell da was tun. Ich sage nur einfach so, dass es irgendwie spannend ist, sich mal so ein paar Akteure anzugucken. Die oberste Firma hier,
Cohn und Wolf ist ganz spannend, weil die zum Beispiel, einige werden sie kennen, damals im ersten Irakkrieg, da ist ein Mädchen vor so einem Gremium erschienen und hat gesagt, ja, die bösen Iraker, die fallen hier ein in Kuwait und haben die Kinder aus den Brutkästen gezogen und totgeschlagen und so weiter. Wo am Ende rauskam, A, die Geschichte stimmt nicht und B, sie war nicht legit, sondern sie war die Tochter des amerikanischen Botschafters, glaube ich, und sie wurde vorbereitet von dieser Firma. Und diese Firma hat auch bereits in den 80ern eine der ersten Klimaleugner-Frontorganisationen aufgebaut. Das war die Global Climate Alliance, glaube ich, heißt die. Und auch viele andere Sachen da eben in die Richtung gemacht und so weiter. Das heißt, solche Firmen, die organisieren dann politischen Widerstand gegen Veränderung. Und das machen die natürlich, weil sich dafür jemand interessiert. Die machen das ja nicht aus Jux und Dollerei. So, das heißt also, diese Art von all diese Sachen, die wir vorhin gesehen haben, diese Narrative und so weiter, das hat auch alles einen Ursprung. Bei den unteren beiden ist es so, wer da mal ein bisschen hinterhergehen will, da lohnt sich mal Lobbypedia anzugucken oder Lobby Control oder auch German Watch und dann mal zu betrachten, sehr lustig, was so einige FDP-Staatssekretäre, die jetzt gerade in Amt und Würden sind, denn so als Nebenbeschäftigung hatten oder haben. Das ist auch sehr, sehr spannend, weil da kann man mal gucken, wo da so Verbindungen sind. Das sind halt eben Organisationen, die sind da direkt dran beteiligt. Und da gibt es halt eben auch so Zwischenmittlerorganisationen wie der Wirtschaftsrat der CDU, was ja eben so ein parteienrechtlich fragwürdiges Konstrukt ist, wo im Prinzip ein direkter Weg von Unternehmensvertretern in die höchsten Parteigremien der CDU da ist. Wenn man mal so einen Wirtschaftsrat-Kongress teilgenommen hat, ich hatte mal die Freude daran, dann gibt es auch immer so ein Buch über, wer ist denn alles da? So, und dann ist so ein Kongressband tatsächlich relativ dick. Das heißt, die sind tatsächlich enorm gut vernetzt. Wer also Einfluss nehmen will auf die Politik, der hat hier sogar ein eigenes Organ, was bereitgestellt wird, um das zu machen. Und dann gibt es halt eben solche Veranstaltungen hier wie die INSM, die halt sehr, sehr auffällig ist, dahinter steht eigentlich ein Metallverband und dahinter steht eigentlich so ein bisschen die Automobilindustrie und so weiter. Und die mischen sich immer mit sehr halblauteren Mitteln ein, heißt neue soziale Marktwirtschaft. Dahinter steht aber neoliberaler Kampfverband, so im Prinzip. Wer sich an den Wahlkampf erinnert im Sommer letzten Jahres, da haben die großflächig Anzeigen geschaltet. Man darf nicht vergessen, wie teuer diese Anzeigen sind, wo dann Annalena Baerbock dargestellt worden ist als Moses mit Geboten und so weiter, wo drauf stand, ja, die will uns unsere Freiheit nehmen quasi, also sie will uns Gebote machen. Sie, die Heilige, die sich ja übermoralisiert hat als biblische Figur, das ist also eine Zuschreibung. Und eine der ersten Sachen war dann, die da drauf stand, du sollst keinen Verbrenner mehr fahren und so. Ne? Also das sind dann ganz klare Sachen, die dann versuchen soll, unter dem Deckmantel von sozialer Marktwirtschaft nicht soziale Wirtschaftspolitiker den Hof fähig zu machen. Und dann gibt es natürlich auch sowas wie ein BDI, wo man irgendwie denkt, ja, das sind halt eben alte Herren, die dann irgendwie sitzen in so holzvertäfelten Räumen und so weiter. So, nee, das ist ein Lobbyverband der deutschen Industrie und die sind dann eben auch dabei und behaupten dann irgendwie, deutsche Klimaschutzaktivisten werden von Putin ferngesteuert und nehmen halt eben auch großen Einfluss auf Politik, indem sie dann sagen, okay, wir brauchen weniger Rente und mehr Arbeitsstunden und so weiter. Also das ist ganz klar, dass die nicht die Interessen des Standorts Deutschlands, sondern eben der Wettbewerbsbedingungen für sich selber im Blick haben. Und das bedeutet halt, indem man in Klimapolitik ist, ist Klimapolitik eher im Weg. Deswegen schalten sie momentan zum Beispiel große Anzeigen, wo nicht drin steht, wir müssen mal darüber nachdenken, wie wir Wirtschaft irgendwie neu gestalten, sondern da steht dann sowas wie mit Innovation und staatlicher Förderung in eine neue Zukunft, so nach dem Motto. Hm. Lustig sind auch diese hier, Group of 30, lohnt sich, also ich habe, du kannst auch beliebige andere nehmen und wir können da auch gerne mal eine eigene Session zu machen und so weiter, aber das waren irgendwie so welche, die halt irgendwie spannend sind, weil man von Group of 30 meist nicht so viel hört. Das ist quasi eine Art kleiner eigener Verein von 30 in der Regel älteren Herren, die sich damit auseinandersetzen, wie Aufsichtsrecht für Banken funktionieren soll. Und wenn man weiß, die Wirtschaft ist ungefähr das und die Finanzwirtschaft ist ungefähr das, wenn man es in Euro wirkt, dann weiß man genau, hier steckt richtig viel Macht drin. Ist also sehr, sehr wichtig und bedeutend. Und die denken sich dann Regeln aus, wie man Banken und Empfehlungen, wie man Banken beaufsichtigt oder eben in der Regel nicht beaufsichtigt. Und die wiederum geben also ganz klare Empfehlungen an hohe Entscheidungsträger und so weiter. Die sind auch aufgefordert, das zu tun. Also es ist nicht, dass sie da einfach da so klopfen und dann irgendwie, sondern die sind aufgefordert, tatsächlich das zu machen. Nur halt immer damit Zweifel hat, also die haben auch eine hohe Expertise in der Regel, aber natürlich dann irgendwie auch Interessen, die sie vertreten, könnte man denken. Ist auf jeden Fall sehr spannend, sich das mal anzugucken.
Atlantikbrücke, das werden viele kennen aus der Presse. Da trifft sich dann eben Presse, Politik, Wirtschaft und meistens auch irgendwie Rüstung. Hat dann eben zum Zweck, so transatlantische Verhältnisse herzustellen, also sprich Wirtschaftszusammenarbeit zwischen Amerika und Deutschland. Per se jetzt nicht schlecht, aber tatsächlich, wenn man dann guckt, was da an Ideologie mitschwimmt, ist es dann manchmal doch sehr, sehr gruselig. Also das ist irgendwie so halb Axel Springer und dann irgendwie kommen da auch ganz viele Rüstler dann noch mit dazu und so. Also ich kann verstehen, dass es sowas gibt und es macht, glaube ich, auch total viel Sinn. Wenn die aber anfangen, dann eben daraus Politik abzuleiten, muss man sich immer überlegen, wessen Interessen werden denn hier eigentlich geschützt? Für wen reden sie denn? Weil es ja meist immer gesagt wird, okay, wir sind ganz neutral, ideologiefrei. Und aber tatsächlich ist dann immer fragwürdig, was für Interessen da kommen. Also man hatte auch mal eine Verbindung zwischen dieser damaligen Gauck-Rede, wo er gesagt hat, Deutschland muss mehr Krieg wagen und so weiter und den da irgendwie so mal hergestellt ist. Also sehr, sehr spannend. Mont-Pèlerin ist etwas, das werden einige Leute kennen. Also hier Hayeks eigene Gruppe da, die sich mal an Sachenberg dann da irgendwie getroffen hat, ist deswegen spannend, weil die halt eben Neoliberalität und so weiter im Kern versuchen weltweit zu vertreten. Im Prinzip haben die eine Verbindung zu 93 neoliberalen Thinktanks weltweit, sind enorm gut vernetzt, sowohl in Politik als auch bis ins Nobelpreisgremium hinein. Machen wirklich gruselige Sachen aus dem, was man dann eben inhaltlich daraus immer wieder hört. Also wer schaut halt eben so dieses, wo kommen jetzt diese Gedanken her, wer trägt das denn weiter und so, da hat das dann sehr eigenartige Bewegung. Bei uns zum Beispiel auch die Hayek-Gesellschaft, da kommen wir gleich noch zu, steht da auch mit denen in Verbindung. Und dann das World Economic Forum, die sich da eben so einmal im Jahr treffen und auch unterjährig dann, um dann bestimmte wirtschaftliche Zusammenhänge zu besprechen. Auch die haben natürlich einen hohen Einfluss auf die Politik. Das sieht halt immer so aus, wie da treffen sich halt die Leute und treffen sich halt ein paar Milliardäre und reden dann so nett und es sind auch Gäste und alles ist irgendwie so schön am Kamin und hast nicht gesehen und so weiter. Aber natürlich ist da auch riesengroße Macht. Man sucht sich halt vorher dann irgendwie interessante Politiker, die wahrscheinlich immer wichtig werden, raus, macht diese Young Global Leaders und so weiter und hilft dabei der Vernetzung und so. Aber auch dort wird dann eher das Problem benannt, aber die Lösung verdeckt. Da sehen wir gleich einmal ein Beispiel. Was mir natürlich spontan einfällt, also zum einen die Frage an Jens, was ist mit den Illuminaten vergessen? Ja, da Ja. muss man nochmal Aufklärung leisten. Die Illuminaten war eigentlich eine Organisation von Aufklärern, die sich aus dem Freimaurertum ergeben haben. Die wollten eigentlich genau das Gegenteil. Das wurde ihnen da sozusagen auch im Nachhinein irgendwie so angehängt. War aber auch nur so eine kleine Ingolstädter Ortsgruppe. Was mir aber hier auffällt, waren nochmal die zwei Dinge, die wir sonst in unseren ideologischen Feuerwerken aus Jung- und Naiv-Interviews hatten, da viel mehrfach das Narrativ in der Demokratie. Bei uns ist es ja so, dass jeder eine Stimme hat und die ist gleich viel wert. Und ja, und Kapital und Macht hat da so gar nichts mit zu tun, sondern jeder hat ja die gleiche Stimme. Und hier sieht man nochmal sehr schön aufgelistet, dass das natürlich so nicht stimmt, sondern, und das ist ja das Schwierige, um das Ganze aufzubrechen, die haben halt einfach die Power, Narrative zu entwickeln, Thinktanks zu beauftragen, PR-Firmen zu beauftragen, weil sie einfach sehr viel Geld haben. Und Geld macht vieles einfach letztendlich möglich. Wenn du da eine ordentliche Summe auf den Tisch legst, ist eine PR-Firma, die vielleicht sonst keine Aufträge hat, sehr dankbar darüber und denkt sich Scheiß drauf. Und das ist halt einfach der Punkt. Also dieses Geflecht sozusagen, also einerseits die monetäre Power zu haben, solche Dinge zu entwickeln, gleichzeitig die Connection zu haben zur Politik und so weiter, die ja auch wiederum einfordert, ihr Know-how, was sie sich wieder einkaufen, sozusagen in ihre Politik mit reinzunehmen, das ist schon sehr, sehr erschreckend, muss ich sagen. Und dann kann jeder nochmal darüber nachdenken, ob Demokratie hier wirklich so ist, dass jeder die gleiche Stimme hat. Wichtiger Punkt dazu ist, ich finde, die Frage ist auch berechtigt, auch wenn sie wahrscheinlich so als Scherz gemeint war, weil das Ding ist halt, da hat man natürlich schnell die Nähe, die Kante zu Verschwörungserzählungen und so weiter. Was wir nicht sagen, ist, dass die sich hier verschwören. So, also würde ich auch nie behaupten und glaube ich auch nicht, dass es ist, was es aber gibt, sind Interessen.
Es sind Interessen und die Interessen sind halt die des Status quo und die ideologische Überzeugung, dass wenig Staat gut ist und dass in einem Wettbewerb und Hierarchiebeziehung und so weiter jeder schon unter Chancengleichheit und so weiter das sein Auskommen findet und dadurch eine Gesellschaft schneller vorankommt. So. Rules might apply, so, ne, weil wenn man dann sieht, okay, das scheitert die ganze Zeit, dann muss man vielleicht als Gesellschaft sich umentwickeln und dann gibt es halt eben hier das Interesse, genau das nicht zu tun, weil man eben überbordend von diesem ideologischen Unterbau profitiert, so. Und es ist ja nicht geheim. Genau, genau. Also alle diese Sachen, die kannst du eben einsehen, wer ist dabei, worüber wird gesprochen, was wird dann gemacht und so weiter, wer hat das beauftragt und so. Also all diesen ganzen Quatsch, den ich hier erzähle, den kannst du bei Wikipedia nachlesen und sowas wie halt irgendwie so, dass da irgendwelche Leute sich bei den Bilderbergern treffen und so weiter. Ja, lass sie sich dort da treffen, ist mir doch egal. Diese ganzen anderen Organisationen, die hier ganz real existieren, sich regelmäßig treffen und da irgendwelche Sachen verhandeln, die sind viel interessanter, die sind viel spannender. Mir geht das nämlich auch nicht darum, dass jetzt irgendwie Attila Hildmann da irgendwie behauptet, da irgendwo treffen sich satanische Kulte und so weiter, den ganzen Blödsinn, Great Reset und hast nicht gesehen, das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist hier, dass hier Leute mit Interessen und Macht sich einander treffen, um darüber zu reden, wie man vielleicht hier halt das weiterhin laufen lassen kann. Ja, und auch aktiv in die Politik sozusagen Einfluss nehmen dadurch, letztendlich durch ihr Wirken. Da kommen wir auch jetzt gleich noch ganz konkret zu. Und das Spannende ist, die nächste Grafik sieht tatsächlich aus wie so ein Sharepick von so einem Verschwörungsding und so weiter. So. Aber ein Punkt gerade in der Mitte ist ganz spannend, nämlich das hier. Und zwar, es sieht tatsächlich voll verrückt aus, so. Aber das in der Mitte ist ganz spannend, nämlich das EIKE-Ding. Das werden vielleicht einige kennen. Das tatsächlich ist ein Verband, der gegründet worden ist, um Klimawandel zu leugnen. Also die arbeiten systematisch daran, den Diskurs davon wegzuführen. Kannst du sogar auf deren Website lesen, kannst du bei Wikipedia lesen und so weiter, die zweifeln fast alles an, so in verschiedenen Farbrichtungen und so weiter. Und es besteht da eine Verbindung zu Goal und auch Goal kennst du, das ist halt eine PR-Agentur aus der Schweiz, die ist bekannt geworden davon, dass sie Computerspiele unter anderem entwickelt hat, wo man Moslems tötet, die sich sehr stark eingesetzt hat für radikale und rassistische Diskurse in der Schweiz und in Österreich und so weiter und die halt eben auch stark zusammenarbeitet mit Deutschland, Kurier und AfD. Das sind halt alles Sachen, die, wo man jetzt denkt, tatsächlich, okay, das ist jetzt irgendwie so ein Verschwörungsquatsch von links. Nee, das sind Dinge, die kannst du ganz normal in Tagespresse und Wikipedia nachlesen. Und das Spannende ist aber hier, dass nämlich diese Hayek-Gesellschaft, die eben auch von vielen Montpellier-Mitglieder hat und so weiter, eben auch sehr viel von AfD und so weiter durchwandert ist, durchwachsen ist, und direkt Verbindung hat zu EIKE, weil da eben Leute in Personalunion die Stühle besetzen. Das Witzige ist, nachdem so viele AfD-Leute rein in diese Gesellschaft sind, sind da auch eine ganze Reihe Leute ausgestiegen, unter anderem auch Lars Feld. Und Lars Feld, wie wir wissen, ist der ökonomische Berater von Christian Lindner. So. Und hat ja selber auch so, das ist das Jung- und Naiv-Interview auch ganz spannend mit ihm, wo er eben sagt, ja, Klimakrise gibt es nicht. Klimakrise ist ja erst, wenn die Welt brennt, so nach dem Motto. So, ne? Also der hat da eine ganz klare Position, aber dem war die Nähe zu den AfD-Leuten wahrscheinlich nicht genehm oder so, keine Ahnung, das daraus. Also das heißt, hier gibt es eben ganz normal Gesellschaften, Thinktanks heißen die auch, im Vereine, wo man sich trifft, weil man halt gewisse Arten von Gedanken teilt, wie zum Beispiel ja, Patrick und ich auch eben Teil dieser Critical Community sind. So, ne? So ähnlich könnte man das eben auch schreiben. Bei denen ist das nur eben so, dass sie das auf ein bestimmtes Ziel hin tun, sodass dann eben auch ein Vereinszweck war ja, also EIKE zum Beispiel ist auch ein Verein und war auch bis vor kurzem noch gemeinnützig, muss man sich ja vorstellen. Die unterstützen das eben gegenseitig, weil man damit eben Interessen teilt. Und in den Staaten ist das ganz spannend, da gibt es sogar ein eigenes Institut, das Heartland-Institut, das gibt es ganz lange schon. Das wurde eben sehr stark von den Koch-Brüdern, die da drüben halt eben politische Beeinflussung machen und das sehr offen unterstützt und es hat eben einen direkten Austausch mit EIKE. Das heißt, das ist eben, wo Klimawandel sich sehr deutlich, also Klimawandelleugnung und eben Bekämpfung des Klimawandels, das zu verhindern, sich in dieser Organisation halt eben sehr, sehr deutlich zeigt. Und das Spannende ist, das sind halt nicht Aluhut tragende Spinner, sondern das sind zum Teil Interessenvertreter von Denkschulen und teilweise auch von Industrien. Und das ist einfach eine Tatsache. Tja. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Und wie läuft das ab? Jetzt machen wir einen kleinen Exkurs. Jetzt wird das kurz ein bisschen bunt.
haben uns so gedacht, so, wir zeigen mal so ein bisschen, wie sowas funktionieren kann. Das ist jetzt eine ganz einfache Spin-Struktur, wie sowas aussehen kann, wie man also ablaufen lassen würde. Mal starten jetzt mal Position 1. Wir wissen, es gibt Klimawandel. Wir sind jetzt die, die verhindern wollen, dass Klimawandel diskutiert wird, dass das Ganze vorangeht. Dann fängt man erstmal an zu sagen, okay, es gibt gar keinen Klimawandel. Die Position räumt man dann, wenn man da nicht mehr weiterkommt und sagt dann, okay, es gibt keinen Konsens oder die Modelle passen nicht oder die Wissenschaftler sind gekauft, haben eigene Interessen und so weiter. Dann kommt als nächstes dann sowas wie, der Mensch hat eigentlich nichts damit zu tun. Dann kommt die nächste Position, wo man dann sagt, okay, wir haben damit wenig zu tun oder gar nichts und so weiter. Oder aber, wenn man die Position hat räumen müssen, dann kann man irgendwann zunächst sagen, okay, die Auswirkungen sind aber gering, wenn der Klimawandel wirklich durchschlägt. Oder wir müssen nichts tun. Dann kommt die Stufe, wo man eben dann sagt, okay, ja, Innovation wird es bringen oder wir müssen noch mehr forschen oder es wird in der Natur von ganz alleine kommen. Bereits kleine Schritte helfen. Klima ist ja eigentlich ein Umweltthema und damit ist das ja ein lässliches Hobby, geht ja nicht alle was an. Klimaschutz geht nur international, was bedeutet erst, alle müssen sich einig sein, Klammer auf, Klimakonferenzen haben schon sehr viel Einigkeit hergestellt, Klammer zu, so, aber alle müssen sich jetzt einig sein, erst dann kann man was machen. Dann gibt es auch diese Position, die dann später mal so kommt, dieses wir tun schon viel oder genug oder haben jetzt sehr viel geplant. Und dann ist man schon in der Punkt, wo man sich dann, wo man das dann verhärtet, wo man sagt, so, wir können nicht noch mehr tun, oder aber wenn wir noch mehr tun, dann müssen wir in Höhlen leben. So, und dann gibt es noch so Spielarten, wie dass man versucht, das ganze Thema totzuschweigen. Das versucht man halt immer wieder mal zwischendurch, wenn der Diskurs ein bisschen ermattet, so dass man dann auch nicht drüber redet. Oder zu schämen nach dem Motto, du willst ja nur das, oder du bist ja wieder von diesem Klima, denk doch mal an den Standort Deutschland, oder dass man eben dagegen kämpft und dann sagt von wegen so, ihr wollt doch unseren Wohlstand vernichten und so weiter, ihr seid gegen unser Vaterland und so. So, das ist so eine typische Eskalationsreihenfolge und der Versuch ist dann eben so dafür zu sorgen, dass entweder nicht drüber gesprochen wird oder wenn drüber gesprochen wird, dass man möglichst diese Leiter wieder hochkommt, möglichst auch verschiedene Diskussionsherde dann eben brennen, damit dann eben eins nicht tut, dass man nicht darüber redet, ja, es gibt es und wir müssen jetzt über Lösungen reden. Das darf nicht passieren. Man muss halt immer weiter noch darüber versuchen, halt diese Art von Diskonsens herzustellen. Und wenn man jetzt das Problem hat, dass du eine Aktivismus-Gruppe schon hast, wenn du irgendwie eine Gruppe hast, die aktiv ist und so weiter, dann geht das eben halt in eine andere Dynamik rein. Da versuchst du eher sowas zu sagen, so, wir wollen ja keine Eskalation und so weiter, obwohl es gar keine Eskalation gibt, aber man bereitet schon mal vor, der andere will irgendwie was Böses machen. Dann ist es irgendwie eskaliert, dann tragen natürlich die Aktivisten daran Schuld. Dann haben die vor allen Dingen schlechte Eigenschaften. Das kann man auch manchmal schon lesen, wenn dann so gesagt wird, die Klimaaktivistin zischte von der Seite und so weiter. So, da werden schon direkt solche Sachen dann aufgebaut. Die kämpfen für eigennützige Mittel, weil die halt irgendwie davon profitieren. Der Aktivist hat absichtlich Schaden oder Verletzung angerichtet, also wird dann Intent vermutet, weil es ja böse Menschen sind. Dann Aktivist kämpft unfair, sowas macht man aber nicht. Dann übrigens, hier sind 5 Prominente, die finden Aktivismus auch total doof. So, dann ist das nächste, diese Aktivisten radikalisieren sich viel mehr oder werden von finsteren Mächten oder von fremden Herren unterwandert, so dass dieses Putin-Narrativ. Alle Aktivisten und ihre Unterstützer sollten in Schutzhaft, auch das wurde jetzt in Teilen der CDU schon gefordert, also dass man Leute wirklich dann interniert. So. Und wer unseren Bericht oder unsere Botschaften hier anzweifelt, der macht sich mit den Aktivisten gemein, der gehört also zu deren Seite. Oder wenn es dann irgendeinen Zwischenfall gab, so, dann war der Aktivist bestimmt schuld und so weiter. Und das hat man ja auch bei der FAZ gesehen, die dann neulich gesagt hat, von wegen Nord Stream 2 wurde von Fridays for Future gesprengt. So, das heißt also, diese ganzen Sachen, die läufst du dann eben so rauf und runter, so, das kannst du im Prinzip vorher schon direkt sehen, wo du die Temperatur hochdrehst und je höher du kommst, desto mehr Zuversicht hast du dann auch in der gesamten Rezipientengruppe, die dir zuhört. Und dann kannst du dann eben beliebig dann damit halt den Diskurs auch so ein bisschen mitsteuern. Wenn du, wie das ein bisschen konkreter aussehen kann, wenn du so in Narrativen arbeitest, da ist dieses Modell ganz schön, finde ich, weil das eben das sehr schön darstellt. Im Prinzip hast du so 4 Grundnarrativfamilien. Das eine ist halt dieses so, wir sagen halt irgendwie, wir können gar nichts tun, das ist die Surrender-Modell. Dann gibt es dieses so, wer ist denn eigentlich schuld? Eigentlich muss ja jemand anderes das doch tun. Dann gibt es dieses, dass man versucht halt irgendwie Lösungen in den Diskurs einzubringen, die nicht funktionieren, also die keine Verwandlung, also keine Transformation zum Inhalt haben. Oder halt eben, dass man eben sagt, okay, das sind die Nachteile. So, und mit diesen Spielarten kannst du im Prinzip das komplette Spiel machen, um kommunikativ halt eben jetzt am Status quo nichts ändern zu müssen. Und das sind genau die Punkte, die sehen wir immer wieder.
Also Individualismus oder was hat der, also Whataboutism, dieses, was sind die denn verantwortlich, das siehst du immer wieder. Oder dieses, wir können gar nichts mehr tun. Wir müssen uns aufgeben, wir müssen jetzt weitermachen wie bisher. Das heißt, wir haben moralisch ja alles getan, weil wir sind schon über den Punkt hinaus. Oh, schade. So, ne? Oder halt eben dieses, dass eben auch dieses Friedrich-Merz-Ding ist halt eben so ein Push for non-transformative solutions. Man kann ja weitermachen, wir müssen ja nur genügend dieser Luft-CCS-Maschinen aufstellen. Oder halt eben dieses so, naja, wenn wir es jetzt machen, dann muss es aber genau richtig sein und darf dann keinen Ausweg haben und so, also wo man versucht dann schon vorher das zu vergiften. Das sind ganz typische Sachen, die wir heute, du kannst eine Zeitung aufschlagen und kannst das im Prinzip ganz viele Sachen da einordnen, wenn man das tatsächlich erkennen kann. Dann lass uns das gerade mal spaßeshalber machen. Es gab nämlich jetzt zur Thema Aktivistinnen kleben sich an Kunstwerke fest. Den Diskurs hatten wir ja die Tage. Habe ich hier mal eine Überschrift von einer Publikation, die jetzt, würde ich mal sagen, nicht im konservativen Lager einzuordnen ist, sondern eigentlich in einem äußerst progressiven, nämlich von Jacobin. Und da gibt es tatsächlich einen Artikel mit der Überschrift Narzisstische Weltrettung. Die Klimabewegung wird nicht radikaler, wenn sie sich an Straßen klebt oder Gemälde mit Suppe bewirft. Sie wird strategisch ratloser. Wie ordnet man jetzt so einen Artikel ein? Weil es ist ja klar, die sind sicherlich nicht von irgendwelchen PR-Firmen sozusagen instruiert, aber hier sieht man, glaube ich, ganz schön, wie diese Narrative sozusagen reproduziert werden. Aber an welchem Punkt passiert dann sowas? Also warum ist das Ja, jetzt hier be sinnvoll? bevor ich darauf antworte, das ist, glaube ich, auch mal wichtig zu unterscheiden, weil man dann auch wieder auf so ein Verschwörungsding irgendwie reinfallen könnte. Es ist längst nicht so, dass alles im Diskursraum irgendwie gesteuert ist oder sonst was. Das ist totaler Blödsinn. Es ist einfach so, dieses, wenn du Diskursangebot, Narrativangebot machst und das gleichzeitig von der richtigen Seite kommt oder häufig genug wiederholt wird, dann verselbstständigt sich das einfach. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Leute, die sich selber mal ein Bein stellen oder irgendwie so Blödsinn erzählen und so weiter, ohne jetzt so ein Schema im Kopf zu haben, sondern einfach, weil die zum Beispiel ganz oben haben wir das, dieses Desinformation und Fehlschlussding, einfach das eben haben. So, und hier könnte vielleicht auch Aktivismusneid dabei sein. Also wir können jetzt natürlich viel mutmaßen. Ich glaube aber, das ist eben etwas, was zum Beispiel etwas sein könnte, wie damit individualisiert man es so ein bisschen, dass man sagt, okay, die haben erstmal A keine Ideen und B machen sie das nur zu ihrem eigenen Zweck. So, könnte auch ein bisschen Whataboutism sein, weil man eben nicht darüber redet, warum machen sie das eigentlich? So, weil die Botschaft dahinter ist ja eine relativ einfache. Dieses von wegen so, warum scheren wir uns jetzt darüber, über diesen Tabubruch, wenn der eigentliche Tabubruch draußen im Faktor 10.000 eigentlich gerade stattfindet, so, ne? Wenn ich das jetzt aber auf den Menschen und nicht auf die Aktion, nicht auf den Kontext, nicht auf dieses, den Umgang damit, ich spare alles aus, sondern gehe auf die Person und sage so, die hat halt keine Ideen, die ist irgendwie doof und ist narzisstisch, also hat auch eine Persönlichkeitsstörung. So, ne? Dann erklärt sich das und so. Ne? Und damit kannst du natürlich dann auch das komplett derailen, dieses so, wo sollten wir eigentlich hinblicken? Bitte schauen Sie da überall nicht hin, aber da, an der Stelle, da sollten Sie mal hingucken. So, das ist natürlich spannend dann. Ne? Weil ich meine, es gibt ja durchaus, ich meine, man kann das ja persönlich sozusagen doof finden, wenn man jetzt sagt, bitte jetzt keine schönen Bilder und so weiter, aber das ist ja nicht der Punkt an dieser Protestform, sondern diese Diskussionen wurden auf Twitter hoch und runter diskutiert. Also zum einen wurde ja gefragt, ja, was soll man denn stattdessen? Und dann kamen ja so Beispiele und dann waren so quasi immer Haken dran. Ja, wurde schon gemacht, wurde schon gemacht, wurde schon gemacht. Also irgendwie von Kohlebaggern besetzen bis keine Ahnung was. Wo man sich dann wirklich fragt, ja, worum geht es denn jetzt? Geht es um die Aktion an sich oder geht es wie immer um die Frage Form oder Inhalt? Und für mich ist es jetzt in erster Linie erstmal eine Ausdrucksform. Da kann man sich ja dann darüber streiten, ob sie besonders gelungen ist oder nicht. Aus meiner Sicht ist sie allein deshalb gelungen, weil so viel darüber gesprochen wird und auch kontrovers gesprochen wird. Aber der gemeinsame Sinn und Zweck ist es ja, ein Aufrütteln zu erzeugen. So. Und es ist immer noch eine Form, die, und das merkt man ja an den Reaktionen, wo die teilweise sagen, das ist Terrorismus, Sachbeschädigung sozusagen gleichsetzen mit Beschädigung von Lebewesen, das Ganze in die RAF-Ecke stellen und so weiter. Wahnsinn.
Das ist genau das, was da eben auch schon steht. Und auch da werfe ich dir natürlich nicht Intent vor, sondern dass es in den meisten Fällen ist überzeichnet, weil den Leuten halt einfach da Geschichtswissen fehlt oder das einfach willkommen ist, um das Ganze dann eben auf eine besondere Art negativ zu überzeichnen. Weil auch dann muss ich mich mit dem Inhalt nicht auseinandersetzen. Das Spannende ist, dass Organisation Letzte Generation sehr, sehr transparent ist und man eben so und Just Oil eigentlich auch. Das heißt, man kann eigentlich sehen, warum machen sie das. Die haben auch sehr konkrete politische Forderungen, darüber wird aber nicht gesprochen und dass vorher und nachher meist eine ganze Reihe anderer Organisationen war. Parallel zu dieser ganzen Kartoffelbrei-Geschichte und Suppengeschichte und bla bla bla, war ja auch dieses, dass sie bei Wissing waren und dem mehrere hundert Schilder gebracht haben, weil er gesagt hat, ich kann kein Tempolimit machen, weil ich keine Schilder habe. Oh, also haben sie die Schilder gebracht. Darüber wurde interessanterweise wenig berichtet. Jetzt kann man natürlich behaupten, so, ja, wurde nicht berichtet, weil das andere das überdeckt hat. Nee, über so eine Aktion, so ähnliche gab es nämlich vorher auch schon, wurde auch nicht berichtet. Das heißt also, dieses, was sind gute Aktionen, Mobilisierungsformen und so weiter, darüber können wir uns noch unterhalten, so. Das ist jetzt aber gar nicht mal der Punkt jetzt hier an der Stelle. Es ist aber total spannend, dass so oder so der Diskurs hier an der falschen Stelle schon derailed ist. So, ne, wir reden nämlich nicht über die Inhalte und worum geht es eigentlich. Aber es ist interessant, mit dieser Schildergeschichte habe ich eine andere Wahrnehmung gehabt, nämlich, Okay. dass dann, also die war ja sozusagen entweder gleichzeitig oder kurz danach, dann einige Leute, die sozusagen sich beschwert haben über diese Bilderaktion, gesagt haben: Ach, guck mal, das ist doch viel besser. Okay, Mach doch sowas. ja. Und dann würde man sagen: Okay, hätten sie das auch getan, wenn es vorher die Aktion nicht gegeben hätte, die sie ablehnen? So. Ah. Also von daher. Ich blicke da etwas anders auf sozusagen das Gesamtphänomen von zivilen Ungehorsam. Wie gesagt, das andere ist eine Stilfrage, eine Inhaltsfrage, aber die Form an sich, da sollte man sehr vorsichtig sein, die als solche zu diskreditieren. Ja, abgesehen davon, dieses kann auch irgendwie gucken, die gesamte Geschichte, all die Sachen, die gewirkt haben in sozialen Bewegungen und so weiter, die waren nicht eben sowas wie, wir haben mal hier eine Petition oder wir haben mal hier kurz demonstriert. Das war immer, immer mehr, weil sich ansonsten das nicht bewegt. Das ist jetzt halt eben so. Sie müssten das nicht machen, wenn wir irgendwie vernünftigen Diskurse und so weiter. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir beide klicken da eh sehr ähnlich. Man könnte sogar so weit gehen, das ist eigentlich Kunst an sich. So, ne, ist performativ, egal. Wir gehen jetzt mal ganz kurz ein weiter und schauen uns mal dieses Modell an mit dem, ich habe nämlich auch so ein Beispiel mitgebracht, das habe ich aus Twitter geklaut, so. Dann kann das nämlich mal anwenden auf zum Beispiel die FDP und das Thema Tempolimit. Und da kann man jetzt eben gucken, diese verschiedenen Cluster, so, da gibt es nämlich genau die Sache, wir haben nicht genügend Schilder, die Freiheit ist eine Gefahr, wir brauchen große Lösungen in allen Bereichen, Technologieoffenheit, mit Richtig. E-Autos wäre das, jeder Einzelne kann ja langsamer fahren, Tempolimit bringt was nicht. Also im Prinzip genau die Klaviatur von, wie machen wir das denn? Man hätte auch einfach sagen können, meine ich. Oder irgendwie sowas wie dieses Jahr noch nicht. Oder aber ich finde es scheiße. So, ne? Nein, man hat sich so einen ganzen Reigen an Schwachsinnsargumenten einfallen lassen und so weiter. Das Interessante ist, dass das irgendwie rundherum im Diskurs halt irgendwie das nicht wirklich vernünftig gebankt worden ist. Also es gab natürlich Kritik daran, alle haben gewusst, er lügt und so weiter, aber man hat ihn dann trotzdem so ein bisschen davonkommen lassen. Und das Spannende ist nämlich dieses, der kommt noch kurz dazwischen. Man kann das nämlich auch noch mal, wenn man es dann ganz anders angreifen will, wenn es nicht darum geht zu verzögern oder halt irgendwie die Debatten zu steuern, dann kann man eben das Thema auch noch mal an seiner Wurzel angreifen. Das heißt auf Deutsch Plurf und international heißt es Flick. Da sucht man sich dann eben bestimmte Sachen raus. Wir könnten uns hier morgen ein paar Trolle aus einer Trollfabrik buchen für ein paar 10.000 € oder hier 10 Werkstudenten einstellen. Die wählen hier ein beliebiges Ding raus und schreiben dir direkt ein kleines Narrativ drumherum. Ja, da kannst du dann irgendwie Fake-Experten hochholen, die sagen, Klimawandel halt so wild. So, ne? Oder halt irgendwie sagen, Moving Goalposts gibt es auch als Shifting Baseline, dass man irgendwie sagt, so dieses, naja, das Ziel war ja dieses und jetzt ist es jenes oder, ne? Guckt halt eben von ganz anderen Sachen rauf. Oder eben, dass man sich bestimmte Daten raussucht und so weiter. Und damit versucht man halt irgendwie die Legitimität dieser ganzen Bildung von Konsens im Prinzip nochmal zu zerschießen. Das haben wir sehr schön gesehen bei Covid. Und das haben wir auch jahrelang gesehen bei Klima. Und das Thema ist eigentlich durch. Also, dass jetzt das Konsens ist, ist zumindest hier in Europa, ist man eigentlich so weit dabei. Aber das immer nur die Momentaufnahme. Das heißt, wenn du jetzt richtig Geld und Energie reinsteckst, dann könntest du auch in diesen Konsens wieder Löcher reinschießen. Und du brauchst eigentlich nur eine bestimmte Prozentzahl
an Leuten und dann hast du wieder die Schwierigkeit, dass so ein Diskurse anders laufen, Debatten anders laufen, Mehrheiten sich anders organisieren und so weiter. Jetzt kann wolltest du noch was? Gut. Nee. Ich jetzt kann man natürlich nur mal schwer durch, weil genau, ja, jetzt wird es nochmal bunt. Genau, jetzt wird es nochmal bunt. Jetzt kann ich den Witz aus der Anstalt hier mal wiederholen. Das ist im Prinzip so ein Großteil der deutschen Presselandschaft und da kann man jetzt halt eben sagen, das ist einfach Vielfalt oder es ist vielfach Einfalt. Nämlich, wenn man dann drauf schaut, wem gehört denn das Ganze, da sieht man dann eben, es gehört eigentlich nur wenigen Kapitalgesellschaften, beziehungsweise in den meisten Fällen sind das Familien, also so Medienoligarchien, denen das Ganze gehört. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Machtkonzentration, wenn man da eben genau drauf schaut. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, diese ganzen sind ja irgendwie unabhängig und so weiter und da gibt es ja irgendwie sowas wie journalistische Ethik und so. Wenn man sich so wie ich es kennengelernt habe und ich habe da selber nicht drin gearbeitet und habe da eben jetzt nicht unbedingt so ein Precht-Welzer-Verhältnis dazu, als dass ich mich versteigen würde, da jetzt irgendwie konkrete Punkte zu postulieren. Aber was ich eben kennengelernt habe, ist, dass es eben eine ganze Reihe von freien Redakteuren gibt, die dann irgendwie so einzeln bezahlt werden. Und es gibt so ein paar in Redaktionen, Chefredaktionen und so weiter, festgestellte Edelfedern, die tatsächlich sehr gut verdienen und dann auch schon natürlich so Status quo interessant finden. Und dann gibt es natürlich Herausgeber, die halt besonders stark vom Status quo profitieren und die dann selber von sich behaupten, sie hätten auf Blatt und Inhalt überhaupt keinen Einfluss. Und das sagen die auch immer, behaupten sie auch immer, außer wenn sie es dann doch haben. So, und dann hier sind mal so ein paar Beispiele, wie zum Beispiel dieses Ding, das hatten wir jetzt ja gehabt letztes Jahr, wo das Rechercheteam von Ippen da eine ganze Menge herausgefunden hat über Reichelt und was bei Springer da alles los ist, genau um diese ganzen Sachen mit komischen Verflechtungen, mit Fraternisierung hier irgendwie, Chefredakteur schläft irgendwie mit Praktikantinnen unter Versprechen von beruflichen Fortkommen und so weiter. Da haben die eine ganze Menge rausgefunden und dann hat dann tatsächlich dann eben hier der Chef von das Ganze dann eben direkt eingegriffen und gesagt, das möchte ich aber nicht veröffentlicht sehen, weil er eben seinem Kollegen damit jetzt eben nicht irgendwie schaden wollte. Das ging dann Umweg über den großen Teich, so, das musste dann erst, glaube ich, in der New York Times oder Washington Post erscheinen, damit sich da was bewegt. Oder eben dieses Beispiel hier, finde ich beinahe noch ein bisschen skandalöser, großer Finanzskandal Cum-Ex. Und da gab es halt eben in Hamburg die Warburg Bank und die Zeit hatte da eine ganze Menge drüber herausgefunden, wo dann der Herausgeber auch eingegriffen hat, dann eben gesehen hat, okay, da ist was los und dann quasi die Täter gewarnt hat und so. Und das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Was ich jetzt meine, ist jetzt nicht, dass irgendwie die sich ständig untereinander abstimmen. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Aber es gibt dann immer wieder den Punkt, wo so ein Narrativ oder beziehungsweise so ein Diskurs, so ein Punkt erreicht hat, wo es auf links oder auf rechts fallen kann. Und da kann eben schon sein, dass man sagt, ja, ich würde jetzt gerne nicht so viel darüber lesen oder eben so, ich jetzt gerne in die Richtung und so weiter. Und dann fällt da auch hin und wieder mal der Blocker. Beispielsweise Matthias Döpfner, der ja, nachdem Adidas gesagt hat, wir möchten eben an einigen Stellen keine Miete zahlen, während der Corona-Pandemie, da gab es ja dieses Moratorium, du konntest nicht rausgeschmissen werden. Ihm gehörten aber ein paar Gebäude, in dem Adidas drin Geschäfte hat und dann hat er eine größere Kampagne dagegen gefahren, war jetzt gerade erst in den Nachrichten oder halt eben, dass er hier, um das mal ein bisschen sein Weltbild darzustellen, dann eben gesagt hat, ja okay, wir leben ja eigentlich in so einem DDR-Obrigkeitsstaat und Deutschland ist ja eigentlich vom linksgrünen Faschismus halt irgendwie unterwandert und so weiter, also ein ganz, ganz schwieriges Weltbild und als er Julian Reichelt dann unter Tränen hat quasi feuern müssen, dann ja auch in SMS dann geschrieben hat, er ist der einzige aufrechte Deutsche, der hat ja eben kämpft und so weiter, der also richtig ein Weltbild, das schon, also ja, verfassungsfeindliche Tendenzen hat und das Spannende ist dann darauf angesprochen, der sagt dann eben, es war nur ein Scherz. Das war nur ein Scherz. Es ist zwar jedes Mal wieder dasselbe, was ich erzähle, aber es ist immer nur ein Scherz und so weiter. Und da lässt man ihn damit durchkommen. Ja klar, ist halt eben auch jemand, dem ein paar Anteile von Springer gehören, die er da irgendwie geschenkt bekommen hat und so weiter, was er auch nicht versteuern musste, interessanterweise. So, das heißt, der Mann hat richtig Macht und er hat ja scheinbar auch dann ein bestimmtes Weltbild. Und das zeigt sich dann darin, dass zum Beispiel dann ein Ulf Huch,
Was hier ist? An Ulf Poschert, da unten, da eben auch eingestellt ist und auch genau diesen Job macht. Nämlich erst so der Obertroll, dann eben bei der Welt, der dann eben sowas schreibt wie, hey, wenn ich sowas schreibe wie, ich freue mich aufs Böllern, da dauert eine Sekunde, damit halte ich aber eine Kohorte von politisch korrekten Aktivisten, Medienleuten und den zugehörigen politischen und vorpolitischen Raum für 24 Stunden auf Trab. Das ist kulturkämpferisch ein großer Vorteil, wenn man diese Leute mit solchen Mini-Aktionen beschäftigen kann und so Kräfte bindet. Was da also dahinter steht, ist also ein klares Verständnis davon, wo man sich befindet. Man ist halt ein Medienorgan, was dazu da ist, halt Werbung zu verkaufen mit umlaufendem Content, so, also verdient Geld dadurch, dass sie Anzeigen schalten und dass Leute halt irgendwie Preise bezahlen für die gedruckte Variante und so oder irgendwie Welt Plus und all so ein Quatsch und so. Aber es geht ja auch darum, eine politische Agenda, die dann irgendwie als Freiheit verbrämt ist, aber dann irgendwie vulgär-liberal ist und dann irgendwie auch teilweise eben ja, so ein bisschen am rechten Rand dann kratzt und so weiter dann eben voranzutreiben. Das heißt, es passt schon, es lässt sich ganz von der Hand weisen, dass eine Verbindung da ist, dass teilweise Medien, private Medienorgane dann vielleicht auch ein Stück weit eine Agenda haben, die mit dem Status quo zusammenhängt. Und darüber haben jetzt nicht ich mir nur Gedanken gemacht, sondern auch sehr viele Medienschaffende. So, und haben da mal drauf geschaut und sogar Bücher darüber geschrieben. Ne? Also dieses Buch hier total zu empfehlen. Medien in der Klimakrise haben das auch schon sehr schön belegt, dass es so seltsam ist, dass das irgendwie so ein wichtiges und großes Thema ist und so wenig Leute darüber berichten. Warum sind die denn so passiv? Das ist ja komisch. Auf der Republika dieses Jahr, glaube ich, waren 3 Medientheoretiker, die genau sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, warum das halt so ist. Da kommt natürlich richtigerweise sowas wie medienökonomisch ist das Thema nicht mehr neu und so weiter und irgendwie Leser möchten das vielleicht auch nicht lesen und so. Natürlich sind solche Faktoren dabei wichtig und gleichzeitig ist aber auch so ein Punkt von, naja gut, vielleicht passt mir das jetzt auch einfach gerade nicht in Kram. Wie zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie jemanden wie Tante oder Veronika Kracher im Interview hast, so beide sagen ganz offen, dass sie halt irgendwie politisch, also wirtschaftspolitisch an einer anderen Ecke verortet sind, das taucht dann häufig in Interviews nicht auf. Also das ist schon ganz spannend und das ist auch nicht kein deutsches Problem, das hast du nämlich international. In UK beispielsweise tauchte, weil man Medienerzeugnisse ausgewertet für 2020, 10-mal mehr das Wort Kuchen auf als Klimawandel. Jetzt kann man natürlich sagen, 2020 haben viele Leute gebacken und Kuchen ist ja ein wichtiges Thema, aber jetzt könnte man natürlich sagen, die größte Menschheitskatastrophe seit Menschgedenken ist vielleicht auch ein Thema, taucht aber nicht so häufig aus. Wieso ist das so? Ne? Also auch Bananenbrot ist häufiger als Windkraft und Solarkraft und Scotch Egg doppelt so hoch genannt wie Biodiversity. Das ist ja alles irgendwie lustig, aber eigentlich ist das alles todtraurig. Mhm. So, und auch hier, es gibt keine Verschwörung, es gibt einfach nur teilweise halt eben Interesse. Diese Interessen findet man auch jetzt nicht bei Wälzer und Precht und so weiter, sondern man kann sie einfach bei Chomsky nachlesen, weil der hat vor 35 Jahren ein Modell entwickelt, das ist dieses 5- beziehungsweise inzwischen das 6-News-Filter-Modell, ist auch mehrfach in mehreren Ländern getestet worden, kommt jedes Mal wieder raus mit, das funktioniert irgendwie so. Gehen wir jetzt nicht in der Tiefe drauf ein, aber im Prinzip ist es eben so, dass Medien bestimmten Regeln unterliegen und bestimmte Gründe haben, für einige Themen zu setzen und andere Themen nicht so stark zu setzen. Und das finden wir halt eben auch hier. Das ist leider so. Und wenn wir dann irgendwie schauen von, warum sind die Leute schlecht informiert? Warum gibt es wenig medialen Druck? Warum tut die Politik so wenig? Fühlt sich vielleicht auch wenig getrieben? So. Und warum wissen wir von bestimmten Sachen einfach nichts? Diese Zusammenhänge, die ich beim letzten Mal erzählt habe, was ich so aus Zuschriften entnommen habe, war das für viele Leute ja auch neu. Da gibt es einfach einen Grund für. Und das ist halt eben auch, das ist ein schreckliches Thema, ein großes Thema, ein komplexes Thema, auch ein Thema, was jetzt nicht so clickbaity ist und so. Und dann gibt es noch andere Gründe, warum das ist. Es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Wie gesagt, es gibt keine Verschwörung. Es gibt einfach nur gute Gründe, das Thema nicht so stark zu bringen. Und das ist für uns alle aber ein großer Nachteil. Ich bin nachhaltig schockiert, dass die Publikation Metal Hammer bei Springer ist. Ja, das sind wir alle, das ist furchtbar. Aber das Witzige ist halt eben, es kommt ja, das Thema, du kommst natürlich drum, nicht drumherum, du musst es ja irgendwie bringen und so weiter und teilweise werden ja auch dann Themen gesetzt und so. Aber dadurch, wenn du das im Hinterkopf hast, dann erklären sich auch total die nächsten 3 Seiten, wo wir mal so ein paar Ausrisse haben. Nämlich sowas wie, wir haben schon größere Probleme als den Klimawandel bewältigt, was erstmal nicht stimmt und so, aber was der alte Mann sagt, lass ihn mal reden. So, der ist dann vielleicht auch schlecht informiert, aber das hast du dann eben auf dem Titel. So, und damit hast du dann jemanden, der staatstragende Werf und so weiter, da ist dann auch nicht im Artikel dann sowas wie, damit hat er Unrecht oder man weiß eben heute, dass es nicht so ist. Und so.
Das kommt dann eben nicht, ne? Das mit Auslassung. Oder mancher Klimaschützer träumt schon von der Ökodiktatur. Nachdem man vor 20 Jahren gemerkt hat, wir müssen in eine große Transformation gehen, hat man ganz früh angefangen, Ökosozialismus und Ökodiktatur als Themen zu bringen, von den Leuten, die den Status quo verteidigen. Die haben ganz früh diese beiden Begriffe gesetzt, weil klar war, dass wir, wenn wir uns da rausbewegen wollen, ein bisschen Staatsdirigismus werden brauchen. Für eine gewisse Zeit. Also eine gewisse Transformation wird man haben müssen mit Staatsdirigismus und dass man sagt, okay, bestimmte Sachen gehen nicht mehr. Und deswegen wird dieser Begriff schon ganz früh verwendet und auch bewusst so negativ geframed. Nackensteg ist Deutschland und so weiter, war halt schon gruselig. Dann hier der alten Bockum ist ja sowieso irgendwie total hier Resterampe, aber der sagt dann halt eben so, die Schüler, die für eine noch strengere Klimapolitik demonstrieren, können sich nicht darum herumreden, dass ihnen der Klimawandel nicht viel wichtiger ist als der Genuss eines schulfreien Tages. Genau. Was da Projektion? Ne? Also mehr 50er Jahre geht ja gar nicht so. Ne? Oder eben das auch geil, Autoverbot und Spargelinquisition der grünen Sekte. Das sind Headlines von einem großen Medienerzeugnis. Das muss man sich mal vorstellen. Also debiler geht es kaum. Oder Stadt Essen macht sich zum verlängerten Arm der Fahrradlobby. Da wird dann jetzt also die Fahrradlobby erfunden, so als ob es da irgendwie so eine Verschwörung gibt von Leuten, die halt irgendwie, ne, und so weiter. Natürlich gibt es Interessenverbände und die haben halt eben dann auch etwas, das sich stark machen für irgendwas, aber daraus wird dann Fahrradlobby gemacht und die Stadt Essen ist quasi, macht sich zum verlängerten Arm, bedeutet also hier gibt es dann unfaire Absprachen. Das muss man sich vorstellen, was für ein Duktus das ist. Was dann hier bewusst erzeugt werden soll für ein Bild. Ich kann aber noch schriller, pass auf, gerade eben noch Klimawandel verharmlosen und dann als nächstes, was ist bloß mit unserer Erde los? Und Hilfe, unsere liebsten Urlaubsländer vertrocknen. Ist lustig, weil zur selben Zeit nämlich der Rhein leer gelaufen war oder fast trocken war. So, ne? Aber das sind dann Sachen, die laufen dann quasi gerade eben noch Klimawandel und dann hier schon, oh Gott, was vertrocknet und ich weiß gar nicht warum. Ne? Damit ja nicht rauskommt, dieses von wegen, das eine hängt mit dem anderen zusammen, dann gibt es dann eben so Klimaschutz, was für Profis und nicht für Kids von der Straße. Also er steht auf der Straße, aber von der Straße schwingt halt irgendwie auch immer ein bisschen mit. So schön, wie er da steht, so gestriegelt, das ist ja fescher Bur. Ne? So, der Christian Lindner, das ist ein richtiges Home-Story-Foto von keinem anderen Politiker, hast du das? Aber das hilft halt total, wenn deine Ex-Frau und deine aktuelle Frau bei Springer in hohen Positionen sind, dann kannst du dich ja auch so Home-Story-mäßig ausstellen lassen. Der hat halt die Christian-Wulff-Lehre nicht gelernt, dass er wahrscheinlich auch am Ende von denen dann gekreuzigt wird. Konsensus Gap ist halt eben, das kommt raus, wenn du das so ein Medienquatsch halt die ganze Zeit weiterlaufen lässt. In Amerika hast du so weit sturmreif geschossen, dass die meisten oder sehr viele Leute halt irgendwie denken, Wissenschaftler sind sich nicht einig, was den Klimawandel angeht. Wenn du lang genug diese Botschaften bringst, wie zum Beispiel auch Kulturmarxismus, ist ein Begriff aus, ich glaube, in Mein Kampf kommt das vor, aber zumindest die Nazis haben das in den 20ern und 30ern immer wieder verwendet. Kulturmarxismus als, es gibt eine Verschwörung im Kulturbereich, der uns schwächen und unterwerfen will. Das ist etwas, was hier wieder Einzug gefunden hat in den Sprachgebrauch. Damit hat es dann auch die Legitimation von oben, das zu benutzen. Wird dann auch immer so geframed mit Klimaschützer sind das ja. Ne? Und dann hast du genau das, was du unten in der Mitte hast, nämlich wo dann der dritte Weg sagt, eben hängt die Grünen. Damit haben die dann nachher, sie haben sich vor Gericht damit rausgeredet, wir meinen ja nur irgendwie, man soll die Schilder höher hängen und so weiter und so weiter. Aber nein, das war schon ganz klar zu sagen, dieses, wer uns wählt, der wählt den anderen Weg und der andere Weg, den wir verdecken gar nicht, wo wir hinwollen. Und die FPÖ, die ja ähnlich grenzdebil sind, da kam mal so eine Initiative in Österreich, dieses von wegen, wir sollten mal wegen Schweineschnitzel und so weiter, irgendwie A ist nicht gesund, B ist nicht gut fürs Klima, C haben wir inzwischen andere Essgewohnheiten, D haben wir auch einen Migrationsanteil, lass da doch mal ein bisschen moderner denken. Da haben die gesagt, nein, nein, Schnitzelpflicht. Die Kinder werden gezwungen, das Schnitzel zu essen und so weiter. So, ne? Also sowas fällt dann eben rein in den Diskurs und ist dann eine legal, also ist dann eine legitime Position, über die man dann redet. All diesen Sachen ist gemein. Wir reden nicht über den Klimawandel selbst. Wir reden auch nicht über Lösungen. Wir reden nicht darüber, dass wir das tun müssen. Und was ich nochmal wirklich als Learning rausnehme, weil auch alle diese Beispiele in das reinfallen, was du uns ja gerade erklärt hast, nämlich sie binden Kräfte. Weil was passiert, wenn wir diese Headlines haben? Sie kursieren in den sozialen Netzwerken A von den Leuten, die das geil finden, und B von den Leuten, die sich darüber empören und die gleichzeitig ihre Zeit und Energie damit verbringen, das natürlich logischerweise sich darüber zu empören, weil es empörenswert ist. Und von daher würde ich auch nochmal sozusagen als Hinweis geben, die Figuren wie Anna Schneider, Nena Schink und wie sie alle heißen, das sind alles, ich würde mal sagen, so Honeypots,
für progressive Kräfte. Damit kann man sich wunderbar beschäftigen, da kann man sich abarbeiten dran. Ich selber mache das auch gerne, weil es ja auch wirklich so immens triggert. Also, und man hat ja gerade durch das Ulf-Poscher-Zitat vorhin gesehen, sie geben es ja zu, so zu handeln. Also zu sagen, damit wollen wir die Kräfte binden. Und damit beschäftigen wir die Leute und wir verdienen damit noch Geld und wir befeuern sozusagen eine politische Agenda. Das sollte man sozusagen auch immer wieder im Hinterkopf haben. Und da ist es natürlich spannend zu schauen, was für Strategien kann man eigentlich da entwickeln, weil man kann es nicht ignorieren und freilaufen lassen. So, aber man kann auch nicht so viel Zeit damit vergeuden. Ja, wichtiger Punkt, ne? Das, gleichzeitig hast du dann die Leute, die dann das geil finden, die feiern sie ab, die gucken dann deswegen hin. Und wenn die Leute sich engagen, also im Sinne von dann dagegen angehen oder sagen, jawohl, so will ich's und so weiter, dann hast du in Social Media natürlich auch eine ganz andere Traktion und so weiter, kommst du mehr nach vorne. Das heißt, dieses Geschäftsmodell Hass und dieses Geschäftsmodell Zwietracht und so weiter, das funktioniert einfach in dieser modernen Medienökonomie. Und so, vernünftiges, nur um das nochmal ganz deutlich zu betonen, weil auch das ist jetzt immer krasser. Wir haben keine vernünftige Regulierung von Presse. Also der Presserat und so weiter, das ist ein Witz. Also klar, man kann Beschwerde und so weiter einreichen, aber welche Konsequenz hat es? Also wir haben gar keine Konsequenzen bei ethischen Verstößen in der Presse. Da sollte man vielleicht mal in diese Richtung denken und hinwirken. Weiß ich aber schon, was dann als Gegennarrativ kam. Kommt, gerade von Anna Schneider, ist natürlich die Freiheit. Wir können uns beide hinsetzen und wir würden wahrscheinlich die drei Artikel sofort schreiben können, die dazu rausgefeuert werden. Man könnte ja erstmal anfangen und sagen, es gibt ja nicht nur das Presseprivileg, es gibt auch das Pressegeheimnis. Mhm. Und man könnte ja zum Beispiel sich auch mal auseinandersetzen, wo fließt da denn Geld, an wen, wie gut sind denn da Verbindungen und so weiter. So. Also ich glaube, es gibt eine Reihe von Sachen, die man sich da angucken kann. Und man muss halt eben auch überlegen, in dem Moment, wenn da halt irgendwie so, also wir müssen uns dann nur mal angucken, was Deutschlandkurier so schreibt oder die Epoch Times oder so oder Ach Gut oder so. Ne? Da hast du halt eben Sachen, die sind dann richterlich schon festgestellt, also das ist Rechtsextremismus, das ist Rassismus, das ist Volksverhetzung. So. Und wenn das dann regelmäßig passiert, dann muss da halt irgendwie auch was passieren eigentlich so in der Gesellschaft. Also egal, führt es zu weit so, aber es ist schon spannend, dass wir da so wenig haben. Mhm. Aus der Vergangenheit kann man es verstehen, aber inzwischen wird dieses Recht halt umgenützt und missbraucht, muss man eben so sagen. So, und dann hast du eben auch sowas, wie es dann schon wieder konkret auf unser Thema läuft, nämlich dieses, dass dann eben CDU-Energieexperten dann sagen, wir brauchen bundesweite Abstandsregeln für Windkraft oder dann eben Laschet sich dann hinstellt und sagt so, ja, man muss halt irgendwie klar machen, Klimawandel geht jetzt nicht so fix. Und dann hast du halt eben die neue DGB-Chefin, die dann irgendwie sagt so, die dann auch lobbyiert hat, also nicht sie persönlich, aber DGB hat dann eben lobbyiert auch in Europa für schlechtere Klimapolitik. Die dann irgendwie sagt, also sie macht sie zum Handlanger des Kapitals. Also genau, wenn du jetzt eben guckst, so Gewerkschafter sollen ja eigentlich Vertretung der Arbeitnehmer gegen das Kapital sein. Mhm. So, ne? Nicht per se Opposition, aber wenn es dann eben auseinanderläuft und die Interessen laufen hier mittelfristig bis langfristig komplett auseinander, müssten sie eigentlich ein Interesse dran haben, auch im Sinne von Standort Deutschland und so weiter. Aber stattdessen sagt sie genau das Gegenteil, nämlich dieses so von wegen so, naja, also Klimaschutz und so weiter lieber nicht und so. So, und damit haben wir nämlich genau das, was wir auch oben schon hatten, nur als Gruppe. Und das ist total spannend, denn die beide, sie dürfte wahrscheinlich so das 4- bis 5-fache von dem verdienen, was wir verdienen. Das heißt, auch da ist neben diesem, dass man das, die Ideologie erhalten will und dass man natürlich auch gleichzeitig mit dem Tarifpartner irgendwie cool sein will, auch etwas, man schützt auch ein Stück weit immer seine eigenen Interessen, seine eigene Ideologie. Links unten ist was Geiles, da haben die CDU sich mal als AstroTurfer probiert. Die haben nämlich probiert, eine Aktion aufzurufen gegen Fridays for Future, die mit dem Slogan Ficken statt Streiken aufgetreten ist, wo die gesagt haben, und da haben sie nachher versucht, das ja einzufangen, sagen, das heißt ja feiern und so. Nein, Quatsch, das ging wirklich darum, deswegen heißt es auch Fridays for Fun, hol dir dann Fridays for Fun Starter-Paket, um dann Jugendliche davon abzuhalten, sich politisch zu betätigen und stattdessen lieber nichts zu machen. Ist natürlich sofort debunked worden, dass alles Blödsinn ist und so, aber das wird halt ja nicht ohne Grund gemacht, so, ne? Sondern das macht man halt, damit man diese Bewegung an sich aufhält und damit man gleichzeitig ein weiteres Narrativ angebot hat für all die anderen, die sich da organisieren können, damit auch eine Gegenöffentlichkeit schafft und so weiter. Das muss man sich vorstellen. So, ne? Das ist ungefähr so, als hätte ich die Friedensbewegung und ich gründe jetzt als eine Partei eine so Jugend für den Krieg oder so. Ne? Und dann, also das ist halt echt crazy. Also sie dürfen das ja machen, ist ja okay, aber es ist wichtig, glaube ich, dass man eben auch weiß, dass es sowas gibt. Ja.
Jetzt gehen wir ganz kurz aus den Medien wieder raus und dann kommen wir nämlich auch schon auf die Zielgeraden. Was nämlich wichtig ist, ist, glaube ich, auch, wenn wir uns jetzt Unternehmen anschauen und so weiter, dann ist es ja unheimlich viel und auch ganz, ganz viele Leute und so weiter, gerade weltweit und so weiter. Aber es gibt eine hohe Konzentration in dieser ganzen Geschichte und diese hohe Konzentration, die ist auch wichtig zu betrachten. Zum einen, es kommen drei Punkte. Zum einen ist es so, dass wenn man jetzt eben drauf schaut, wo kommen die ganzen Emissionen her, dann sieht man, es sind halt relativ wenig Unternehmen, die fast den großen, also den größeren Teil der CO2-Emissionen, nicht fast alles, aber wirklich den viel größeren Teil machen. Die stellen das natürlich jetzt bereit, also im Sinne von, wenn da sind dann eben viele Energieunternehmen dabei, diese Energie wird ja woanders verbraucht, logisch, ne? Also das spricht jetzt alle anderen Akteure nicht davon frei. Es ist nur aber spannend zu sehen, dass wenn man dann reinguckt, und das ist natürlich viel Fossilindustrie, dass das gar nicht so viele Akteure sind. Also in Deutschland haben wir mehrere Millionen Unternehmen, dadurch, dass eben auch viele Körperschaften, Mantelgesellschaften, Unternehmen, die vielleicht in Liquidation sind. Also es gibt unheimlich viele Unternehmen und Personengesellschaften und so weiter. Es gibt unheimlich viele Unternehmen, juristische Gesellschaften und so weiter, weltweit noch viel mehr. Aber wenn du dann eben guckst, wo kommt denn eben ursächlich die erste, wo entsteht denn die erste Emission, die hier am Anfang dieser Kette ist, dann sind es halt eben 100 Unternehmen für 71%. Das finde ich an sich ganz spannend, weil das nämlich auch zeigt, erstmal dieses, natürlich ist das alles super komplex und ein Netzwerk und so, und gleichzeitig sind die Knotenpunkte nur wenige. Und das zeigt sich auch an einer anderen Stelle, weil Unternehmen selber, wenn sie jetzt bestimmten Leuten gehören, dann haben sie in der Regel halt Leute, die darauf aufpassen, dass auch das passiert, was man will. Also was, dass das Kapital ist ja irgendwo angelegt und dafür wird dann Macht übertragen, Verantwortung übertragen. Und in der Regel gibt es dann eine Aufsichtsfunktion, also sowas wie zum Beispiel Aufsichtsrat in einigen Ländern, das Verwaltungsrat und so weiter, kann von Banken sein und so weiter. Aber in der Regel kommt das von der Seite, wo das Geld herkommt. Jetzt ist es so, dass Unternehmen teilweise anderen Unternehmen gehören, dann ist halt eben Unternehmensvertreter der Muttergesellschaft dabei und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich so große Anlagegesellschaften, Pensionsfonds und so weiter, die unheimlich viel Geld zusammengesammelt haben und deswegen auch in vielen Unternehmen drin sitzen. Und dann gibt es die Spielart, dass Unternehmen teilweise kreuzbeteiligt sind und sich gegenseitig dann überwachen. Das haben die in St. Gallen, das ist ja nun nicht gerade der Hort linker Politik oder guter Gesellschaftsdings und so weiter, sondern das ist halt eben eine Universität, die deren Wirtschaftsschmiede halt eben tatsächlich sehr renommiert ist und so weiter. Die haben sich das mal angesehen, haben das analysiert und haben mal drauf geguckt, wie viele Unternehmen denn, wenn man jetzt all diese ganzen Verflechtungen nach oben guckt, sind denn die, die die Hauptverantwortung tragen, und kamen dann drauf, es sind tatsächlich 147 Unternehmen. Das heißt, diese Kriegen wir ganzen alle in einen Raum? Ja, diese ganzen Unternehmen, natürlich sind jetzt nicht alle Unternehmen quasi in so einem Netzwerk zusammengeschlossen, aber wenn man jetzt halt irgendwie die ganzen wesentlichen großen Kapitalgesellschaften und so weiter anguckt und so, dann haben meist immer irgendeine Bank was zu sagen und so weiter. Wenn man da dann guckt, dann sitzt halt auch nicht mehr so viele und so. Das haben die mehrfach gemacht und so weiter. Und also die haben das nicht nur einmal sich angesehen und so weiter. Das kommt jetzt eben raus, 147 Unternehmen haben einen sehr großen Einfluss, beziehungsweise sei es Überwachung oder direkt Steuerungseinfluss auf die gesamte Weltwirtschaft. Das ist an sich halt eben ein spannendes Ding so. Und wenn man dann drauf guckt, wem gehört denn der ganze Bums, also sprich dieses, wer sind denn am Ende dann die Eigentümer, da kommt man eben drauf, dass es eigentlich nur 500 Familien sind, 500 Menschen, die halt eben auf sich so ein Vermögen von irgendwie so etwas über 7 Billionen zusammen vereinigen. Also das heißt, diese Art von Konzentration ist auch interessant. Du könntest, was gerade eben gesagt, die passen alle in einem Raum, genau. Wir können im Prinzip die UNO einmal mieten und auf die einen Seite die 500 Menschen da reintun, auf die anderen Seite 500 Staatenvertreter, und dann können wir sagen, wollen wir den Planeten retten, ja oder nein? Also was ich sagen will, ist natürlich, haben wir eine riesenkomplexe Sache zu klären. Und auch, das ist eine Mammutaufgabe, eine Generationenaufgabe, muss da unheimlich viel tun. Und gleichzeitig ist es aber gar nicht so bienenstöckig, wie man meint, sondern es wird natürlich nie nur helfen, diese 500 zu überzeugen. Und wir wissen natürlich selber, es sind auch mehr als 147 Unternehmen, die Macht haben und so. Ist alles richtig so, ne? Aber dieses Gefühl von wegen, wir sind in so einer Art atomistischem Kosmos und wir müssen quasi hier ganz viele Sandkörner nebeneinander stellen, damit das irgendwie klappt. Und deswegen kann es ja gar nicht funktionieren. Das stimmt einfach nicht. Es gibt einfach hier eine ganze Menge Verbindungen, die auch eine ganze Menge Macht haben und so weiter und auch eine ganze Menge Interessen teilen und so weiter. Und da sind die Wege manchmal eben kurz. Und wir können uns natürlich als Gesellschaft auch mit dieser Art von Komplexität und auch dieser Art von Vernetzung auch irgendwie auseinandersetzen und akzeptieren, dass es sie gibt, und versuchen, damit zu arbeiten. Ja, krass. Also das mir nochmal auch vor Augen geführt, das ist schon richtig heftig. Bei wie viele Menschen sind wir auf dem Planeten?
paar Milliarden, acht. Ja, bald sind es acht, ne? Ich glaube, das dauert acht. Noch ein, zwei. Und das sind halt fucking 500 Leute. Ja, das ist ja dieses, weißt du, das ist jetzt, wenn man genau drüber nachdenkt, braucht das niemanden so richtig doll zu überraschen, weil wir ständig auch hören, die Hälfte der Weltbevölkerung gehört halt irgendwie fünf Leuten und so. Das ist genau das. Das ist genau das. Das findet sich in sowas wieder. Die haben ja nicht irgendwie Geldspeicher wie Donald Duck, sondern die haben Assets, ja, und, was weiß ich, wo das eben darüber läuft. Aber Jens, eben, die haben bestimmt auch ganz viel dafür gearbeitet. Die haben ganz viel gearbeitet, die haben vor allem 8 Billionen Mal härter gearbeitet als wir. Das ist klar. Die haben auch nichts geerbt. Die haben das alles mit ihren eigenen Händen erarbeitet und so weiter. Auch immer nur im Rahmen der Regeln. Immer. Das ist normal. Ja. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, was kann man denn mit dieser ganzen Machtkonzentration machen? Na, man kann vor allen Dingen, und das ist auch ein Grund, um weiter reich zu bleiben, man kann halt eben dafür sorgen, dass mediale Öffentlichkeit nicht an den Rand geht, wo der Reichtum sich versammelt, sondern an den Rand geht, wo Armut und Entrechtung und schlecht verteilte Lebenschancen sich konzentrieren und dann sagen, hier der böse Hartz-IV-Empfänger, der macht ja den Standort Deutschland kaputt. Ist totaler Blödsinn und so weiter und weiß auch jeder, der wird halt irgendwie dann die werden halt Klassen aufeinander gehetzt und so weiter, aber was wir uns wirklich angucken sollten, der eigentliche Schaden entsteht durch Steuerverkürzung, Steuerflucht, Steuervermeidung eben an der oberen Ecke. Die 100 Milliarden, die wissen wir relativ sicher, teilweise geht die Schätzung auch bis 300 Milliarden hoch in Deutschland. Ja. Und das ist halt eben krass, dass wir das seit Jahren wissen, seit Jahrzehnten wissen, dass sogar der Staat Bayern im Ausland Werbung dafür macht. Das wissen wir aus den Schlötterer-Unterlagen. Werbung damit macht, dass er sagt, bei uns ist die Steuerfahndung nicht besonders stark. Bitte siedel dich in Bayern an. So, ne? Also da ist halt eben etwas richtig ins Rutschen gekommen, dass man eben sagt, so okay, so Steuern sind ja quasi ein lästliches Verbrechen und sind ja eigentlich auch irgendwie Raub und so weiter. Aber eigentlich ist das ja, was hier passiert, wir lassen den Hut rumgehen, den Klingelbeutel, damit wir gemeinsam Krankenschwester bezahlen und Feuerwehren und Straßen und Schulen und so weiter. Und die Stärksten, die dann da sind, die zahlen ihren Anteil nicht. Und würden die ihren Fair Share zahlen, wären wir aber ganz woanders. Denn in Europa ist die Steuerhinterziehung so bei knapp 1 Billion. Und wenn man weiß, pro Jahr, wenn man weiß, die ganze Transformation, die zu bezahlen, würde knapp in Europa knapp 2 Billionen kosten, weltweit circa 8. So, dann würde das, wenn jeder sein Fair Share zahlt, sogar im bestehenden System noch relativ einfach abbildbar sein. Wir bräuchten noch nicht mal irgendwie sowas wie die Vermögensteuer oder eine echte Erbschaftssteuer oder eine Sonderabgabe oder sonst irgendwas. Man könnte schon mit den Mitteln, die wir haben, aber wir haben das eben so organisiert, dass man eben drumherum kommt und dadurch erhöht sich natürlich dann auch Reichtum. Und das ist sehr deutlich geworden, als in Davos hier der Rutger Breckmann sich dort hingesetzt hat auf einem Panel so und dann haben da ganz viele geredet von wegen, ja, müsst ihr was machen wegen dem Klima und das ist ja auch so schwierig und wir nehmen das ganz ernst und er gesagt hat, wollt ihr mich verarschen, ja, wir reden hier darüber, dass das Haus brennt und ihr klaut der Feuerwehr das Wasser. Weil worüber ihr nicht reden wollt, ist Tax Evasion. So, ihr seid alle hier und ihr seid alle reich, weil ihr uns das Geld gestohlen habt, was ihr hättet eben geben sollen als Steuern. Und wenn wir das hätten, würden wir ganz woanders da stehen. Und damit hat er im Grunde genommen auch recht. Er hat auch andere Worte gewählt. So, das Spannende ist aber, er durfte dann da nicht mehr so richtig reden und also den gibt's noch und so, aber der lehrt auch noch immer, er durfte nur nicht mehr dahin reisen. Rutger, ich habe dir eine E-Mail geschrieben, wir wollen dich in der Sendung haben, bitte lies sie mal. Nee, also das bringt es auf den Punkt. Ne? Das heißt, also dieses ganze Thema Ungerechtigkeit an verschiedenen Stellen, das ist eben etwas, wo es uns auch an verschiedenen Stellen dann eben trifft. So. Und übrigens, ja, das ist nochmal ein wichtiger Punkt dabei. Also dieses, was wir halt eben auch gerade haben in der Landwirtschaft und so weiter und illegaler Fischerei. So, ne, also nur 7% der Weltmeere sind ja tatsächlich nachhaltig befischt. Das meiste davon ist dann eben nicht nachhaltig und auch schon außerhalb von Konzessionen. Man hat ja so Fischereirechte vergeben, damit die Fischbestände wiederholen. Die werden dann sehr gerne unterlaufen. All dieses ganze Geld, was dabei entsteht, fließt auch durch Steuerparadiese. So, und das erklärt dann auch eben, warum da teilweise so Strukturen da sind. Also je konzentrierter eine Branche ist und je näher das drin an Ressourcen und so weiter, desto filziger wird es dann auch schnell. So, jetzt natürlich die Sache, Jens, aber hey, wir haben eine Demokratie und so weiter, das werden wir doch irgendwie alles jetzt noch irgendwie einfangen können und eigentlich kann das eine mit dem anderen ja nichts zu tun haben, weil wir haben ja Checks and Balances und so weiter. Und ja, das stimmt, außer
wenn es nicht stimmt. Das haben nämlich diese beiden Professoren, ich glaube vom MIT oder von Harvard, haben das untersucht. Die haben 20 Jahre lang, also 20 Jahre Politik ausgewertet, waren sehr, sehr lange, sehr umfangreiches Projekt und haben den Beleg gebracht, es gibt eigentlich tatsächlich keinen Einfluss von mittleren und kleinen Einkommenklassen und ihren Interessen auf politische Willensbildung. Immer nur dann gibt es einen, und dann liegt die Chance bei 30%, dass da irgendwie Interessen durchgesetzt werden, wenn es auch gleichzeitig in Verbindung steht mit den Interessen von sehr hohen Einkommen und Vermögen. Das hat man dann tatsächlich, dann wurde das natürlich angegriffen, da gab es dann eine Studie, die dann gesagt hat, zum Ergebnis kam, das stimmt nicht. Es gab dann aber noch 9 weitere Studien, die das dann nochmal belegt haben. Ja, in der modernen Demokratie in den Staaten hast du das Problem, dass Einflussnahme auf politische Willensbildung, auf politische Entscheidungsträger so hoch ist, dass dann Politik nicht gemacht wird für tatsächlich alle, sondern eben für bestimmte Gruppen. Und das ist etwas, was wir dann auch aus der anekdotischen Evidenz und auch irgendwie Newspaper und so weiter auch sehr leicht nachzeichnen können. Das gibt es halt schon lange und das ist natürlich ein Problem. Und jetzt kann man natürlich sagen, aber wir sind ja hier in Deutschland und hier in Deutschland ist es aber auch nicht viel anders, nämlich wir haben das ein paar Mal vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, der kam nämlich zu ähnlichen Ergebnissen und dann hat Andrea Nahles gesagt, ach, ich gebe das mal raus, diese Untersuchung hat sie gemacht und kam leider mit einem Ergebnis zurück, was ihr dann nicht gefallen hat so richtig, also im Sinne von so, das war dann leider auch die Bestätigung dessen, dass es auch bei uns nicht viel anders ist, spricht von einer Krise der Repräsentation, Personen mit geringem Einkommen verzichten auf politische Partizipation, weil sie Erfahrung machen, dass sich die Politik in ihren Entscheidungen weniger an ihnen orientiert und die Wahrscheinlichkeit, sie machen die Erfahrung, ne? Sie haben nicht den Eindruck, sie machen die Erfahrung. Und die Wahrscheinlichkeit für eine Politikveränderung ist wesentlich höher, wenn diese Politikveränderung von einer großen Anzahl von Menschen mit höherem Einkommen unterstützt wird. Das ist auch nicht verwunderlich, dass es auch bei uns ist. Wir haben natürlich andere Checks and Balances und so weiter, aber dass dieser Einfluss da ist, der ist belegt auch durch mehrere Sachen. Und das heißt nicht, dass Demokratie nicht funktioniert. Das heißt auch nicht, dass das System irgendwie gestürzt oder umgebaut werden muss. Das System an sich ist in Ordnung. Wir müssen nur anerkennen, dass es natürlich Leute gibt, die ihre Interessen durchsetzen und dass die über mehr Kapital verfügen, nämlich Access und Geld meistens, um das zu tun. Und dann manchmal auch einfach ideologisch auch einen sehr guten Unterbau haben, um das zu machen und so. Und das führt dann eben dazu, dass Leute, die halt von diesem System profitieren, auch leichter Einfluss nehmen können, um das System zu halten. Das ist halt so. Das mag jetzt auch niemanden so richtig verwundern, weil wer politisch interessiert ist, kann das auch ablesen aus der Entwicklung. Und es gibt da für einen Fachbegriff, da muss man ein bisschen aufpassen, weil der wurde sowohl von den Braunen als auch von den Roten missbraucht. Aber das ist Plutokratie. Dass man eben sagt, wir haben jetzt immer noch eine Demokratie, aber sie hat dann eben an einigen Stellen plutokratische Züge, nämlich die Herrschaftsform mit der Vermögen, die entscheidende Voraussetzung für die Teilhabe an der Herrschaft ist, also die Herrschaft des Geldes. Man kann nicht von der Hand weisen, dass hier Geld einen Einfluss hat. Also es gibt dann immer auch gerade arrivierte Politiker, konservative Politiker, die dann teilweise Lebenslügen aufsitzen und teilweise das aber auch bewusst machen, weil sie Teil des Systems sind, dass sie behaupten, one man, one vote, und das wäre das Einzige, was politische Willensbildung hat. Gibt aber keine Evidenz dafür, dass es das so ist, sondern es gibt dann eine Reihe von Einflüssen über das Jahr, die dann genauso sind. Sieht man zum Beispiel daran, da war Andreas Scheuer hier ein gutes Beispiel dafür, ehemaliger Verkehrsminister, der ja gelobt worden ist von Söder, dass er sehr viel Geld nach Bayern gebracht hat, so viel zum Thema Bundesminister, der während seiner so einem bestimmten Verfahren irgendwie so 19 Lobbyvertreter von der Automobilindustrie angehört hat und mehrere Leute von Umweltverbänden und so weiter dann explizit nicht angehört hat. Also diese Art von, wer hat den Zugang und wer steuert den Zugang und was können die Leute denn sagen und so weiter, das macht schon einen Unterschied. Allein schon, dass Susanne Klatten in der Zeit, wo Merkel regiert hat, mehrfach sie getroffen hat, und sie ist ja nur one person, one vote, ja. Und sie ist ja nicht die Chefin von BMW, sondern ihr gehört nur ein signifikanter Anteil davon. Das heißt, eigentlich hat sie noch nicht mal zur Wirtschaftspolitik was zu sagen, oder sonst irgendwas, sondern sie ist ja, das ist schon sehr, sehr spannend, aber das ist eben genau das, wer jetzt Bourdieu gut kennt und da viel gelesen hat und so weiter, der sieht genau, mit was da gehandelt wird, warum das tatsächlich relevant ist, und das ist halt eben etwas, was sich in der Praxis zeigt. Ja, und es ist ja quasi auch schon auf der ganz simpelsten Ebene sehr einleuchtend. Also wer kann sich denn überhaupt auch die Zeit nehmen für politisches Engagement? Wer kann sozusagen angefangen von irgendwelchen Printsachen produzieren und so weiter und so fort? Also das heißt, politisches Engagement, wenn man es wirklich durchziehen will,
beginnt schon mal mit einer gewissen finanziellen Solidität, würde ich mal behaupten, wo man eben auch Dinge riskieren muss letztendlich. Und das kann man eben nicht sozusagen aus einem prekären Jobverhältnis heraus, sondern meistens eben aus sehr sicheren Berufen. Und deswegen ist es ja auch kein Wunder, dass die meisten Berufspolitiker irgendwie aus Anwaltskanzleien kommen oder aus sonstigen gut laufenden Dingen, wo sie auch mal eben raus können oder nebenbei noch ganz viel machen können. Ich glaube, dass unabhängig natürlich dann nochmal von der großen Ebene, die du auch nochmal aufgemacht hast und skizziert hast, wo also wirklich dann Wirtschaftsbosse und Bossinnen Termine kriegen, die kein Normalsterblicher sonst hier kriegen würden. Das ist doch auch der Punkt. Also zu sagen, wer hat denn die Chance, überhaupt mal mit Angela Merkel sonst zu sprechen? Genau. Also das ist wirklich ein echtes Problem und deswegen treibt mich dieses Narrativ, jeder hat eine Stimme, wirklich auf die Palme hochziehen. Ja. Also das finde ich ganz schlimm, weil, wie du sagst, es ist ja okay, also es heißt nicht, dass hier alles im Arsch ist und dass Demokratie an sich das Problem ist, sondern wie wird es gelebt, wie wird es praktiziert und dann muss man sich ehrlich machen und das muss man halt auf den Tisch bringen und dann muss man sich überlegen, was kann man machen, was kann man anders machen. Ich fand zum Beispiel eine gute Initiative in den USA, die ja die, ich vergesse immer ihren Namen, AOC, Cortez, wie heißt sie mit Vornamen? Ich vergesse den Vornamen auch immer. So. Aber sie stammt zum Beispiel aus so einer Initiative, die sozusagen junge Menschen aus der Arbeiterklasse quasi finanzieren, um sie zur Berufspolitik zu führen. Also wie so eine Art politisches Stipendium, wenn man so will. Ich denke, weil wir tun ja immer so in Deutschland, wir sind nicht das amerikanische System. Ich glaube, wir sind es viel stärker, als wir denken. Wir haben es nur komplett verdeckt. In den USA ist es wesentlich offener und transparenter, auch mit diesen ganzen PACs und Super-PACs und Pipapo. Da machen wir uns ja immer wieder lustig darüber. Aber ich glaube, unser Problem ist da ein bisschen anders, aber sehr ähnlich. Und deswegen müssen wir wahrscheinlich auch in solche Richtungen irgendwie denken. Total. Und man kann eben auch so etwas wie, wir haben ja auch hier Organisationen, die da mit Transparenz könnten wir schon viel machen. Transparenzregister ist hier so ein Thema. So. Oder eben, wie funktioniert es mit Diäten und danach Sperrfristen und so weiter. So. Wer jetzt heute schon was machen kann, der kann mal bei Lobbypedia vorbeigucken, bei Lobby Control, bei German Watch und so weiter. Und sich da engagieren, anlesen, unterstützen und so weiter. Also ich glaube, man muss ganz viele Sachen machen, um zu sagen, okay, wenn wir unsere Demokratie verteidigen wollen, weil sie wird halt hier erodiert ein Stück weit. Und ich glaube, im Zuge dieser ganz großen Transformation müssen wir über nicht demokratisch legitimierte Machtstrukturen halt offen sprechen. Da muss man die erst auflegen und dann sagen, okay, dann müssen wir da irgendwie anders davor gehen. Sehr gut. So, jetzt gehen wir weiter, weil jetzt kommen nämlich die letzten Dinge hier. Jetzt ist noch die Frage, dieses so, aber guck mal, hier Einfluss nehmen werden sie doch bestimmt nicht tun und so weiter. So doof ist ja keiner. Ja, doch, außer wenn man es dann mitkriegt. Beispielsweise 2013 hat die CDU halt 700.000 Euro von, ich glaube, den Klattens da bei Quandt und Klatten irgendwie bekommen und kurz danach sich dafür vehement eingesetzt, dass CO2-Grenzwerte dann irgendwie nicht erhöht werden. So, dann hier bei den Koch-Brüdern, die haben halt eben seit den 70ern im Prinzip da regelmäßig da Dinge unterstützt und dafür gesorgt, dass irgendwie privater Nahverkehr, öffentlich-privater Nahverkehr halt irgendwie abgebaut wird und so weiter. Sie das heißen jetzt wie auch sturmgeschützter Klimawandelleugner, weil die eine ganze Menge dafür gemacht haben, Frontorganisationen aufzubauen gegen Klimaaktivismus. Milliardäre haben riesigen politischen Einfluss, Herrschaft der Superreifen, wer reich ist, macht Politik. Trump-Präsidentschaft und wer die bezahlt hat und am Ende davon auch profitiert hat, weil es kam ja direkt Tax Cuts für besonders Reiche. Also da hat man sich direkt quasi bedankt. CDF-Dokus, wie Milliardäre die Politik beeinflussen. Dann bei Lobby Control gibt es riesige Bereiche darüber, die im Prinzip all das nochmal nachzeichnen, was ich gerade eben erzählt habe, über eben Thinktanks, Clubs, Stiftungen und so weiter, die die Politik in Deutschland beeinflussen. Die AfD ist ja nun auch ein bisschen ein Heimprojekt und auch sehr stark gefördert durch Milliardäre, die halt eben hier auch ein Stück weit eine politische Veränderung vollziehen sollen. Kennen wir auch aus der Geschichte.
die Macht der Milliardäre auch eben über Philanthropie oder halt eben wie eben darüber politischen Einfluss gekauft wird. Oder, und das finde ich ganz spannend hier, dieses hier, die Bevölkerung ist in der Klimafrage viel weiter als oft behauptet. Tatsächlich sind es Lobbygruppen, die konsequenten Klimaschutz verhindern. Also alles, was wir erzählen, ist tatsächlich jetzt nichts Neues und jetzt auch kein Geheimnis. So, es ist nur eben so, dass es nicht so auf dem Titel steht, sondern manchmal und dann auf Seite 3 und so weiter. Und wo es, was auch wissenschaftlich eben an vielen Stellen gut nachgezeichnet ist und so weiter, das ist halt keine Augenwischerei. Es ist die Welt, wie sie ist. Und das müssen wir einfach anerkennen, weil dann können wir nur damit arbeiten. Und dann sehen wir eben auch, naja, vielleicht haben wir ein Problem halt eben mit bestimmten Leuten beziehungsweise einer bestimmten Machtkonzentration an Stellen, über die wir bisher noch nicht gesprochen haben. So, also dieses, ne, wir können uns die Milliardäre nicht mehr leisten. Die sind nämlich mehrfach in der Verantwortung. Einerseits, weil ihnen halt eben große Unternehmen gehören, sie damit viel Macht haben und sehr viel Einfluss und sehr viel verändern können und gleichzeitig auch dafür sehr viel einsetzen, dass sich eben nichts verändert, also sehr viel dafür kämpfen für den Status quo. Das ist problematisch, das haben wir jetzt ja gesehen. Und zweitens ist es so, dass sie auch gleichzeitig die sind, die halt eben sehr viel verbrauchen. Bei sehr viel Verbrauchen müssen wir uns alle auch selber hier ein bisschen an die Nase fassen, weil wir im Westen halt sehr viel Überkonsum haben, da müssen wir runterkommen. Und die Leute, die in Deutschland halt ein bisschen besser verdienen, müssen sich auch an die Nase fassen. Worüber ich spreche, sind jetzt aber die Ultra-Ultra-Reichen. Die müssen wir besonders zur Verantwortung ziehen. Und da in der Mitte sehen wir es nämlich auch, dieses ganze System könnte man sogar noch ein bisschen erhalten, wenn man es nur tatsächlich unsere Ansprüche und dieses ganze System halt ein bisschen runterdampfen, so, dann könnte man sogar Teile davon immer noch wie weiterlaufen lassen, so, aber tun wir nicht. Wir sind halt eben weit aus der Zone heraus und deswegen müssen wir diesen netten Herrschaften einfach mal sprechen. Wir müssen uns mit denen auseinandersetzen über Überkonsum. Wir müssen uns auseinandersetzen mit halt eben, wie sieht's denn aus hier mit, wollen wir da denn diese ganzen Maschinen so weiterlaufen lassen? Wollen wir nicht vielleicht doch irgendwie mal drüber nachdenken? Und jetzt könnt ihr mir natürlich entgegenhalten, dieses so, ja, aber Jens, die leben doch auf unserem Planeten, die haben doch auch ein Interesse daran, dass sich da was ändert. Dieses, ja, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, langfristig ist es so. Langfristig möchte man die Transformation, aber kurzfristig möchte man schon noch die Rendite. Und wie möchte man dann dem entfliehen, diesen Schwierigkeiten? Naja, zum Beispiel, indem man in Neuseeland Grund kauft. Das ist von 2017, da war das schon lange am Laufen, dass halt eben Millionäre, Milliardäre angefangen haben, große Landstriche eben in Neuseeland aufzukaufen. Neuseeland, weil relativ englischsprachig, relativ gute Wirtschaft, aus dem gleichzeitig Fallout sicher. Das heißt, wenn es wirklich mal zum nuklearen Abtausch kommt und so weiter, dann ist es halt relativ secure da, ist es abgeschieden und so weiter und so. Und ist auch irgendwie hübsch, man hat Herr der Ringe gesehen und so. Also man hat angefangen, da Grund aufzukaufen. Und zwar so weit, dass nachher Gesetze erlassen worden sind, die das dann eingeschränkt haben. Das heißt, man versucht sich Refugien zu kaufen, um dann dem Kollaps der Zivilisation auszuweichen. Und das ist jetzt auch kein Schwachsinn. Das gibt es jetzt gerade hier im Observer, relativ frischer Artikel, wo das sogar dabei geht, dass eben, dass sie sich auch Bunker bauen, ganze Bunkeranlagen, wo sie dann zukünftig mit ihrem Sicherheitspersonal dann irgendwie leben wollen. Und dann gibt es eben den Teil, dass sie teilweise auch Privatstädte aufbauen. Auch kein Blödsinn. Also es gibt es da diese Sache von Privatstädte auf dem Wasser. Dann gibt es aber auch diese komische Idee Neom, das in Saudi-Arabien. Und dann gibt es das aber sehr konkret in Honduras, wo man Honduras da quasi so zwei Stücke Land abgetreten hat. Und da entstehen jetzt tatsächlich Privatstädte. Das sind dann protofaschistoide Gebilde, also tatsächlich sowas wie Alleinherrschaft durch den Besitzenden, wo dann jeder, der Bürger ist, Leibeigner quasi ist, also auch nicht in so einem Angestelltenverhältnis, auch nicht wählen dürfen und so weiter. Deswegen heißen die halt eben auch Labore für so eine Art Manchester-Kapitalismus, / Nicht-Demokratie. Also dieser Artikel beschreibt es ja hier eben sehr, sehr gut. Das ist das, was jetzt gerade passiert. Oder aber, dass sie halt eben sagen, okay, versuchen wir doch die Gesellschaft jetzt zu verändern. Deswegen fließen halt eben auch viel Geld in die extreme Rechte. So, das ist kein Zufall, sondern das ist eben etwas, was progressive, transformative Kräfte aufhalten sollen und Machtverhältnisse neu verteilen. Das haben wir übrigens in den 20ern auch gehabt. So, ne? Also die Nazis sind ja nicht nur an die Macht gekommen, weil sie so schön getrommelt haben, sondern auch einfach massiv Geld von sehr reichen Menschen da reingeflossen ist. Und das machen natürlich hier nicht alle und so weiter. So, aber es gibt natürlich welche, die das tun. Die sind auch teilweise namentlich bekannt. So. Und das ist der Umgang heute, der damit gemacht wird. Es gibt natürlich auch Milliardäre, Millionäre, die dann sagen, von wegen Tax Me und ich möchte gerne das anders machen und so weiter. Einmal voll, natürlich. Es gibt auch gute Vorbilder. Aber wir müssen halt irgendwie auch betrachten, dabei dieses, nicht, dass man jetzt versucht, irgendwie Personen aneinander aufzurechnen, sondern dass man das als Kraft, als Machtfaktor sieht, der halt eben eine ganze Menge tut, aber für den Status quo und für sein eigenes Auskommen und kein Interesse daran hat, hier was zu verändern. Hm.
Wenn man die jetzt, das ist jetzt die letzte, wenn man die jetzt fragt, was sie denn darüber denken, so, ne, und was denn der Konflikt unserer Zeit ist, dann sagen die tatsächlich, und mit die meine ich Warren Buffett, der war zu der Zeit der reichste Mann der Welt, 2006, es herrscht Klassenkrieg, richtig, und es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt und wir gewinnen. Das ist alles in plain sight, das Ganze. Und ich sage jetzt nicht, und übrigens, was macht er heute? Was macht er heute? Ist jetzt gerade frisch hier. Was macht er heute? Er investiert in Öl. So, also was ich sagen will, ist, es gibt A, keine Verschwörung. Und dass Leute ihre Interessen vertreten, ist vollkommen okay. Das ist absolut legitim. Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Die Demokratie grundsätzlich funktioniert. Und wir haben auch noch alle Kräfte, da was zu verändern. Und es gibt auch, glaube ich, viel guten Willen. Das Problem ist, wir schaffen das irgendwie nicht so richtig, irgendwie, naja, in diese Diskussion reinzukommen, weil der Diskurs halt irgendwie ständig in eine Richtung läuft, teilweise gesteuert, teilweise von sich selbst. Und das andere Problem ist, dass es eben Interessen gibt, die sehr, sehr ähnlich sind. Und die Interessen sind, den Status quo nicht zu verändern. Und wer glaubt, dass in unseren liberalen Demokratien nur die Wahl und nur die Politiker und die nur unser Bestes, also im Sinne von die Gesellschaft im Blick haben, der irrt, zumindest wenn man das jetzt anlegt, was wir jetzt die ganze Zeit gesehen haben und was wir auch hier eben sehr schön belegen können. Wir müssen darüber reden, wie wir damit umgehen. Und das heißt jetzt nicht mit der Brandfackel in die nächste Villa zu laufen, absolut nicht, sondern es geht darum, dass wir anerkennen, dass da einfach ein großer Machtfaktor ist und dass wir die zum Teil der Debatte machen, zum Beispiel so, ne? Also was wir alles machen, besprechen wir noch die Lösung. Aber es ist wichtig, das anzuerkennen, dass wir hier verhärtete Verhältnisse haben, die wir zu wenig betrachten. Und was sozusagen auch immer wieder vernachlässigt wird, deren Vermögen wird ja jetzt sozusagen zwar zum einen Teil über Erbschaft und so weiter weitergegeben, aber die größte Wertschöpfung machen halt die restlichen 99%. Und das heißt, wenn man es tatsächlich mal schaffen würde, die, und da gab es ja immer mal wieder Bewegungen, das zu versuchen und so weiter, weil angenommen, diese 99% legen ihre Arbeit nieder, dann ist der Käse auch erstmal eine Zeit lang gegessen. Also das heißt, es gibt Hebel. Das Problem ist nur sozusagen, 500 Leute können sich wesentlich besser organisieren als 8 Milliarden. Das ist so die nächste Krux an der Sache. Aber allein von der Masse her gesehen, müssten sie im demokratischen Sinne oder sagen wir mal in diesem arithmetisch-demokratischen Sinne von der Würde des Menschen, fange ich gar nicht erst an, da erst recht, ja, müssten sie ja diejenigen sein, die Macht haben. Und das ist aber eben genau umgekehrt der Fall. Weil im Chat ja auch so kam, ja, gibt es auch nochmal was Positives und so weiter. Es ist wichtig, dass wir da durchgehen. Also das ist schon ein Erkenntnisgewinn. Das ist die Voraussetzung, weil sonst, und das war jetzt auch nochmal wichtig, dass du es auch immer wieder betont hast, es ist keine Verschwörung, es ist nichts Geheimes und so weiter. Das Problem ist, dass das oft nicht in diesen Zusammenhängen gesehen wird. Und erst wenn wir das in diesen Zusammenhängen sehen, können wir überhaupt anfangen, auch zusammenhängende Lösungen zu entwickeln. Deswegen, ja, das tut weh, ja. Und ja, es ist sehr ernüchternd, aber es muss sein, weil sonst geraten wir ja wieder in diese Coping-Mechanismen, die du ganz am Anfang auch erläutert hast. Also von daher. Absolut, danke. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil nämlich dieses, wenn wir jetzt einfach nur sagen, wir überspringen diesen Teil, dann sagen wir, müssen halt Windräder bauen, fertig, irgendjemand wird die schon bauen. So. Und dann sehen wir eben nicht, warum machen wir sie nicht? Und dann fragen wir uns die ganze Zeit und kratzen uns einen Wolf. Politiker natürlich sind natürlich auch diesen Einflüssen ausgesetzt. Das heißt, wir müssen neben diesem, dass wir irgendwann Windräder bauen, auch vorher darüber nachdenken, okay, wie funktioniert denn Machtstrukturen? So. Und müssen halt irgendwie diese ganzen Herrschaften in die Debatte reinkriegen. Beispiel, wenn wir uns jetzt irgendwie als aktivistische Gruppe, als irgendwie jetzt meinetwegen so Klimademo begreifen, wo sollten wir demonstrieren? Wir können natürlich wieder zum Rathaus gehen. Oder wir können ja jetzt auch ins Villenviertel gehen. So. Also ich will damit sagen, wenn wir diese ganzen Zusammenhänge und auch diese ganzen Hürden und so weiter mit betrachten, dann kommen wir am Ende auf Lösungsansätze, die eher die Aussicht auf Erfolg haben, als wenn wir nur einfach sagen, so, ja gut, man muss das halt transformieren und fertig. Diesen Kurzschluss gibt es ja häufig, dass man sagt, Klima ist ein Energiethema, fertig.
So, und dann sagt man einfach, wir bauen jetzt einfach ganz viele Nuklearkraftwerke und wir können weitermachen wie bisher. Dann kommt man aber nicht darauf, dass das eigentliche Thema ja Nachhaltigkeit ist und nicht Klima. Und das bedeutet, auch dann muss man trotzdem Ressourcenverbrauch verringern. So, und dann kommt man in andere Dinge rein. Deswegen ist es wichtig, diese ganze Komplexität zu begreifen. Und wir werden dieses Modell, was wir haben, jetzt haben wir überall diese Graffiti-Sprays auf den einzelnen Themen, die wir jetzt abgehandelt haben, werden wir wieder aufmachen und dann quasi für einzelne Punkte dann Lösungen reinbringen. Und wir haben da auch schon ein paar ganz gute Konzepte, wo wir dann auch jedes Mal wieder raufgreifen. Weil wenn wir hier der Podcast wären, wo die ganze Zeit nur Lösungen rausfeuern, dann schauen sich die Leute Lösungen an und fragen sich, aber warum ist Demokratie denn wichtig? Oder warum ist denn Gerechtigkeit und Südhalbkugel wichtig? Deswegen sind diese Zusammenhänge tatsächlich entscheidend. Genau. Und ihr müsst quasi durchhalten. Das werden wir heute nicht mehr machen, sondern Genau, die dafür ist das nächste Mal der nächsten Name. Genau. Wochen und Monate machen. Genau. Wir haben eigentlich gesagt, wir machen 2 Stunden. Wir sind jetzt schon 53 Minuten drüber. Das Schöne ist, wir sind jetzt aber auch mit der Rubrik durch und haben Genau. quasi nur noch ein paar Folien, die wir relativ schnell machen können.